Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, nach den einführenden Bemerkungen weiß ich gar nicht, ob es großen Sinn macht, dass wir hier in die Materie einsteigen und ob wir nicht gleich zum Feiern gehen. Aber ich glaube, Sie alle erwarten natürlich etwas von uns, was wir versuchen wollen, heute auch zu liefern. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier in einem für uns auch neuen Ambiente zu dem 7. GSP-Sicherheitsdialog. Und ich tue das noch einmal für den gesamten Vorstand der Gesellschaft für Sicherheitspolitik und natürlich auch stellvertretend für den Präsidenten Jürgen Höcke, der ja morgen, wie viele von Ihnen wissen, sein Amt, wie von ihm seit langem geplant, sein kommissarisches Amt dann wieder abgeben wird. Und dann wird sozusagen auch diese wichtige Periode dann in eine neue übergeführt bei uns. Herr Höcke wird auch am Ende dann auch nochmal die Zusammenfassung und die Schlussbemerkungen übernehmen. Und da freuen wir uns schon drauf. Ja, wir erwarten heute auch, und ich werde es auch, bin auch zuversichtlich, dass es der Fall sein wird, deswegen werde ich jetzt namentlich an dieser Stelle niemanden begrüßen, wird an den Panels dann passieren. Wir erwarten aber auch einen unserer Abgeordneten des Deutschen Bundestages, der, wie Sie sicherlich in der Presse gesehen haben, in den letzten Tagen in Kiew war, den Abgeordneten Kiesewetter. Und ich freue mich sehr, wenn er dann gesund und munter hier bei uns sein wird. Ja, dieser Sicherheitsdialog ist ja, wie Sie wissen, das sozusagen das Premium-Format der GSP. Und dies neben den zahlreichen Veranstaltungen, die wir in der GSP ja mit hohem Aufwand und völlig ehrenamtlich praktisch Tag für Tag durchführen. Und dies flächendeckend seit jetzt fast genau 7 Jahrzehnten. Und überhaupt kann man ja gar nicht oft genug betonen, meine Damen und Herren, dass unsere DNA als älteste sicherheitspolitische Bildungseinrichtung Deutschlands vor allem in der Flächenarbeit verankert ist. Dort in der Fläche liegt unser Schwerpunkt und dort erkennen wir auch den größten Bedarf für sicherheitspolitisches Handeln und für eine Plattform für einen solchen Diskurs. Dennoch leisten wir uns jedes Jahr, und das jetzt bereits zum 7. Mal heute, auch ein zentrales Vorhaben hier in Berlin, den sogenannten Sicherheitsdialog, mit dem wir regelmäßig einige ganz besonders drängende und wichtige Fragen im breiten Feld der Sicherheitspolitik beleuchten. Und das bisherige Themenspektrum war ja auch entsprechend breit angesetzt, angefangen von den Migrations- und Fluchtursachen über etwa die Verantwortung Deutschlands in der Welt bis hin etwa zur Zukunft militärisch genutzter künstlicher Intelligenz. Und im Oktober des vergangenen Jahres, also jetzt vor einem guten halben Jahr, und das ist dann meine letzte rückblickende und allgemeine Bemerkung, wollten wir ja erörtern, welche Lehren aus dem damals gerade zu Ende gegangenen Einsatz in Afghanistan gezogen werden müssen. Und viele von Ihnen erinnern sich, leider mussten wir dann dieses Vorhaben wegen einer Bombendrohung, die nicht uns galt, aber uns betraf, dann nach knapp einer Stunde vorzeitig beenden. Und wir haben uns natürlich auch spontan dann vorgenommen, das so wichtige Thema Afghanistan später zu wiederholen und fortzusetzen. Wir haben uns nicht vorgenommen, die Sache mit der Bombendrohung zu wiederholen. Das möchte ich nochmal klar sagen. Ja, das war unsere erklärte Absicht. Aber auch dieser Plan ist vom Verlauf der Geschichte überrollt worden. Denn vor fast genau 11 Wochen ist ja der Krieg wieder nach Europa zurückgekehrt. Russland hat am 24. Februar mit seinem ruchlosen Angriff auf seine Nachbarn Ukraine alle, das kann man so sagen, alle Hoffnungen auf ein friedfertiges, stabiles Europa zunichte gemacht. Und seither sterben mitten auf unserem Kontinent jeden Tag zahllose Menschen, Zivilbevölkerung wie Soldaten in einem Krieg, der durch nichts gerechtfertigt ist
und dessen Verlauf an schlimmste Zeiten erinnert. Ja, diese schändliche Aggression und das verzweifelte Aufbegehren gegen sie bestimmt ja seither täglich nicht nur unsere Schlagzeilen, sondern es stellt auch viele bisherige Gewissheiten für uns unter den Zwang einer grundlegenden Neubewertung. Denn ganz offenbar haben wir alle in Europa in den vergangenen 3 Jahrzehnten allzu vieles falsch eingeschätzt und haben die falschen Schlussfolgerungen aus einer, wie wir heute wissen, mangelhaften Lageanalyse gezogen. Und im Ergebnis stehen wir heute vor einer tiefgreifenden Neujustierung tragender Säulen unseres sicherheitspolitischen Koordinatensystems. Wir stehen also vor dem, wenn Sie so wollen, was man mit dem großen Wort Zeitenwende beschreibt. Oder man kann sagen, wir sind eigentlich schon mittendrin in dieser Zeitenwende. Dabei wäre es falsch, auch das muss gesagt sein, den Begriff Zeitenwende zu eng zu fassen. Gewiss, der Krieg in der Ukraine gleicht einer Initialzündung, aber eigentlich erkennen wir doch schon länger oder müssten es tun, wie viele unserer bisherigen Annahmen illusionär waren und wie bequem naiv wir oft das hintangestellt haben, was hinsichtlich Prävention und Resilienz einem Staat wie dem unsrigen angemessen wäre. Und das gilt für Fragen der inneren wie der äußeren Sicherheit gleichermaßen. Also mit Blick nach innen gilt es etwa für den Umgang mit einer Pandemie, ebenso wie für Vorkehrungen gegen katastrophale Folgen etwa einer Flut, denken Sie noch an das Ahrtal, noch kein Jahr her, oder es gilt auch für die krisenfeste Bewältigung oder Gewährleistung unserer Energieversorgung und es gilt genauso für den Schutz unserer kritischen Infrastruktur gegen Terror und gegen Sabotage. Also die Risiken, diese breite Feld der Risiken, das in jüngster Zeit plötzlich real wurde, das war ja im Grundsatz eigentlich längst bekannt. Alle diese Risiken wurden nur allzu großzügig und locker beiseite geschoben, nach dem Motto, es ist noch immer gut gegangen. Ja, und im Bereich der äußeren Sicherheit, das wir ja heute zum Zentrum unserer Veranstaltung machen, meine Damen und Herren, ist das Bild ja nicht besser. Denn mit Blick etwa auf unsere Ambitionen zur internationalen Krisenbeherrschung weit außerhalb Europas stellen sich ja zum Beispiel auch ähnliche Fragen. Durch das Desaster, das kann man schon so sagen, das Desaster am Hindukusch, das wir erlebt haben im vergangenen Jahr, haben diese Fragen ja nun endlich mal die Relevanz erworben, die endgültig zum tieferen Nachdenken zwingt. Also die Fragen drängen sich ja auf. Was können und sollten wir Deutschen beitragen, um etwa fragile Staaten und fragile Regionen zu stabilisieren und damit auch Risiken von uns fernzuhalten? Also etwa unkontrollierbare Migrationsströme oder dem Import von Terror nach Europa entgegenzuwirken. Das sind ja Fragen, die ja nicht sozusagen verloren gegangen sind. Und wichtig ist natürlich auch zu erkennen, was können wir mit unseren begrenzten Möglichkeiten denn nicht leisten auf diesem Weg? Was überfordert uns schlichtweg? Welche der zivilen und militärischen Ambitionen sind schlichtweg in der Realität nicht umsetzbar? Und ich denke mal schon, dass wir mit Blick auf die 20 Jahre am Hindukusch hier wertvolle Hinweise bekommen werden. Aber es ist klar, in diesen Tagen sind noch weit wichtigere Fragen anhängig. Denn natürlich zwingt vor allem die Aggression Russlands, deren Ende wir noch lange nicht abschätzen können, zu einer Bilanz unserer, insbesondere unserer verteidigungspolitischen Strategien. Also provokativ gefragt, wie tief haben wir eigentlich versagt in unserem Verteidigungsdispositiv der vergangenen Jahrzehnte? Wie naiv haben wir unsere Kräfte abgebaut? Und wie heilen wir diese Mängel so rasch wie möglich? Also wir erleben derzeit schon so etwas wie einen finalen Weckruf, wenn Sie so wollen. Wir merken, wir brauchen neue Impulse, um unsere Resilienz deutlich zu stärken und zu erhöhen. Und wir brauchen Strategien, um eine Renaissance des Völkerrechts und einer vertrauensvollen internationalen Ordnung präventiv fördern zu können. Also Prävention und Resilienz, beides sind derzeit wahrlich notleidend und beides
muss auf den Prüfstand. Beides braucht sozusagen, wenn Sie so wollen, eine Art Reset. Ja, das ist die aktuelle Ausgangslage für heute. Und die ist, glaube ich, da werden Sie mal alle zustimmen, hochbrisant. Und damit komme ich zu dem, was wir heute noch ganz kurz leisten wollen. Als Titel haben wir nicht ohne Absicht gewählt von Kabul nach Kiew, wobei wir, sind bestimmt aufgefallen, nein, hier sieht man es jetzt nicht, aber das Wort Kiew so geschrieben haben, wie es unseres Wissens in der Ukraine auch selbst geschrieben wird. Und mit diesem Titel von Kabul nach Kiew konstruieren wir ganz bewusst einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Brennpunkten, obwohl sie ja kaum vergleichbar sind. Kaum vergleichbar mit Blick auf die Geografie, auf die Kultur, auf aktuelle Kriegsbilder und auf die Relevanz für Europa. Aber also unterschiedlicher geht es eigentlich kaum. Aber dennoch muss man sagen, beides, Kabul wie Kiew, muss betrachtet werden, wenn über eine strategische Ausrichtung künftiger deutscher und europäischer Sicherheits- und Verteidigungspolitik gesprochen wird. Denn beide, Kabul wie Kiew, beleuchten quasi auch stellvertretend im militärischen Bereich zwei militärische Aufgaben, die durchaus in einer gewissen Konkurrenz unter knappen Mitteln zueinander stehen. Zum einen das Engagement in internationalen Kriseneinsätzen, zum anderen die Befähigung zur Bündnisverteidigung auf unserem Kontinent. Und zuletzt nochmals beides, Kabul wie Kiew, illustrieren manche Illusionen und Fehlentwicklungen der jüngsten Vergangenheit. Mit Blick auf Afghanistan und auf die Ukraine andererseits, das erzwingt also zwei große Fragen. Brauchen wir einen Strategiewandel? Und wenn ja, in welche Richtung? Und wie erreichen wir bestmögliche Synergien in unseren Anstrengungen? Also Synergien zwischen zivilen und militärischen Mitteln, aber Synergien auch im internationalen Kontext. Ja, und Antworten auf diese Fragen, meine Damen und Herren, also klare Entscheidungen, einschließlich deren konsequenter Umsetzung dann, ja, die lassen sich ja heute nicht mehr so locker beiseite schieben wie bisher. Das dürfte jetzt allen klar sein. Ja, meine Damen und Herren, damit habe ich neben unserem Thema auch unsere Leitideen für den heutigen Nachmittag skizziert. Es würde uns hier und heute natürlich völlig überfordern, das alles in knapp 4 Stunden zu erörtern und vielleicht sogar abschließende Lösungen anzubieten. Aber wir können zumindest Zusammenhänge aufzeigen, wir können Handlungsbedarf verdeutlichen und können schlichtweg das leisten, was die Grundlage eines sicherheitspolitischen Diskurses in einer offenen Gesellschaft ausmacht. Wir können nämlich zur breiten Diskussion Sie alle, ob hier im Saal oder dann auch in den Bildschirmen zu Hause, dann einladen. Und wir versuchen das in 3 großen Panels zu erreichen. 2 davon werden von den beiden Sprechern und Sprecherinnen der jungen GSP moderiert, Frau Jessica Nies und Herr Stefan Klaus. Und da muss ich gleich noch sagen, dass die junge GSP ja bei uns wirklich ein Erfolgsmodell ist. Sie ist wirklich jung, auch nicht nur was die Mitglieder anbelangt, sondern auch was sozusagen ihr Dasein in der GSP anbelangt. Ein neuer Ansatz, den wir erst vor 2 Jahren etwa begonnen haben. Und es hat sich wirklich zu einer tollen Story entwickelt. Und von daher gesehen spielt die junge GSP auch heute hier bei uns eine zentrale Rolle. Die ist nicht nur mit den beiden Moderatoren und Moderatorinnen, sondern auch, weil jetzt ein Mitglied der jungen GSP, Frau Eva-Maria Steinbrecher, Sie alle jetzt, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen und in das Panel einsteigen, zur Teilnahme einer kurzen Umfrage, ein besonderes methodisches Schmankerl, wenn Sie so wollen, einladen. Ja, ich selbst möchte uns allen jetzt 4 hochinteressante Stunden wünschen und ich sage nochmals herzlichen Dank für Ihr Interesse und dass Sie da sind. Ja, Herr Lahl, ich danke Ihnen herzlich und ich möchte Sie auch im Namen der jungen GSP auch alle hier nochmal herzlich begrüßen. Mein Name ist Eva-Maria Steinbrecher und ich bin die Jugendbeauftragte der jungen GSP in Potsdam und darf Sie heute hier herzlich im Namen der jungen GSP dazu einladen, an unserer Umfrage teilzunehmen. Jetzt warte ich kurz auf die Regie.
Genau. Wenn Sie jetzt natürlich auch an dem Bildschirm gerne alle Ihr Handy, Laptop, Tablet, was weiß ich nicht, zücken wollen, Sie sehen dort eine Seite www.menti.com. Die können Sie gerne aufrufen. Und dort finden Sie ein kleines Feld, wo Sie diesen 8-stelligen Code eingeben können und dort kommen Sie quasi zu unserer Umfrage. Das werden 3 verschiedene Themenblöcke sein mit insgesamt 6 Thesen und diese bitten wir Sie mit von 1 bis 10 einzuschätzen, wobei 1 bedeutet, dass Sie dem Ganzen nicht zustimmen und 10, dass Sie dem Ganzen voll und ganz zustimmen. Auf der letzten Seite finden Sie dann eine Übersicht, wo verschiedene Angaben gemacht wurden und wir bitten Sie da heraus, sich 3 auszuwählen und aus diesen 3 sollen sich dann die aus unserer Sicht Prioritäten für die Zeitenwende der deutschen Sicherheitspolitik ergeben. Das Ganze wird natürlich dann auch zum Abschluss noch irgendwann mal vorgetragen und zwar werden wir das kurz vor dem letzten Panel machen. Das bedeutet, ich werde mich dann noch mal hier vorne hinstellen und mit Ihnen kurz darüber sprechen, was wir da quasi an der Wand sehen, was da geschrieben steht, damit die Panelisten im letzten Podiumsblock dann auch noch mal ausführlicher darüber sprechen können. Dann wünsche ich uns jetzt allen viel Spaß und dann geht es jetzt, glaube ich, mit dem ersten Podium los. Herzlichen Dank. Nachtwein, Herr Dr. Kamps und Herr General Abs. Ja. Es geht los. Soll ich jetzt die... Ich weiß. Wo hätten Sie uns dann gerne? Setzen Sie sich doch bitte in die 3, auf die 3 Plätze in der Mitte. Das kann ich an der Umfrage gar nicht teilnehmen. Der ist schlecht. Das können Sie gleich noch. In der Mitte bitte. Und der Nacht war gerne. Gut, hier. So. Boah. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde der GSP, ich begrüße Sie ganz herzlich auch von meiner Seite zu unserer heutigen Veranstaltung hier in der Kulturbrauerei in Berlin. Mein Name ist Stefan Klaus, ich bin Sprecher der jungen GSP und werde heute unser Panel mit dem Titel Scheitern nach 20 Jahren Afghanistan, was lernen wir daraus, moderieren. Mit auf der Bühne sitzen hier 3 sicherheitspolitische Schwergewichte, die ich Ihnen nur sehr kurz vorstellen brauche. Zu meiner Rechten sitzt Winfried Nachtwey. Herr Nachtwey, Sie waren 15 Jahre lang Bundestagsabgeordneter von 1994 bis 2009 von Bündnis 90 Die Grünen und haben dort den Afghanistan-Einsatz seit Anfang an begleitet, da Sie als Abgeordneter auch die ersten 20 Mandatsentscheidungen mitgetragen haben zum Afghanistan-Einsatz. Und nach Ihrer Zeit als Abgeordneter haben Sie weiter viel zum Thema Afghanistan referiert und publiziert, zum Beispiel auch sehr viele Reiseberichte und gelten damit nicht nur aus der historischen Perspektive als hervorragender Kenner der Thematik, sondern auch aus der aktuellen Perspektive. Herr Nachtwey, schön, dass Sie heute hier sind. Hallo. Daneben in der Mitte sitzt Herr General AD Egon Rams, der in seiner letzten Verwendung eines der beiden europäischen NATO-Kommandos der operativen Führungsebene, das Allied Joint Force Command Brünsum, führte. Dort war er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2010 Vorgesetzter von insgesamt 5 ISAF-Befehlshabern und kennt sich dementsprechend hervorragend mit der Materie aus. Herr General Rams, danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und hier sind. Gerne. Und last but not least begrüße ich ganz zu meiner Rechten auch Sie, Herr Dr. Karl-Heinz Kamp, recht herzlich auch nochmal als ehemaligen Präsidenten der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Mitherausgeber der Zeitschrift für strategische Analysen Sirius und seit Oktober 2019 auch als Sonderbeauftragten des politischen Direktors im BMVG. Herr Dr. Kamp, herzlich willkommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unter dem aktuellen Eindruck des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine droht der Einsatz in Afghanistan und die daraus zu ziehenden Lehren sehr stark in den Hintergrund. Und dabei müssen wir aus meiner Sicht unbedingt auch über dieses Thema aus 3 Gründen sprechen.
Erstens sollten wir es als gesamtstaatliche Aufgabe betrachten, die Fehler, die im Zusammenhang mit dem Afghanistan-Einsatz gemacht wurden, bei den gegenwärtigen und zukünftigen Auslandseinsätzen des internationalen Krisenmanagements nicht zu wiederholen. Zweitens sind wir das einfach den 59 gefallenen und gestorbenen deutschen Soldaten in Afghanistan sowie den 160.000 deutschen Soldatinnen und Soldaten, die im Afghanistan-Einsatz waren, schuldig, denn bei diesen Menschen ist nach wie vor Afghanistan ein sehr präsentes Thema. Und drittens, auch eng damit verbunden, sind wir das auch mindestens den ehemaligen Ortskräften in Afghanistan schuldig, die ebenfalls an unsere Ziele geglaubt haben und denen wir als der Westen beim Abzug meiner Meinung nach nicht gerecht geworden sind. Und sie werden bei diesem Thema leider viel zu oft vergessen. Meine Herren, aus diesen Gründen werden wir uns jetzt über den Afghanistan-Einsatz unterhalten und herausarbeiten, welche Lehren sich denn aus diesen 20 Jahren Einsatzerfahrungen auf andere internationale Kriseneinsätze übertragen lassen. Und mit Blick auf die Zeit bitte ich Sie, und das haben wir schon vorher abgesprochen, möglichst knapp und präzise zu antworten, bevor wir in circa 45 Minuten auch Ihre Fragen, liebes Publikum, beantworten möchten. Herr Dr. Kamp, die erste Frage geht an Sie. Was ist denn insgesamt gut und was ist insgesamt schlecht gelaufen in 20 Jahren Afghanistan, sowohl auf politischer Ebene als auch auf operativer Ebene? Ja, vielen Dank. Wenn man nur 3 oder 4 Minuten für so eine Riesenfrage hat, dann versuche ich es einfach in 4 ganz knappen Punkten. Erster Punkt, ich halte die generelle Aussage, die man immer so hört, Afghanistan ist gescheitert, in dieser Allgemeinheit für falsch. Der militärische Einsatz ist nicht gescheitert, der Einsatz der Bundeswehr ist nicht gescheitert. Die Bundeswehr hat das gemacht, was das Parlament, was die Mandate ihr eben als Auftrag gegeben haben, die militärische Idee, Afghanistan nicht mehr Basis für Al-Qaida-Terrorismus werden zu lassen, hat mit Sicherheit funktioniert. Auch haben die Streitkräfte zumindest für eine Weile Sicherheit geschaffen, ohne die ein ziviles Engagement gar nicht möglich gewesen wäre. Also erstmal, erster Punkt, weg von diesen Etiketten gescheitert. Zweiter Punkt, was ist erreicht worden? Und Sie kennen alle die Zahlen, die man für die Fortentwicklung der afghanischen Gesellschaft nennt. Sie wissen, dass das Lebensalter dort um 8 Jahre gestiegen ist, dass 2001 nur 8% der Afghanen eben lesen und schreiben konnten. Heute sind es 59, dass der Zugang zu sauberem Wasser sich dramatisch und. Ob das alles die Kosten rechtfertigt, ist eine andere Frage. Der Punkt ist, dass wir das allerdings nicht nachhaltig machen konnten. Sprich, das ist nicht aufrechterhalten worden und konnte nicht aufrechterhalten werden. Und das kommt zum dritten Punkt, nämlich was ist denn schiefgelaufen oder wo ist man denn wirklich gescheitert? Was gescheitert sind, waren die politischen Ambitionen, die Idee, dass man Nation Building in einem tribalen Stammeswesen treiben könnte oder organisieren könnte, wo genau diese Zentralstaatlichkeit, die eine Nation nun mal auszeichnet, nicht als Gewinn gesehen wird. Das wollten die Afghanen vor Ort nicht aus einer Vielzahl von Gründen heraus. Wenn Sie so wollen, sollte eine sehr weit zurückliegende Gesellschaft über Nacht sozusagen ins 21. Jahrhundert katapultiert werden. Und das hat nicht funktioniert. Und was auch nicht funktioniert hat, war der Glaube, dass die Afghanen alle unsere Staatsform, demokratisch, parlamentarisch, als denen ihr Lebensideal ansehen würden. Nein, das tun sie nicht. Insofern, glaube ich, ist da sehr viel Demut erforderlich und auch einfach die Grunderkenntnis, dass Krisenmanagement sich sehr wohl überlegen muss, was es eigentlich will, wie weit man gehen kann und dass man auch, und das ist sicherlich auch, wo man gescheitert ist, dass man, wenn man merkt, dass seine Ziele nicht erreicht werden können, bei einem gewaltigen Mitteleinsatz übrigens, dass man dann sich entscheidet, abzuziehen. Das hat man gemacht, nur ich glaube, das hätte man wesentlich früher machen können und sollen, vielleicht schon 2014, als Barack Obama zum ersten Mal den Abzug vorhat. Und immer war die Idee, naja, also wenn wir jetzt gehen, dann riskieren wir alles das, was wir aufgebaut haben. Wenn Sie diesem Gedanken folgen, dann bleiben Sie auf Ewigkeiten dort und das ist man einfach nicht mehr bereit gewesen zu machen. Letzter Punkt, wir sollten nicht außer Acht lassen, was Afghanistan mit unserer Gesellschaft gemacht hat.
dass es zum Erwachsenwerden, zum politischen und militärischen Erwachsenwerden Deutschlands beigetragen hat, ganz erheblich. Wenn Sie überlegen, dass wir heute Begriffe haben, in unserer Sprache allein, die wir 2001 oder vor 2001 nicht hatten, nämlich zum Beispiel Begriffe wie Tapferkeit, Veteranen, Tapferkeitsmedaillen, das waren alles Dinge, die es so nicht gab. Also ich glaube, dass das erheblich zu einem Erwachsenwerden Deutschlands beigetragen hat. Ob das alles, letzter Satz, die 300 Millionen Dollar, die die USA zeitweise pro Tag in Afghanistan investiert haben, rechtfertigt, das ist eine Frage, wo wir immer übrigens, auch noch nicht im Bundestag, eine wirkliche, ehrliche Aufarbeitung haben. Dankeschön, Herr Dr. Kamp, für diesen ersten Aufschlag. Herr General Rams, aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Perspektive, was würden Sie denn sozusagen für die operative Ebene ergänzen? Ich würde mich eigentlich nicht nur auf die operative Ebene beschränken, weil das wäre der nächste Fehler, der dann kommt, nämlich dahingehend, dass wir einen Gesamtansatz verfolgen müssen, der politisch bestimmt ist und wo der militärische Teil ein Teil davon ist. Das ist eigentlich die entscheidende Aussage. Also eine reine Betrachtung aus der operativen Ebene ist in meinen Augen ein falscher Ansatz. Damit komme ich zu einem Punkt, der mir wichtig ist, dass dieser sogenannte gesamtheitliche Ansatz, egal ob er bei uns vernetzter Ansatz geheißen wird, ob die UN sagt Integrated Approach, die NATO Comprehensive Approach, das sind alles hochtrabende Worte, die in Afghanistan als Ganzes nicht erfüllt worden sind, und zwar von keiner der Institutionen erfüllt worden ist. Das ist einer der entscheidenden Punkte mit dabei. Es hat für Afghanistan vom ersten Tag des Einsatzes, sprich also im Jahre 2002 oder sogar schon 2001, wenn ich an die Spezialkräfte denke, bis zum Ende der Operation Resolute Support, keinen Gesamtansatz und keinen Masterplan gegeben, wie man das in diesem Land umsetzen will. Die Soldaten, ich selber persönlich, haben im Jahr 2008 mal versucht, einen solchen Masterplan aufzusetzen. Das ist uns dann verboten worden. Die einen konnten es, das waren die Soldaten, die anderen konnten es nicht, die haben es auch nicht gemacht. Ob das dann die richtige Lösung ist, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Wir müssen uns in einem solchen Fall darüber einig sein, jetzt Erfahrung aus Afghanistan, dass wir nur bei 20-25% von Sicherheit, also militärischer Aufgabe, reden und bei den anderen 75-80% über Wiederaufbau, humanitäre Hilfe, politischer Aufbau im Bereich auf Recht, Justiz, Wirtschaft, Verkehr und alles, was dazugehört. Und das sind die Teile, die überwiegend nicht erfüllt worden sind, trotz der immens hohen Summen, die von den Amerikanern eingebracht worden sind. Ich teile das, was Herr Dr. Kamp gesagt hat. Ich möchte aber noch eine Sache dazufügen. Wahrheit. Wahrheit ist mir ausgesprochen wichtig. Das heißt nämlich auch die Information unserer eigenen Bevölkerung offen und transparent. Und ich nehme dafür das Rumgeeiere über den Begriff Krieg in Afghanistan in den Jahren 2007 bis 2010. Die Bundesregierung hat sich erst im Februar 2010 mit der Formulierung von Guido Westerwelle damals dazu entschlossen, das Ganze als kriegsähnliche Zustände zu bezeichnen, während vorher schon Soldaten, deutsche Soldaten, aber noch in weitaus größeren Zahlen Soldaten der anderen Staaten, vor allem der Amerikaner, in diesem Land gefallen sind oder schwer verletzt worden sind. Von daher, Wahrheit muss sein. Ein weiterer Punkt, den ich gerne berücksichtigt haben möchte, wo die Politik möglicherweise nicht dominant sein sollte, ist das, was ich einen militärischen Ratschlag erteile. Wenn ein Befehlshaber des Joint Force Command Brunsum unter dem Eindruck aus Afghanistan im Jahre 2008 zu einem Vertreter der Bundesregierung fährt und dort vorschlägt, dass Panzerhaubitzen in das Land gebracht werden sollen, um in der Lage zu sein, kurzfristig Patrouillen, Konvois und andere mehr mit indirektem Feuer zu unterstützen, und er bekommt die Antwort: Herr Rams, Sie müssen doch endlich mal begreifen, dass das, was nach unserem Verständnis kein Krieg ist, auch nicht wie Krieg aussehen darf, dann kriegt man damit eine Erfahrung, wo man schlicht und einfach sagen muss, Leute, dann dürft ihr die Soldaten da nicht hinschicken. Denn die Soldaten sterben auf dem Gefechtsfeld oder im Kampf gegen die Taliban und nicht der Politiker, der der Auffassung ist, dass man die Bevölkerung mit dem Wort Krieg nicht erschrecken darf. Vielleicht einen Blick zu heute. Es geht heute nicht mehr ausschließlich um Kriseneinsätze, sondern Landes- und Bündnisverteidigung haben auch, siehe Ukraine-Krise, einen entsprechenden Stellenwert gewonnen. Wir dürfen Befähigung unserer Streitkräfte, wie beispielsweise die Fähigkeit zur Verteidigung, nicht mit einem Aktenstrich im Jahre 2011 ad acta legen und uns ausschließlich auf die Kriseneinsätze konzentrieren,
87a ist, glaube ich, immer noch im Grundgesetz, ist nach meinem Kenntnisstand nicht entfernt worden aus dem Grundgesetz. Von daher muss man das gesamte Aufgabenspektrum sehen und muss dann auch dazu die entsprechenden Mittel bereitstellen, um dieses Aufgabenspektrum erfüllen zu können. Wenn nicht, schaffen wir uns selber eine Operettenarmee, da sage ich einen ganz trockenen Satz, da kann man viel Geld sparen, die brauchen wir nicht. Dankeschön. Vielen Dank. Wir kommen zum Thema Verhältnis, internationales Krisenmanagement, LVBV, gleich nochmal zu sprechen. Aber zuvor an Herrn Nachtwey die Frage an Sie. Die politische Ebene wurde schon angesprochen. Was würden Sie sagen, was ist da gut gelaufen, was ist da nicht gut gelaufen? Guten Tag, meine Damen und Herren. Danke, dass überhaupt noch mal Afghanistan thematisiert wird und dass wir nicht also eben von einem Großthema dann also eben zum anderen hüpfen, sozusagen, wie das in den Medien dann und bei den Talkshows sowieso üblich ist. Was gut gelaufen ist, nun, dass wir 2001 nach dem 11. September die Kraft gefunden haben, zu einer solchen Entscheidung, die zum Beispiel in unserem Fall bei meiner Partei also ganz kräftig gegen den Strom war. Da war Kosovo, ließ sich, also Luftangriffe im Kosovo ließen sich eher legitimieren bei den eigenen Leuten als also eben da dieser Einsatz. Und dass sozusagen diese politische Entscheidung unter größtem Risiko wirklich durchgefochten wurde, was für mich also eben in Erinnerung noch ein Beispiel ist, also von, ziemlicher politischer Führungskraft. Dann also eben zweitens, das war schon also eben im Begleitantrag also zu dem Enduring Freedom Beschluss, ein umfassender Ansatz, vom Anspruch her, vom umfassenden Ansatz, dass klar war, Terrorismus kann man nicht allein militärisch bekämpfen. Militärisches gehört dazu, aber nicht alleine. Und dann also eben auch gut gelaufen von der Wirkung her. Es hat also eben im Mai 2007 einen Anschlag gegeben auf dem Markt von Kunduz, wo 3 Bundeswehrangehörige und 7 afghanische Zivilisten zerfetzt wurden. Und danach eine große Versammlung von Rechtsgelehrten, von Lehrern, von Handwerkern und so weiter, von Studierenden, die gesagt haben, die haben eine Resolution verabschiedet und gesagt, das PRT, also das Provincial Reconstruction Team, deutsch geleitet, ist für uns so wichtig wie das Wasser zum Leben. Das haben die freiwillig gemacht. Also das war also eben sozusagen die Wirkung also eben bei der Bevölkerung. Also das war also eben, und dann also eben, ich habe ja auch mal also eben die G36-Kommission also geleitet und da haben wir auch uns angesehen, alle Gefechtssituationen. Und da ist also eben sehr deutlich geworden, einmal, gut, die Militärs wussten das auch, dass sich die Bundeswehrsoldaten sozusagen in der scharfen Seite ihres Berufes bewährt haben und gleichzeitig so deutlich dabei Rücksicht auf die Zivilbevölkerung genommen haben, wie das auch nicht also in der Fläche so üblich war. Also das ist eindeutig positiv gelaufen und deshalb also eben, wenn vom Scheitern die Rede ist, ich rede genauer von unser Scheitern im Großen. So, mit unseren meine ich das auch so, an die eigene politische Nase gepackt. Was ist nämlich schlecht gelaufen? Oder unzureichend gelaufen, das ist schon angesprochen worden, die enorme Unterschätzung der Herausforderung von Stabilisierung und so weiter in einem so komplexen, kriegszerrütteten Land und dann noch mit einer so heterogenen Staatengemeinschaft. Also 2 komplexe Welten sind da aufeinander geprallt sozusagen. Dann also eben das Zweite, auch das ist schon angesprochen worden, die ausdrückliche Strategie Armut. Die Bundesrepublik hat ein Konzept zu Afghanistan vorgelegt im September 2003, als es nach Kunduz und so weiter ging. Und dann außerdem also auch nur bezogen auf den eigenen Bereich, also deutsche Nabelschau von vornherein und nicht auf das Ganze geguckt. Und ein Land wie Deutschland muss auch auf das Ganze gucken. Sonst also eben, mir ist der Begriff im Laufe der Jahre eingefallen, wir verfechten eine Beitragsideologie. Wir sind dabei, aber machen uns wenig Gedanken, viel zu wenig Gedanken, dass das Gesamtunternehmen wirklich Aussicht auf Erfolg hat. Dann Kräfteeinsatz, sehr deutlich, ich habe das beim polizeilichen Bereich, beim Auswärtigen Amt also eben mitgekriegt, dass diese ungefähr in den ersten 8 Jahren äußerst unterausgestattet waren. Also die Bundesrepublik hatte die Leadrolle beim internationalen Polizeiaufbau. Als ich 2003 da war, waren 12, jo, schon stark. Dann also eben 2 Jahre später waren es 30.
Dann wurde also eben an Eupol 2006, 2007 weitergegeben. Das endete im Desaster also erstmal. Und die erste Bundestagsdebatte dazu hat es am 9. November 2007 gegeben, als wir bei der NATO-Parlamentarierversammlung Ärger gekriegt haben in dem Thema. Also das war also eben ein Beispiel dafür, dass die Herausforderung, ne, Polizeiaufbauhilfe, unheimlich wichtig, enorm unterschätzt wurde und ist auch nie zugegeben worden, dass man sich da also eben fürchterlich also vertan hat. Und der Knackpunkt, glaube ich, also überhaupt ist eine mangelhafte Wirkungsorientierung. Mangelhafte Wirkungsorientierung, also eben die Zielunklarheit, dann also eben die Kräfteausstattung, Mittelausstattung hatte ich genannt und dann aber eben vor allem das Berichtswesen. Und da habe ich inzwischen, also ich habe es ja selbst also eben auch im Parlament also eben mitgekriegt, dass so notorisch war eine Grundlinie Beschönigung der Lage und Warnungen, die sind abgeprallt. Ich habe es persönlich erlebt mit Kollegen ab 2006, als das Wetterleuchten also deutlich wurde vom Süden, als das nach Norden also ausstrahlte, dass das eben abgewehrt wurde und nochmal abgewehrt wurde. Das heißt, Sie haben angesprochen die Wahrheit. Es war eine strukturelle Unehrlichkeit. Das muss man sagen, Unehrlichkeit und Inkonsequenz. Das sind also so die Knackpunkte dabei. Und zusammengefasst, also eben bin ich zu dem Ergebnis gekommen, ich sagte ja vorher schon, unser Scheitern im Großen, dass der Knackpunkt bei alledem dann doch war ein kollektives politisches Führungsversagen in verschiedenen Hauptstädten, abgestuft natürlich, Kabul maßgeblich dabei, Islamabad maßgeblich dabei, Washington kräftig dabei, aber auch Berlin nicht dabei. Soweit. In Ordnung. Vielen Dank, Herr Nachtwey. Herr General Rams, Sie wollten etwas zum politischen Auftrag und den verfügbaren Mitteln sagen. Ich wollte eigentlich nur an drei Stellen oder zwei Stellen den ehemaligen Abgeordneten Nachtwey, wir haben uns ja auch in Afghanistan manchmal getroffen, bestätigen. Das Erste, was ich wirklich bestätigen kann, ist jetzt aus der Perspektive des NATO-Befehlshabers auf der operativen Ebene. Vielleicht ist das dem geschuldet, dass ich natürlich auf mein Heimatland einen besonderen Fokus gerichtet habe, auf Deutschland. Aber es war bisweilen schwierig, aus der operativen Ebene die Befehle zu erteilen nach Kabul, das ging noch, aber von Kabul dann aus in die Regionen rein. Und man hat manchmal wirklich in Brunsum gesessen, aber auch bei der Dienstaufsicht in Afghanistan selber erlebt, dass der ein oder andere Befehl, der durch die Befehlskette eigentlich durchgegangen war und damit verbindlich war, weil er ja auch entsprechend über die strategische Ebene seine Zustimmung gehabt hat, unten beim Regionalkommando Nord in einer anderen Art und Weise ausgeführt wurde als beim Regionalkommando West, Süd oder Ost. Das ist so eine Erkenntnis. Man hat da bisweilen so seinen eigenen Weg gegangen, weil man natürlich politisch in dem Zwist war, im Prinzip Operationsbefehle ausführen zu müssen, die einen Kriegszustand geregelt haben, man aber selber nicht über Krieg sprechen wollte. Zweite Anmerkung, Polizeiausbildung. Habe ich sehr intensiv verfolgt, kann ich nicht anders sagen, und möchte jetzt den Satz weiterführen, den Herr Nachtwey gerade angesprochen hat. Ab dem 1.10. des Jahres 2009 gab es die NATO Training Mission Afghanistan. Und da gehörte die Polizei mit dazu. Wir haben 4.000 Mann eingesetzt für die Ausbildung der Polizei. Ich wiederhole nochmal, wir haben 4.000 Mann eingesetzt ab 1.10.2009 für die Ausbildung der Polizei. Das waren Gendarmerie, Guardia Civil, Carabinieri und so weiter. Ein Land hat gesagt, wir machen bei dieser gemeinsamen Polizeiausbildung nicht mit. Das war Deutschland. Ich habe eine Konferenz durchgeführt zum Thema Polizeiausbildung mit dem damals verantwortlichen Mann der Europäischen Union, Kees van der Kerk. Der Kees van der Kerk wandte sich, nachdem so die ersten Einführungsvorträge von verschiedenen Leuten gehalten worden waren, an mich und sagte, Herr Rams, diese Konferenz hätten wir eigentlich schon vor fünf Jahren machen müssen. Und ich habe ihm gesagt, Februar 2010, Herr van der Kerk, ich bin erst seit 5 Monaten dafür verantwortlich. Das heißt, hier hat es eine riesen Lücke gegeben mit Blick auf die Polizeiausbildung, die man hätte zeitgerecht schließen können. Dabei will ich es bewenden lassen. Dankeschön. Herr Dr. Kamp, auch das wurde bereits angeschnitten, aber ich möchte es nochmal explizit machen. Wo sehen Sie denn Stärken des vernetzten Ansatzes in Afghanistan und wo wurden aber auch Schwächen offensichtlich?
Das glaubt man nicht. Also ich glaube, dass der vernetzte Ansatz, Comprehensive Approach, der hat ein Grundproblem, dass er natürlich, er ist nicht so schlecht, wie er gemacht wird, und er ist nicht so gut, wie er sein könnte. Die Grundidee, dass unterschiedliche Ressorts zusammenarbeiten müssen in einer Operation, die, wie gesagt, sowohl militärische als auch polizeiliche, als auch zivile, also auch entwicklungspolitische Teile beinhaltet, ist absolut evident. Sie haben beim Comprehensive, und ich glaube auch, dass man da eine ganze Menge gelernt hat. Es wird jetzt ja heute schon auch in der Bundesregierung deutlich bei vielen Operationen in vielen Bereichen wesentlich mehr comprehensive agiert als noch vor einigen Jahren. Wir haben zwei Grundprobleme. Erstens, dass Ressorts ihre Eigenheiten haben, ist in allen Ländern ein Faktum. Jeder mag Koordination, keiner will koordiniert werden. Und wir haben natürlich in Deutschland ein besonderes Problem, was man immer auch den Ausländern erklären muss. Wir sind nun mal kein Präsidialsystem, wo der Präsident wie in Frankreich sagen kann, da geht's lang und alle folgen. Sondern wir haben ein parlamentarisches System, in dem das Parlament zum Glück eine starke Rolle hat. Wir haben die sehr starke Rolle der Ministerien mit dem Bundesfinanzministerium nochmal herausgehoben. Wir haben seit Ewigkeiten Koalitionsregierungen, bei denen unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Ideen unterschiedliche Ministerien besetzen. Und rein theoretisch, in der Praxis kommt das ja nicht vor, aber rein theoretisch könnte ja so mancher Minister auch eine Entscheidung treffen, nicht weil sie Sinn macht, sondern weil sie in das politische Feld seiner eigenen Partei links, rechts, oben, unten, Mitte, wo auch immer passt. Also insofern glaube ich, dass der Comprehensive Approach hat gewisse Begrenzungen. Das sehen wir überall. Wir sehen auch in der NATO, wo wesentlich mehr Kooperation erfolgen sollte, hat man auch gelernt. NATO-EU-Kooperation, ganz wichtig, hat in Afghanistan aus vielen Gründen nicht so sehr geklappt. Jetzt in Russland übrigens klappt es sehr gut. Also ich glaube, dass Deutschland da relativ weit gekommen ist, dass wir aber gewisse Begrenzungen haben, die in unserem System liegen und die andere Länder auch haben. State Department und Pentagon sind sich auch nicht grün und gönnen sich das, halt eben oft das Schwarze unterm Nagel nicht. Dankeschön. Herr General Rams, Sie wollten ergänzen und ich bitte Sie mit Blick auf die Zeit, das kurz zu tun. Ja, ich fasse mich kurz. Herr Kamp, wenn ich das richtig weiß, ist die richtige Inkompetenz des Bundeskanzlers bisher nicht abgeschafft worden. Ist das richtig? Ich denke schon, ne? Das heißt, man kann den Ressorts dann auch entsprechende Richtlinien geben, wie man handeln soll. Wobei ich das nicht glaube, dass das ein Grundproblem ist. Sondern das Grundproblem ist, dass wir versucht haben, unser politisches Entscheidungssystem auf die Situation in Afghanistan zu übertragen. Und das war falsch. Die Bundesrepublik Deutschland hat für den Einsatz in Afghanistan von den Vereinten Nationen nie ein Mandat gehabt. Die Mandate sind konkret gegeben worden an UNAMA und sie sind konkret gegeben worden an ISAF. Das heißt, da läuteten die Glocken und diese Glocken sind bisweilen in der Bundesrepublik Deutschland auch mit der Durchführung des Einsatzes kein Schlechtmachen von Soldaten, um Gottes Willen, nicht gehört worden. Ich habe bei meinen 21 Dienstaufsichten, die ich in Afghanistan gemacht habe, sowohl in Faisalabad als auch in Kunduz, ich glaube, 7 oder 8 Mal erlebt, dass ich den Vertreter des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit dort bedauerlicherweise nicht angetroffen habe. Es war nämlich nur einer und der hatte manchmal noch Urlaub oder Dienstreise und dergleichen mehr. Und das ist ein Zustand, ich hatte vorhin von den 75-80% gesprochen, die mit dem Wiederaufbau des Landes zu tun haben und den 20-25%, die mit der militärischen Sicherheit oder Sicherheit allgemein zu tun haben. Also wenn 80% nicht existent sind, dann habe ich mit einem Comprehensive Approach eine Schwierigkeit. Oder ich bleibe lieber beim vernetzten Ansatz. Ich muss allerdings zugeben, das hat auch im NATO-Bereich nicht überall geklappt, gar keine Frage. Aber zum Beispiel die Amerikaner haben bestimmte Dinge im Comprehensive Approach angeleiert, wo ich einfach feststellen muss, Stichwort Justiz, Stichwort Strafvollzug und sonstige Dinge mehr, wo ich einfach feststellen muss, da hat die Bundesrepublik Deutschland nicht mitgemacht. Von vornherein abgelehnt. Wenn ich an die Situation denke, die ich erlebt habe, dann muss ich zum Beispiel den Türken für einen gesamtheitlichen Ansatz und den Kanadiern für einen gesamtheitlichen Ansatz ein Riesenkompliment machen. Die haben auf derselben Befehlsgrundlage gearbeitet wie die Deutschen. Sie haben es nur anders gemacht. Danke. Herr Kamp, noch mal eine Anschlussfrage.
zum Thema vernetzter Ansatz. Wenn alles klappt, wird der Deutsche Bundestag noch vor der Sommerpause zeitgleich mit dem Untersuchungsausschuss zur Evakuierungsmission in Kabul auch die Enquete-Kommission einberufen, um, Zitat, Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands zu ziehen. Ja, also genau unser Thema. Die Ergebnisse werden frühestens dann 2024 erwartet. Und Herr Kamp, welche Erwartungshaltung haben Sie an diese Kommission? Nur noch mal ganz kurz einen Satz zu Herrn Rams. Wir sind uns ja absolut einig, dass wir westliches Denken oder deutsches Denken auf eine ganz andere Situation übertragen haben. Ganz großer Fehler. Allerdings unterschätzen Sie nicht die Frustration von Bundeskanzlern und Bundeskanzlerinnen, wenn nun mal die Fraktion nicht so folgt. Und Fraktionsvorsitzende sind sehr mächtig. Die haben sie entweder sozusagen komplett unter ihrer Kontrolle oder sie haben ein großes Problem. Plus der Koalitionspartner, der das nicht immer will. Und ich glaube, dass die jetzige Bundesregierung das auch sehr stark sieht, wie schwierig es ist, die Richtlinienkompetenzen auch umzusetzen. Zum Comprehensive Approach und zur Frage Lehren aus Afghanistan. Ich hoffe, und das Versprechen ist da auch von Seiten der ehemaligen Verteidigungsministerien und der jetzigen, dass man eine sehr offene Debatte betreibt, wo all das auf den Tisch gehört, was wir heute sagen, was lange Zeit genau nicht. Es hat nie eine Evaluation des Afghanistan-Einsatzes gegeben über 20 Jahre bis heute. Jedenfalls nichts Ernsthaftes. Und insofern, und dann auch die Bereitschaft, daraus Lehren zu ziehen. Was heißt das denn für künftiges Krisenmanagement? Jetzt in Mali hat man die Entscheidung vollzogen, dass man sagt, das geht unter den obweilenden Bedingungen nicht mehr. Aber die Frage ist wirklich, es ist ja nicht umsonst, dass wir eine Interventionsmüdigkeit, eine Intervention-Fatigue in unseren Gesellschaften haben, nicht nur in der deutschen, weil kaum einer der Einsätze der vergangenen Jahre, Libyen, Mali, you name it, wirklich den, auch nur in Ansätzen den Erfolg gehabt haben, den wir uns eigentlich ihm gewünscht hätten. Also insofern wirklich, wenn ich mir eine Sache wünsche aus diesem ganzen Prozess, ist es ein Satz, Demut. Demut gegenüber dem, was erreicht werden kann. Herr Rams möchte noch. Das steht völlig außer Frage, Herr Dr. Kamp. Ich habe aber ein Problem, wenn Sie sagen, dass Sie Fraktionsvorsitzende haben, dass Sie eine Koalition haben, dass man mit dem Koalitionspartner einig werden soll. Da muss ich Ihnen eine Frage stellen. Wenn ich in der Situation heute bin, wie ich bei der Ukraine sehe, und wenn die sich möglicherweise weiter negativ entwickelt und eine 360-Grad-Bündnisverteidigung übergeht, wie soll denn derjenige, der strategische oder operative oder taktische Befehle schreibt, die Befindlichkeiten einer Koalition in den Befehlen abbilden? Das kann nicht funktionieren. Dann handelt der rechte und der linke Nachbar handeln unterschiedlich. Und das kostet auf dem Gefechtsfeld Menschenleben und Tote, damit man sich da ganz drüber im Klaren ist. Das heißt, wenn ich in einer solchen Situation bin und kriege einen Auftrag mit Billigung des NATO-Rates, wo ja möglicherweise, nein, wahrscheinlicherweise Deutschland auch zugestimmt hat, und das wird dann hinterher in den unteren Ebenen runtergebrochen und das passt dann irgendwo nicht mehr zwischen dem rechten und linken Nachbarn, dann ist irgendwas aber wirklich gründlich und nachhaltig aufgrund des politischen Systems schiefgelaufen. Und das darf nicht sein. Die Aussage gilt auch für Afghanistan. Anmerkung zu Mali. Die Franzosen haben relativ schnell entschieden, dass wir da rausgehen wollten. Wir haben dafür etwas länger gebraucht. Weil das mit dem länger brauchen scheint ja im Augenblick ein Charakteristikum zu sein. Ich glaube, wir haben gar keinen Dissens in der Sache. Natürlich geht es um politische Entscheidungen. Lassen Sie mich einen Satz sagen zu meinem persönlichen Erfahrungshorizont. Ich war Ewigkeiten Thinktanker, Präsident der BRICS, ganz viel Freiheit. Die entwickeln große Ideen und da geht's lang und da muss man, man sollte doch. Und jetzt sitze ich in einem Ministerium und sehe die Mühen des Alltags, wie schwierig es ist, solche großen Ideen wirklich in politische Entscheidungen umzusetzen. Dass da sehr viel politischer Führungswille und Führungsfähigkeit in Deutschland fehlt, wo wir eine ganze Menge nachzuholen haben, unbenommen. Da glaube ich, ist aber schon durch Afghanistan zumindest etwas passiert, aber da ist sicherlich noch Luft nach oben. Da haben wir beide sicherlich einen absoluten Konsens. Herr Nachtwey, Sie wollten darauf reagieren und wenn ich Sie bitten dürfte, auch noch Ihre Erwartungshaltung an die Enquete-Kommission zu formulieren. Ja,
Ich weiß schon bald nicht mehr, zu welchen Sachen ich das was sagen soll, aber beschränken. Ne? Und zwar also noch mal kurz zum vernetzten Ansatz. Also ich habe das ja seit dem Balkan also mitgekriegt und da also eben gelernt, keiner schafft es allein als Grundsatz. Ne? Werden ja auch alle nicken. Und nur so eben, als das als ein Mantra sozusagen hier in Berlin immer so gebracht wurde, dann war es also unheimlich schnell eine Worthülse. Und es wurde nicht mehr darauf geguckt, was notwendige Voraussetzungen sind. Und dazu gehört erstens Übereinstimmung auf der operativen Zielebene. So, allein Stabilisierung schaffen, Frieden bewahren, Quatsch. Das ist also keine gemeinsame Basis sozusagen, sondern auf der operativen Ebene muss da also eben was kompatibel zusammenpassen. Und das Zweite, ausgewogene Mittel dabei. Ich habe das vorher so angedeutet, also eben, dass das höchst unausgewogen war. Das sind notwendige Voraussetzungen, dass es sonst immer noch unheimlich schwierig ist, umzusetzen, völlig klar. Wir haben ja also eben zum Beispiel bei den PRTs, bei der Führungsebene, 2009 habe ich ein erstes Seminar für das Führungspersonal gemeinsam mal mitgekriegt. Dann ist das so abgegeben worden und haben es andere, dann ist es wieder sein gelassen worden. Ich habe es bei den Holländern erlebt. Gut, die haben jetzt in dem Bereich nur zwei Ministerien, da ist es was einfacher. Aber ich habe es in Uruzgan erlebt. Da hatte ich den Eindruck, dass da der Comprehensive Approach ziemlich vorbildlich praktiziert wurde. Das waren die Holländer. Ne? Die waren die Holländer, ja. Und das hat sich dann niedergeschlagen, Entschuldigung, ich komme aus Münster, beim Deutsch-Niederländischen Chor, wo der General van Loon Pionier war, also eben für den Ansatz, und zwar beim Üben und nochmal üben. Richtig. Und gucken sich die Übungskultur also eben hierzulande dazu an. So, das war ziemlich viel zu dem ersten Punkt, das andere also weniger. Enquete-Kommission, Wunderpunkt also eben bei mir, was nämlich diese Evaluierung angeht. Also ich habe nämlich, ich habe das vorher schon mal angesprochen, 2009 mit dem Wetterleuchten, da angefangen mit der Forderung Überprüfung und Richtung Evaluierung. Ja. Und eben bis zu meinem Ausscheiden und danach, also eben bis zum vorvorigen Jahr, immer abgewehrt. Also es war eine notorische, was ich vorher sagte, also eben Wirkungsorientierung. Nein, das war es eben nicht. Das interessierte nicht. Es würde jetzt zu weit führen, dass ich jetzt noch erklären würde, was meiner Meinung nach der Hintergrund war. Das würde jetzt wirklich zu weit führen, sage ich hinterher also beim Stehempfang. Dann war eben Enquete-Kommission dabei nicht vergessen, die Ressorts. AA, BMI und BMZ haben inzwischen mit Ressort-Evaluierung angefangen, mit einem ausführlichen Konzept, mit gewissen Einschränkungen. Erstens, ab 2013 bis 2021, das heißt also eben der ganze Zeitraum, wo die entscheidenden sozusagen Weg, also wo die Weichenstellungen gefasst wurden, fällt ganz raus. Also mit der Polizei, das fällt dann gar nicht mehr auf, dass man vorher daneben lag. Clever Lösung. Und dann also eben das andere, ausdrücklich nicht die politisch-strategische Ebene. Ich habe vorher gesagt, dass da auf der Ebene nicht die einzigen, aber die entscheidenden Fehler gemacht wurden. Das fährt da aus. Also insofern also eben ist dann die Enquete-Kommission umso wichtiger. Problem allerdings also eben dabei, Sie sagen 2024 für die Soldaten, die da waren, die also eben da verwundet wurden, Kameraden verloren haben, für die ist das natürlich sowieso, wenn die so ein dickes Enquete-Kommissionspapier kriegen, das geht sowieso daran vorbei. Deshalb ist die andere Herausforderung, glaube ich, für die Truppe auch noch, unmittelbare Nachbereitung davon in den Verbänden, die viele so auch mit Afghanistan zu tun hatten. Das müsste jetzt laufen, aber ist jetzt auch dann durch Ukraine wieder was verdrängt worden. Ist das denn dann Absicht, das erst ab 2013 oder 2014 zu machen? Bitte? Ist das dann Absicht, ab 2013 erst anzufangen? Denn danach haben wir ja keine Verluste mehr gehabt, nach meinem Kenntnisstand. Das macht die Entschuldigung, Sache. Da macht also das Verteidigungsministerium macht aus guten Gründen da nicht mit. Sehr gut. Und baut dann also eben auf die Enquete-Kommission. Dann sollte das Kanzleramt dem Verteidigungsminister in dieser Richtung den Rücken stärken. Ja. In Ordnung. Nehmen Sie das mit? Ich versuche es. In Ihre Aufgabe, meine ich. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie möchten, können Sie jetzt Ihre Fragen stellen. Und ich würde Sie wie immer bitten, von längeren publikationswürdigen Kommentaren abzusehen und Ihre Frage kurz und präzise zu stellen. Ja? Okay, in Ordnung. Ich sehe eine erste Frage hier vorne, bitte. Ja, da gibt es ein Mikro. Mein Name ist Wolfgang Götze, ich bin Sektionsleiter Ulm. Mich würde interessieren,
Herr Nachtwey zunächst einmal angesprochen. Was passiert mit den Organisationen aus Deutschland, die ja wohl in Afghanistan immer noch dort Unterstützung leisten? Punkt 1. Punkt 2. Was passiert mit den Geldern, die ja von der Bundesrepublik Deutschland immer noch in das Land fließen? Und die Frage an alle drei, inwieweit schätzen Sie denn die Situation ein, dass die Taliban sich jetzt erstmal mit dem IS auseinandersetzen müssen? Dankeschön. Die erste Frage war dann noch, wie war die? Können Sie die erste Frage noch mal? Die erste Frage, die habe ich nicht. Inwieweit deutsche Organisationen dort noch Hilfsprojekte. Okay, ja. Es gibt also eben noch, jetzt abgesehen von internationalen Organisationen und auch internationalen Roten Kreuz, UNHCR, World Food Program, die da wichtige Arbeit also im Rahmen dieser wahnsinnigen Hungerkatastrophe dann leisten, aber auch noch etliche einzelne deutsche Organisationen, nicht die offiziellen Entwicklungsorganisationen, GITS und so weiter, die also eben nicht, aber zum Beispiel Afghanistan-Schulen, zum Beispiel Kinderhilfe Afghanistan von IRIS, dann also eben Afghanischer Frauenverein, Freundeskreis Afghanistan, das sind also eben deutsche Entwicklungshelfer aus den 1970er Jahren. Und die, ich habe gestern also eben noch da Kontakt gehabt, und bei denen ist es so, dass die am Boden, also einmal die sind über Jahre und Jahrzehnte da gut verankert in der Bevölkerung, werden von der Bevölkerung wirklich unterstützt und von mehreren gehört. Taliban sind da vorbeigekommen, haben sich das vorstellen lassen, fanden das gut, macht weiter, an mehreren Stellen gelaufen, sodass die da so eben tatsächlich was arbeiten können. Es hat dann also bei Afghanistan-Schulen dann also eben, Sie haben das mitgekriegt, im März dann das Dekret aus Kabul gegeben. Es war ja beabsichtigt, die Schulen dann auch wieder sozusagen die Oberstufe, Sekundarstufe 2 sozusagen für die Mädchen zu öffnen, was es ja in einzelnen Provinzen schon gab, zum Beispiel in Balk und so weiter, da war das ja schon so. Und dann ist das gekippt worden kurzfristig wegen Haqqani. Und dann aber eben hat es an der Basis da oben im Nordwesten, Maimane und so die Kante, hat es tatsächlich Widerspruch gegeben, Wut auch bei den Eltern. Und dann hat sich der örtliche Taliban nach oben sozusagen durchgesetzt und die sind jetzt wieder frei. Sogar drei Frauenzentren können da arbeiten. Das ist jetzt keine flächendeckende Aussage, da haben wir auch keine flächendeckende. Aber trotzdem, oben ist das eine und unten gibt es andere. Und diese Initiativen, die zumindest für, das kann man sagen, einige 10.000 Leute, also eben schon segensreich was machen, die über die Runden bringen und so weiter, das sind meiner Meinung nach Hoffnungsinseln, also eben in dem Land. Und dann die Gelder, die fließen direkt also eben an die Taliban eindeutig nicht, aber also eben, ich sagte vorher schon, die internationalen Organisationen und auch also eben diese Nichtregierungsorganisationen, die ich nannte, die kriegen dann von Miserior, vom BMZ und so weiter dann auch Gelder. Und schließlich also eben, was die Front mit IS angeht, das ist in der Tat also eine äußerst gefährliche Entwicklung, weil sich nämlich im letzten Jahr herausstellte, im Unterschied zum Vorjahr, im Vorjahr hat es eine zweistellige Zahl von Anschlägen von IS gegeben, im letzten Jahr am Ende über 300 und inzwischen fast in allen Provinzen. Und in den letzten Wochen, das dringt jetzt bei uns kaum noch durch, gab es also eben erhebliche Anschläge, fast immer gegen Moscheen am Freitag. Und das ist ja die Taktik oder die Strategie also eben gerade von IS. Vielleicht dazu eine Ergänzung als Hilfsanmerkung, wenn man die Presse liest und wenn die Presse noch über diese Dinge berichtet. Wenn dort steht, dass fast ausschließlich schiitische Moscheen oder Schiiten angegriffen worden sind, kann man zu nahezu 100% darauf ausgehen, dass dieses Anschläge des IS sind. Ja, in Ordnung. Gibt es weitere Fragen von Ihnen? Ich sehe hinten rechts, Paul, oder ja, da ist ein Mikro. Ich habe eine Frage, die mich sehr bewegt, und die möchte ich an Sie gerne weitergeben. Das, sagen wir mal, unfreundliche Kopfnicken des Westens bei der Annexion der Krim
Das Desaster haben wir es genannt in Afghanistan. Sind das nicht zwei Elemente, die uns den Überfall Russlands auf die Ukraine beschert haben, insbesondere dieser etwas überstürzte Abzug aus Afghanistan, eigentlich der Zünder, der Katalysator war für diese Aktion? In Ordnung, vielen Dank. Vielleicht Herr Kamp? Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass die Dinge nur sehr bedingt miteinander zu tun haben. Sicherlich. Ich glaube, was das Hauptproblem ist, dass Sie bei Putin und auch bei der chinesischen Regierung ein über Jahre gewachsenes Gefühl erzeugt haben, dieser Westen ist schwach, er ist zerstritten und da tragen eine ganze Menge Dinge zu bei, die schwache Reaktion auf die Krim, der Abzug aus Afghanistan, den ich persönlich übrigens in der Sache für gerechtfertigt halte. Die Art, wie es gemacht wurde, war mit Sicherheit eben zu verbessern, aber da stellte sich schon die Frage nach throwing good money after bad, wenn eine Gesellschaft oder ein Land die Hilfe nicht mehr annehmen möchte, dann macht es auch keinen Sinn, das aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube nicht, dass man so eine direkte Linie ziehen kann von Krim, Afghanistan, Russland. Und es zeigt ja übrigens auch, dass sich Herr Putin, wenn er diese Linie gezogen hätte, dramatisch verschätzt hat. Denn dieser Westen ist gar nicht so zerschritten. Aber das ist etwas, was im nächsten Panel diskutieren werden. Korrekt. Da jetzt bitte nicht zu stark drauf eingehen. Ja. Ich würde auch diese Frage in das nächste Panel verweisen, wobei ich dann aber sagen möchte, dass ich damit nicht mit der Krim anfangen würde, sondern da gibt es ja noch ein paar Ereignisse vorher, seit 2002, wo wir den Präsidenten Putin haben gewähren lassen, aber mehr jetzt in diesem Zusammenhang nicht dazu. Herr Dr. Kamp, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Thema Abzug für gerechtfertigt. Wir haben im Jahre 2009, 2010 möglicherweise eine politische Weiche falsch gestellt mit Blick auf Afghanistan. Wir hatten 2010, 11, der Nachtwey möge mir widersprechen, relativ niedrige Zahlen an zivilen Verlusten, an eigenen Verlusten und dergleichen mehr, weil wir damals 149.000 Soldaten in Afghanistan gehabt haben, die für die Stabilität entsprechend gesorgt haben. Mit dem vom Präsidenten Obama, wenn ich das richtig erinnere, am 9.12. des Jahres 2009, da war er gerade 8, 9 Monate im Amt, angekündigten Verstärkung für Afghanistan, die er dann auch durchgeführt hat, aber gleichzeitig auch die Ankündigung, dass er diese ab 2012 wieder abziehen würde, haben wir damals gesagt, alle Militärs, ob das McChrystal war, ob das Rams war, ob das David Petraeus war, wir haben alle dafür gekämpft, dass über solche Abzugsentscheidungen lageabhängig entschieden wird. Richtig. Nein, es sind viele auf diesen Punkt Abzug ab 2011, 12 aufgesprungen, haben das auch für sich selber aus innenpolitischen Gründen übernommen. Und damit hat Innenpolitik im Prinzip das Geschehen in Afghanistan dominiert. Nicht afghanische Innenpolitik, sondern amerikanische oder deutsche oder Innenpolitik aus anderen Ländern. Und das war falsch. Von daher, Sie mögen recht haben, am Ende der Operation Resolute Support mag der Abzug gerechtfertigt gewesen sein, wobei er in dieser Art und Weise auch mit Blick auf Korruption der afghanischen Regierung und dergleichen mehr eine Entwicklung genommen hat, die ist zumindest nicht von allen so erwartet worden, obwohl sie mal von drei Deutschen in Berlin, wenn ich das richtig erinnere, 2020 vorgetragen worden war, diese Option. Aber das ist eine Situation gewesen, die hat sich aus dem anderen ergeben. Das heißt also eine Konsequenz daraus, dass wir im Prinzip ab 2011, 12 runtergefahren haben und damit in Resolute Support, ich sage das jetzt ein bisschen drastisch, reingeschlindert sind. Und wir dürfen auch da nicht vergessen, da gab es erst eine bestimmte Stärke, die ist zwei Jahre später, 2016, wieder aufgestockt worden auf 16.000 Soldaten, weil man eigentlich im Jahr 2015 gemerkt hatte, mit der geringen Anzahl Soldaten geht es nicht. Auch das Konzept Resolute Support, was da vorgelegen hatte, nämlich die Speichen zurückzubauen auf die Narbe, ist um Jahre verlängert worden, weil es nicht funktioniert hat. Da muss man auch ganz deutlich sagen. Das sind Tatsachen, an denen man nicht vorbeikommt und die auch, Stichwort Enquete-Kommission, in der Enquete-Kommission durchleuchtet werden müssen, ob das die richtigen Schritte gewesen sind. Aber auch da, glaube ich, müssen wir uns über eine Sache einig sein. Natürlich sind alle diese Entscheidungen, gerade über militärischen Aufwuchs und dann Surge und dann wieder runter vom Surge, war keine klare strategische Linie. Da sind wir uns, glaube ich, absolut einig. Allerdings, letztendlich, like it or not, all politics are local.
Und wenn am Ende die Biden-Administration sagt, unser Steuerzahler ist nicht mehr bereit, wie zu Spitzenzeiten, ich sagte eben die Zahl, 300 Millionen Dollar pro Tag zu geben, dann kriegen sie das nicht mehr durchgehalten. Und insofern glaube ich, dass die politische Entscheidung, sie mag nicht richtig gewesen sein, sie mag auch nicht, aber wie gesagt, da sind wesentlich früher Fehler gemacht worden, aber letztendlich, wenn ihr Wahlvolk und ihr Parlament nicht mehr bereit ist, die Mittel zur Verfügung zu stellen, und das war in den USA der Fall, dann können sie eine solche Operation nicht mehr machen und dann zählt in der Tat die amerikanische innenpolitische Lage mehr als die afghanische. Herr General, Moment, Herr Nachtwey zerreißt es gleich. Also erstmal ist also diese Entscheidung für den angekündigten Rückzug vor der großen Anstrengung, das war also eben eindeutig, zeigte den Vorrang innenpolitischer Erwägungen. Das also eben ganz eindeutig, das ist ja nicht selten also dabei, aber dass das also eben nicht anders möglich gewesen wäre, würde ich bestreiten. Das Auffällige war nämlich, also bei der innenpolitischen Opposition, also gegen den Afghanistan-Krieg, das war keine große Bewegung. Es hat Zweifel gegeben, berechtigte Zweifel gegeben, vor allem wenn denen unehrlich geantwortet wurde, kein Wunder. Aber trotzdem wäre sozusagen da auf der politischen Führungsebene, einschließlich auch Bundestag, hätte man sich mit dem Konflikt selbst genau eben beschäftigt, und hätte man dann eben auch den Sachverstand, also derjenigen, die sich da auskennen, einschließlich der Militärs, gehört. Das war ja einmütig, weil angekündigt, der Abzug, ja, die brauchen ja nur abwarten. Und Weckerstellen haben wir gesagt. Also insofern wäre es also eben mit politischem Führungswillen, glaube ich, auch möglich gewesen, was anders zu fahren. Und dann aber eben etwas, was also auch in der deutschen Öffentlichkeit praktisch nicht wahrgenommen wurde, das gibt es nämlich auch, Kollateralschäden von Abzug. Und zwar insofern, ab 2014, als ISAF ja praktisch schon nicht mehr da war, ging die Zahl also der Zivilopfer um 20% höher. 20%. Und wenn man bedenkt, ist richtig, dass sozusagen, wenn es Zivilopfer gibt, also eben durch Bombenabwürfe und so, dass dann also eben Widerspruch und Empörung gibt, ja klar. Aber diese Art von politisch verursachten Riesenkollateralschäden ist nie thematisiert worden. Meine Herren, um zur Abschlussfrage zu kommen, um das vielleicht nochmal zu destillieren, was wir hier gesagt haben. Und die Frage geht jetzt an jeden Einzelnen von Ihnen. Was ist für Sie die wichtigste Erkenntnis, die man zukünftig für das internationale Krisenmanagement herausziehen muss aus 20 Jahren Afghanistan? Herr Nachtwey. Ich sage da nichts Neues, und zwar erstens ein sorgfältiges, vertieftes Konfliktverständnis. Man glaubt gar nicht, wie viel sich eindrucksvolle Mächte da völlig verschätzt haben. Nicht einfach nur Überraschung. Briten in Helmand zum Beispiel, wo man denken sollte, boah, die kennen sich da also mit der Kolonialgeschichte aus und was da also eben gebaut wurde. Ne? Ja. Schweigen wir drüber, ne? Ja. So, und das andere, hatten wir 10 Punkte aufgeschrieben, aber ich will die Sache hier nicht sprengen, aber die andere Sache ist wirklich die Wirkungsorientierung, dass mit einem solchen Einsatz Wirkung erzielt werden soll und nicht als erstes, das habe ich ja früher bei manchen anderen Einsätzen gehört, ja, die deutsche Fahne soll dabei sein, sozusagen. Das kann auch ein also eben berechtigtes Interesse sein, aber trotzdem, das reicht nicht. Der Einsatz soll im Sinne des Auftrages wirklich was bewirken. Und das ist durchzudeklinieren im Konzept, in der Strategie, kohärente Strategie, Mittelausstattung und so weiter und so fort. Das ist also elementar. Und da das ja das letzte Wort ist, ne, deshalb also eben noch eins dazu, bei dem Kritischen, was ich gesagt habe, eben unser Scheitern im Großen, aber ich habe aber Hunderte, vielleicht auch eine vierstellige Zahl von Bodenpersonal mitgekriegt, von dem aus Deutschland entsandten Bodenpersonal. Mhm. Und da kann ich sagen, die waren gut, die waren richtig gut. Also Sie kennen ja diesen Satz von Frau Käßmann, nichts ist gut in Afghanistan. Und ich sage, die waren gut in Afghanistan. Dankeschön.
Herr General Rams, selbe Frage. Ich habe dem, was der Herr Nachtwey gesagt hat, im Prinzip nichts hinzuzufügen, außer vielleicht einem Punkt. Jetzt gucke ich ein bisschen nach vorne, weil wir ja eine Schwerpunktverlagerung haben in Richtung der Landes- und Bündnisverteidigung, muss der Satz sich eingraben bei unseren Politikern, wir haben nur ein Kräftedispositiv und wir müssen beide Aufgaben aus diesem einen Kräftedispositiv lösen können. Da ist, glaube ich, der höherewertige Teil mit Blick auf die Ausrüstung, Ausbildung, Ausstattung und dergleichen mehr das Thema Landes- und Bündnisverteidigung. Das heißt, der andere Teil, weltweite Einsätze, Stabilisierungseinsätze, müssen sich diesem Thema unterordnen und müssen sich aus demselben Kräftedispositiv rekrutieren. Das ist nach meiner Auffassung möglich, weil es zum Teil auch eine etwas andere Ausbildung verlangt, weil im Regelfalle die Ausbildungszeiten für derartige Kriseneinsätze deutlich, die Vorbereitungszeiten deutlich länger sind als beispielsweise bei dem Thema Landes- und Bündnisverteidigung. Das ist eigentlich ein Grundsatz gewesen bis Mitte der 2000er Jahre und es ist letztendlich mit der Entscheidung im Jahre 2011, ich wiederhole, 2011, nachdem das neue strategische Konzept der NATO die Landes- und Bündnisverteidigung wieder hochgehoben hatte, in Deutschland anders entschieden worden. Eine derartige Fehlentscheidung darf uns nicht wieder passieren. Dankeschön. Herr Dr. Kamp. Ja, eigentlich das, was gerade gesagt wurde, in vier Punkte zusammengefasst. Einmal Klarheit über das Ziel. Was will ich eigentlich erreichen mit meiner Mission? Zweiter Punkt, Realismus bezüglich des Erreichbaren, auch mit Blick auf die Kosten. Ganz wichtig, was gerade Herr Rams sagte, wir werden in Zukunft Stabilisierungskräfte nicht mehr aus den Kräften für Landes- und Bündnisverteidigung nehmen können, was wir in der Vergangenheit eben gemacht haben. Dritter Punkt, ganz entscheidend Regionalkompetenz. Dass ich überhaupt weiß, dass ich mich halbwegs auskenne, dass ich Experten habe, die wissen, wie es in dieser Region ist und was man da eigentlich tun kann und was man nicht tun kann. Und letztendlich die Bereitschaft zum Abzug und zur Beendigung einer Mission, wenn die vorherigen Punkte nicht erreicht werden können, wenn man einfach merkt, wir erreichen das Ziel nicht. Insofern glaube ich für mich, dass Mali da überfällig war. Dankeschön. Meine Herren, wir sind am Ende angekommen, liebes Publikum. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Herrn Nachtwey, Herrn General Rams und Herrn Dr. Kamp für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Wir haben es geschafft, eine Punktlandung durchzuführen. Darüber freue ich mich auch. Und jetzt gibt es eine kurze Kaffeepause und 17.40 Uhr wird es dann weitergehen. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wir machen jetzt einen großen Sprung in der Zeitenwende und kommen jetzt zu dem Konfliktfeld, das uns ja tagtäglich aus der Zeitung bekannt ist, in, ich sag mal ganz allgemein, in Mittel- und Osteuropa. Es ist ein großer Sprung von Afghanistan dahin und ich muss nochmal sagen, das Panel 1 fand ich ganz toll, war hochspannend und wir alle müssen uns ordentlich anstrengen, dass wir da Schritt halten können. Aber ich glaube, das wird uns gelingen. Ich denke mal, die Ausgangslage ist eigentlich unumstritten. Die Ukraine ist Opfer einer rechtswidrigen Aggression seines Nachbarn Russland. Wir selbst, mit wir meine ich Deutschland insbesondere, aber auch die westliche Welt und ich denke mal auch die internationale Staatengemeinschaft, haben größtes Interesse, dass, ich drücke es mal so aus, dass die Ukraine nicht verliert. Aber natürlich wollen wir aus guten Gründen auch vermeiden, neben einer Eskalationsvermeidung auch vermeiden, selbst Kriegspartei zu werden. Das ist sozusagen der große Hintergrund. Das alles ist jetzt nicht einfach, völlig klar, aber damit wir es ein bisschen einfacher machen hier heute Nachmittag in unserer Diskussion, helfen mir jetzt auf dem Podium zum einen Herr Dr. Rudolf Adam, zu meiner Rechten. Er ist oder war von Beruf Diplomat. Er hatte auch gerade Verwendungen, die für unser Thema von ganz zentraler Bedeutung sind. Er war Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes. Er war Präsident der BACS. Und er war Gesandter in Moskau und in London. Und er schreibt auch sehr häufig, unter anderem auch für die Ihnen allen bekannte Zeitschrift Cicero. Daneben Herrn Dr. Karl-Heinz Kamp brauche ich nicht nochmal vorzustellen. Sie kennen ihn aus dem Panel 1. Ich will nur noch einmal betonen, dass auch er Präsident der BACS war. Und damit sehen Sie, haben wir
gemeinsam hier, wir drei, mehr als 10 Jahre Wachserfahrung hier auf dem Buckel. Wir könnten fast sowas wie ein, ja, wie ein Präsidententreffen hier machen, aber haben heute natürlich Wichtigeres zu tun. Und damit ist es aber noch nicht genug mit der BAX-Erfahrung hier auf diesem Podium, denn auch Frau Dr. Margarete Klein ist eine Alumna der BAX. Sie war Teilnehmerin in dem halbjährigen Seminar für Sicherheitspolitik in der Zeit, als ich das große Vergnügen hatte, dort Präsident zu sein. Und heute ist sie Forschungsgruppenleiterin der Stiftung Wissenschaft und Politik mit dem Schwerpunkt Osteuropa und Eurasien. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, da ist sie eine der profiliertesten Analystinnen dieser Region. Und dann schließlich hilft uns noch Brigadegeneral Rainer Schwalb, auch ein Vizepräsident der GSP. Er war mehr als 6 Jahre, was außergewöhnlich ist, aber glaube ich für uns heute insbesondere ein Segen ist, mehr als 6 Jahre deutscher Verteidigungsattaché in Moskau. Also wenn einer weiß, wie russische Streitkräfte ticken, dann ist es er. Ja, ich möchte eigentlich Sie jetzt ein bisschen überfallen mit einem ganz kurzen Videospot auf Anregung von Herrn Adam. Es ist ein sehr extremes Beispiel, was Sie jetzt gleich sehen. Vielleicht nicht ganz repräsentativ, das kann ich nicht beurteilen, aber zumindest bezeichnend dafür, wie in Russland derzeit mit Blick auf den Krieg in der Ukraine Stimmung gemacht wird. Es handelt sich um einen ganz kurzen Spot eines russischen TV-Moderators, sehr, sehr bekannt, war auch heute in der Frankfurter Allgemeinen noch einmal kurz dargestellt, Wladimir Solovyov. Und man kann ihm durchaus eine gewisse Rolle als Sprachrohr in der russischen Propaganda unterstellen. Können Sie das mal einspielen? Halten Sie sich fest. Путин вам сказал, инфраструктуру НАТО на границе 97 года, ядерное оружие в те страны, которым оно принадлежит. И если вы считаете, что мы остановимся на Украине, подумайте 300 раз. Напомню вам, что Украина – это всего лишь промежуточный этап в обеспечении стратегической безопасности Российской Föderation. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das repräsentativ ist, aber es ist zumindest mal durchaus unter die Haut gehend, um es mal so auszudrücken. Und deswegen würde ich gleich mal hier einsteigen, Herr Adam. Im Prinzip ist das, was wir jetzt gerade gehört haben, liegt ja auch so ein bisschen auf der Linie Putins, die er auch schon mehrfach, zuletzt etwa vor einer Woche in St. Petersburg, ja etwa mit blitzschnellen Antwortschlägen gedroht hat, die man so in der Geschichte noch nicht erlebt habe. Ja, wie ernst ist es eigentlich zu nehmen? Ist das wirklich so? Heißt das, dass die Ukraine nur eine Zwischenstation ist? Oder mal anders ausgedrückt, was sind denn eigentlich die eigentlichen Ziele Putins? Was treibt ihn eigentlich an? Wenn ich diese Frage beantworten könnte, säße ich nicht hier. Ich weiß nicht, was Putin antreibt. Ich kann nur sagen, die Frage, ob Putin rational agiert oder nicht, ist in meinen Augen falsch gestellt, weil die Frage der Rationalität von der Realitätswahrnehmung abhängt. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie unbesiegbar und unverletzlich sind, dann operieren Sie in einem anderen realen Spektrum, als wenn Sie Ihre eigenen Verwundbarkeiten kennen, was ich im Moment glaube, in Russland entdecken zu können, aber ich glaube, das kann Herr Schwalb und Frau Klein viel besser beurteilen, ist ein Nationalchauvinismus, die Engländer würden sagen Jingoismus, der die eigene Verletzlichkeit herunterspielt und die eigenen Möglichkeiten, kriegerischen Möglichkeiten, andere Länder zur Erfüllung des eigenen Willens zu zwingen, überschätzt. Und dabei sind wir bei dem Punkt, den ich eigentlich machen möchte. Wir sollten wieder etwas mehr Clausewitz lesen. Wir diskutieren über Waffen, schwere Waffen, Flugzeuge oder so etwas. Waffen sind Mittel zum Zweck.
Die Frage ist, und das ist ja gerade eben in dem Panel wunderbar immer wieder betont worden, was ist unser strategisches Ziel? Und darüber gibt es meiner Meinung nach zu wenig Reflexion. In meinen Augen gibt es drei Optionen, wie dieser Krieg irgendwie zu Ende gehen kann. Das lässt sich dann noch im Einzelnen ausbuchstabieren, aber lassen Sie mich diese drei Extremoptionen Ihnen kurz vortragen. Das Minimum, meiner Meinung nach, muss das Überleben einer lebensfähigen, selbstbestimmten Ukraine sein. Das bedeutet Kiew und Odessa, Zugang zum Meer für dieses Land. Wenn es Russland gelingt, Odessa zu erobern und die Südküste abzuschneiden und die Ukraine zu einem landlocked country zu machen, dann wird das für die Ukraine sehr weitreichende ökonomische und andere strukturelle Folgen haben. Das wäre also in meinen Augen das Minimum. Das zweite wäre die Rückkehr zum Status quo ante vom 23. Februar. Dafür gibt es eine Menge moralischer, politischer Gründe. Die Frage ist, ob sich das durchsetzen lassen kann, ob wir die Mittel dazu haben, ob wir den Willen dazu haben, ist eine zweite Frage. Nach den Äußerungen von Lloyd Austin in Rammstein habe ich den Eindruck, dass die Amerikaner zumindest diesen Willen haben. Nur, ich gebe eines zu bedenken, das, was die ukrainischen Streitkräfte bisher begünstigt hat, nämlich in der Defensive zu sein, wird sich dann genau umkehren. Denn dann werden die ukrainischen Streitkräfte eine Offensive vortragen müssen gegen russische Streitkräfte, die sich in den von ihnen besetzten Gebieten eingraben. Und ob die ukrainischen Streitkräfte das leisten und ob sie es auf der ganzen Front leisten, das kann ich nicht beurteilen. Das müssen militärische Fachleute beurteilen, auf deren Rat ich glaube, ich die Politik besser hören sollte, als sie das bisher getan hat. Und dann gibt es natürlich noch die letzte Extremoption, die, wie jetzt gerade neulich aus Kiew zu hören war, offenbar in Kiew ernsthaft ventiliert wird, und das ist die Rückkehr zum Status quo ante vom Februar 2014. Das heißt, die Rückeroberung des Donbass und der Krim. Ich will jetzt nicht begründen, warum ich das für utopisch halte. Ich halte es für mit Sicherheit für das beste Rezept, dass aus diesem Krieg ein militärischer, globaler Krieg wird. Denn wir sind bereits, und das sage ich bewusst provokant, wir sind bereits in der Anfangsphase des Dritten Weltkriegs. Nicht mit militärischen Mitteln. Aber wir haben in Rammstein gesehen, 43 Nationen, darunter Japan, Korea, Australien, Neuseeland, Israel, Kenia, haben sich versammelt und haben gesagt, wir wollen, dass die Russland bekämpfen in diesem Konflikt. Wir machen das im Moment noch mit Wirtschafts- und Finanzsanktionen. Nur, hier gebe ich wieder zu bedenken, Sanktionen sind Mittel zum Zweck. Ihr Zweck ist, später einmal wieder aufgehoben zu werden, weil unser Gegner das macht, was wir wollen. Und hier kann ich nur das wieder betonen, was Herr Nachtwey immer wieder betont hat, gerade eben. Wir müssen ein strategisches Ziel setzen und dann müssen wir selbstkritisch nachprüfen, erreichen wir dieses Ziel, ist unser Mittelansatz korrekt? Und da bin ich auf Seiten von Herrn Kamp, wenn wir sehen, dass unsere Mittel, Klammer auf, oder unser Wille, Klammer zu, nicht ausreicht, dann müssen wir unsere Ziele herabstufen. Entschuldigung, jetzt bin ich etwas länger. Ja, wir kommen ja sicherlich heute auf dem Panel noch dazu. Also in der militärischen Lagebeurteilung sind wir Militärs ist immer so gewohnt, dass wir mit der Feindlagebeurteilung anfangen und auch fragen, was sind eigentlich die Absichten des Gegners? Und da wäre meine Frage schon noch einmal, ist es tatsächlich so, dass das alles sozusagen auf die Ukraine jetzt bezogen ist, zumindest mal kurzfristig, zweifellos, aber auch mittel- und längerfristig? Oder gibt es eben doch Ziele, Absichten, Ambitionen dahinter, die weit über die Ukraine hinausreichen? Aber wir kommen da vielleicht jetzt so in der nächsten Stunde nochmal darauf zu sprechen. Frau Klein, in dem Zusammenhang aber nochmal die Putins Rhetorik mit Blick auf die russische Bevölkerung. Also ich sage mal so, Putin hat da wahrscheinlich
drei Fronten, denen er begegnet. Einmal die Front, die militärische Front in seiner Streitkräfte in der Ukraine, zum anderen die Front, die sozusagen die internationale Front mit Blick auf Sanktionen und dann aber die dritte Front im Inneren. Die Front in der Frage, die seinen Machterhalt, seine Reputation im Inneren betrifft. Wie wird denn das seine Narrative und seine, das, was er bisher gemacht hat, in der russischen Bevölkerung aufgenommen? Wie stark schätzen Sie seine Stellung zu Hause denn wirklich ein? Also nach den Meinungsumfragen, sowohl denen, die staatsnahe Meinungsumfrageinstitute machen, als auch Nevada, ein unabhängiges Institut, ist die Zustimmung erstmal sehr, sehr hoch. Also 81% zu den Tätigkeiten des Präsidenten. Dann war es im letzten Monat 83% zu der Spezialoperation, die ja nicht Krieg genannt werden darf. Der Wert ist jetzt bei 74%. Und bei der Frage, ob das ein Erfolg wird, auch eine deutliche Mehrheit. Jetzt muss man natürlich sagen, man muss das in den strukturellen Kontext einbinden, diese Meinungsumfragen. Und das eine ist, man darf die Frage nach dem Krieg gar nicht stellen. Wäre interessant, wie die beantwortet werden würde, denn es ist ja nur eine Spezialoperation. Und das Zweite ist, es gibt keinerlei freie mediale Öffentlichkeit mehr. Im Zuge dieses Krieges sind Echo Moskwy, Nova Gazeta oder Dosch TV quasi platt gemacht worden. Instagram, Facebook sind nicht mehr zugänglich. Jeder, der sich noch informieren will, braucht einen VPN-Zugang. Schwierig, weil Mastercard und VisaCard nicht mehr wirklich funktionieren in dem Land. Also es ist schwierig, sich eine freie Meinung zu bilden. Dann findet es in einem Kontext statt, wo die russische Führung eine unwahrscheinliche Repressionswelle durchgeführt hat, wie wir sie in der Vergangenheit noch nie gesehen haben. Rückwirkend sind Gesetze verändert worden für Demonstrationen. Für den Begriff Krieg gibt es eine Strafe. Für die Diskreditierung der Streitkräfte oder Falschinformationen über die Streitkräfte 15 Jahre Haft als Drohung. Das heißt, wir haben am Anfang Demonstranten gesehen, die mit diesem Hashtag Нет войны, also Nein zum Krieg, auf die Straße sind. 15.000 mittlerweile verhaftet worden. Viele, die kritisch sind, haben das Land verlassen, nicht unbedingt Richtung EU, sondern Richtung Georgien, Armenien, wo es leichter ist wegen Visafragen, aber auch wegen Impfzertifikaten und so weiter. Also das Braindrain, der aus dem Lande herausgeht. Von dem her ist es schwierig, das zu kalibrieren. Es gibt einen amerikanischen Forscher, der hat so neulich die Untersuchung gemacht und gesagt, vor 10 Jahren konnte man noch sagen, die Umfragen sind so ungefähr das, was es widerspiegelt. Jetzt geht er davon aus, dass man deutlich nach unten gehen muss, ohne zu wissen genau, wie stark. Also wir können davon ausgehen, es gibt eine Mehrheit, weil sie in diesem Kontext sich so informiert, wie sie sich informiert. Aber sie wird nicht so hoch liegen. Und wenn wir jetzt eher so ein bisschen hingehen, was hören wir so aus dem Land heraus, so anekdotische Evidenz eher. Das eine sind, viele, die am Anfang kritisch waren, sind auch enttäuscht über ukrainische Äußerungen dahingehend, dass alle Russen jetzt Feinde sind. Sie fühlen sich quasi pro toto in die Kollektivhaftung genommen, ziehen sich zurück. Und das andere sind diejenigen am nationalistischen Rande, die dafür argumentieren, dass man ja viel zu wenig weit reingeht. Also Girkin oder Strelkov, der früher in Luhansk selbsternannter Verteidigungsminister war und der gesagt hat, bisher ein absolutes Debakel, man hat den ersten goldenen Monat völlig versemmelt, man muss jetzt mehr rein, die historische Mission durchsetzen. Also da gibt es von beiden Seiten eine gewisse Bewegung, aber wir müssen ganz klar sagen, es fehlt eine Opposition, die das aufgreifen kann. Also es gibt keine Oppositionskraft, die horizontal in die Regionen und die Gesellschaft hinein Verbindungen hat. Der Letzte, der das gemacht hat, war Nawalny, der sitzt im Gefängnis. Das heißt, selbst wenn es Protestpotenzial gibt und es nicht unterdrückt werden kann, dann fehlt da irgendwo eine Organisation, die das aufgreifen könnte. Deswegen ist die entscheidendere Frage die, wie verhält sich die Elite eigentlich, die ja auch unter den Sanktionen, ich will jetzt nicht sagen leiden, ist das falsche Wort darunter, aber davon betroffen sein wird. Gibt es Absatzbewegungen oder nicht? Und da stochern wir so ein bisschen in der Oberfläche rum. Wir sehen, da wird jemand verhaftet, da wird jemand in Hausarrest gesetzt. Was heißt das? Wissen wir nicht genau. Wir wissen, irgendwas ist in Bewegung. Ich würde sagen, wenn die Nationalgarde-Einheiten aus der Ukraine in Masse Richtung Moskau verschafft werden, dann würde ich sagen, da ist irgendwas wirklich im Busche. Im Moment können wir so ein bisschen eher anekdotisch reinstochern. Ja, vielen Dank. Das gibt mir gleich das Stichwort Eliten. Ein Teil dieser Eliten, den könnte man ja fast auch in dem Sicherheitsapparat in Russland verankern, also Streitkräfte und Geheimdienste insbesondere. Und da hört man mal zumindest mal oder liest es in den Tageszeitungen, dass sich da auch eine gewisse Unzufriedenheit möglicherweise breit zu machen
anstrebt, eine Unzufriedenheit mit dem bisherigen Verlauf des Krieges. Was kann das bedeuten, Herr Schwalb? Wie einig ist man sich denn in diesen Sicherheitsdiensten Ihrer Meinung nach? Und könnte das eine Gefahr auch für Putin, in welche Richtung auch immer sein? Könnte das bedeuten, dass wir vielleicht auch mit einem Strategiewechsel etwas Ähnlichem vielleicht zu rechnen haben? Wenn ich mit dem letzten Teil der Frage beginnen kann, kann es einen Zarenmord geben? Wenn ja, dann kommt er nur aus dem Sicherheitsrat. Aber dazu sieht keiner der Experten jetzt wirklich eine Indikation. Hat Putin alleine das Sagen? Nein, da bin ich auch fest von überzeugt. Sondern der Nationale Sicherheitsrat hat ein ganz entscheidendes Mitgestalten, was geschieht in Russland. Und bei diesem Nationalen Sicherheitsrat ist ganz entscheidend der Vorsitz des Nationalen Sicherheitsrates, Herr Patruschew. Von manchen wird er bezeichnet als der Falke unter den Falken. Ein Hardliner, man könnte auch sagen der Vordenker der Nationalen Sicherheitsdienste. Und er ist sicherlich derjenige, der auch mitgestaltet hat, die nationale Sicherheitsstrategie, die Militärstrategie. Und da komme ich auf die Punkte zurück, die Sie am Anfang mit dargestellt haben, mit der Propaganda. Propaganda wirkt für das Volk. Was wichtig ist und worauf wir gucken sollten, ist, was haben die Russen aufgeschrieben? Das, was sie aufgeschrieben haben, und da knüpfe ich auch mal auf das an, ich komme gleich auf Ihre Ausgangsfrage zurück, hier gibt es da Zwiespalt, was Sie, Herr Adam, ansprachen. Was hat man aufgeschrieben? Liest man seinen Clausewitz? Es ist wichtig, was in der nationalen Sicherheitsstrategie, in der Militärstrategie steht. Und das, was Clausewitz gesagt hat, steht auch in der nationalen Sicherheitsstrategie. Wenn ich meine politischen Ziele nicht mit anderen Mitteln erreichen kann, nur dann gibt es die Möglichkeit, auch Militär einzusetzen. Man könnte auch das nur weglassen. Also das, was aufgeschrieben ist, machen die Russen. Sie haben ihre politischen Ziele nicht erreicht und setzen das Militär ein. Ob es so einfach ist, wir sollten sowas einfach ernst nehmen. Gibt es Zwiespalt unter denjenigen, die im Nationalen Sicherheitsrat sind? Ich denke, es gibt keine einheitliche Meinung. Das wurde darin deutlich, vielleicht erinnern Sie sich an den, was auch dargestellt wurde in den deutschen Medien, als Herr Naryschkin, der Leiter des Auslandsgeheimdienstes, als er von Putin quasi vorgeführt wurde. Es ging um die Frage, was machen wir mit dem Donbass? Und er hat zweimal die falsche Antwort gegeben, ja. Obwohl das ja nur eine Showveranstaltung war. Also offensichtlich war er als derjenige, der für den Auslandsgeheimdienst verantwortlich war, anderer Meinung. Also es gibt keine einheitliche Meinung, aber es gibt eine bestimmt überwiegende Meinung. Die steht hinter Putin und diese überwiegende Meinung wird mitbestimmt aus Sicht mancher durch Herrn Patruschew. Und vielleicht sollte man dazu sagen, das sind alles die alten Männer, ja? Also die 70-Jährigen knapp plus, die in der Sowjetunion groß geworden sind, die Chaoszeiten unter Jelzin erlebt haben und die Russland zur vermeintlich neuer Größe zurückführen wollen und die zutiefst geprägt sind, besonders Herr Patruschew, aus all seinen Äußerungen wird das deutlich, von einem absoluten Amerika-Feindbild. Nur ganz kurz zu ergänzen, Naryschkin war radikaler als Putin. Er hat für die Annexion der beiden Gebiete auch plädiert. Als erste, das war die erste falsche Antwort. Ja. Die zweite hat er es dann zurück. Herr Kamp, lassen Sie uns jetzt mal versuchen, das aus der westlichen Brille sozusagen zu sehen. Was ist denn sozusagen der Worst Case von denen, den wir im Auge behalten müssen und was ist der wahrscheinliche Ansatz? Es wird ja immer gesagt, Stärke ist etwas, eine Sprache, die Putin versteht. Halten wir uns an diese Erkenntnis oder spielen wir Deutschen insbesondere da vielleicht sogar eine Sonderrolle mit unter dem Stichwort German Angst? Das ist ja etwas, was ja durchaus auch immer wieder uns vorgeworfen wird. Ist das berechtigt? Und wie müssen wir eigentlich uns darauf einstellen, auf die noch ungewisse Frage, was Putin nun tatsächlich
zu tun bereit ist, wenn er seine Ziele nicht erreicht? Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass wir, der Westen, schon mit Stärke agiert und reagiert. Es ist ja ganz interessant, dass die NATO schon Wochen vor dem militärischen Angriff begonnen hat, sich selber zu verstärken, Verteidigungspläne auszurufen, neu auszustellen, militärische Verstärkung in bestimmte Regionen zu senden. Da hätte Putin schon erkennen können, wenn er klug beraten worden wäre, dass es was anderes ist als 2014, wo man etwas herumjammert, aber im Prinzip die ganze Sache auf sich beruhen lässt. Mit dem Ausbruch des Krieges hat Putin ja eigentlich alles bekommen, was er nicht wollte. Und auch alles das, was der nette Herr da eben nicht wollte. Er kriegt eine immense Einigkeit im Bündnis, die wir sonst nie haben. NATO zerstreitet sich über alles und jedes, im Prinzip 24/7. Wir haben einen transatlantischen Konsens, den wir in der Form seit Jahren nicht mehr hatten, auch über die Frage, was wollen wir eigentlich, nämlich Putin darf nicht gewinnen, was ja schon mal ein sehr starkes Statement ist. Wir kriegen neue NATO-Mitglieder. Schweden und Finnland werden am 16. oder 17. Mai schriftlich um die NATO-Mitgliedschaft ersuchen. Dann gibt es halt gewisse Prozedere. Auch das wollte er nicht. Ist für die NATO übrigens nicht ganz leicht, weil man bekommt dadurch ja sozusagen 1340 Kilometer direkte Grenze eben an Russland. Aber nächster Punkt, das führt zu einer Neuaufstellung der NATO und man ist sich wieder völlig einig über den eigentlichen Zweck. Nämlich Landes- und Bündnisverteidigung ist der erste Zweck, territoriale Sicherheit der Mitglieder. Und mittlerweile geht alles das in allen Ländern, auch in Deutschland, was früher nicht ging. 2% hat uns jahrelang überhaupt nicht interessiert, noch nicht mal in Ansätzen dran gekommen, geht jetzt geradezu über Nacht. Sie erwarten jetzt nicht von mir, dass ich das in irgendeiner Form eben kommentiere. Aber ich finde es schon bemerkenswert, dass all das, was jetzt passiert, macht eine rot-gelb-grüne Bundesregierung. Nicht ohne. Die Grünen sagten zuletzt also eigentlich immer, wenn wir drankommen, ist irgendwo Krieg. Wir hatten ja 1999 exakt das Gleiche. Und insofern glaube ich, dass da Putin sich dramatisch unterschätzt hat. Und jetzt noch ein Satz zu den Punkten, die gerade gesagt wurden. Was sind eigentlich die Szenarien von dir, Rudolf? Ich glaube, dass man in beiden Fällen, sowohl bei der Frage, was wollen die Russen, als auch bei der Frage, wie kann es ausgehen, den Faktor Zeit bedenken muss. Natürlich ist das, was dort gesagt wurde, vermutlich die Idee gewesen von Putin am Tag vor dem Angriff. Heute weiß er, dass das es nicht geben wird. Das Gleiche gilt für die Frage, du hast diese drei Szenarien entwickelt. Das sind im Prinzip die möglichen Szenarien nach dem Ende des Konfliktes. Noch viel spannender ist die Frage, wie sieht es eigentlich in 5 oder 10 Jahren mit diesem Russland aus? Mit einem Russland, was militärisch nur noch ein Schatten seiner selbst sein wird, denn die Hälfte seiner Waffen sind dann eben kaputt oder zerschossen. Was aufgrund der Sanktionen nicht die Möglichkeit hat, moderne Technologie zu bekommen, um das wieder aufzubauen, Rekonstitutionsfähigkeit. Und China liefert da übrigens nichts, by the way. Und was letztendlich 2 Produkte auf dem Weltmarkt hat, von denen eines bei ganz wichtigen Kunden immer weniger hinterfragt wird. Das ist kein gutes Businessmodell. Insofern werden wir ein Russland erleben, was sich wahrscheinlich wieder in den Jelzin-Jahren der 90er findet, wie das ein Putin überleben soll, der genau mit dem Narrativ angetreten ist, ich führe euch zu neuer Größe und es wird nicht mehr das Jelzin-Chaos geben. Das wird man sehen. Ja. Viele dieser Themen werden wir sowieso im dritten Panel dann auch behandeln, wenn wir dann danach fragen, was ist eigentlich die Zeitenwende, was müssen wir tun, was bedeutet das auf längerfristige Art und Weise. Ich wollte noch mal ganz kurz noch, Herr Kamp, noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den Sie gesagt haben. Sie sagten, es sei sozusagen bei uns die Grundlage, dass wir sagen, die Ukraine, nein, wir sagen, Putin darf nicht gewinnen. Nun hat Ihre und unsere frühere Ministerin von der Leyen es ein bisschen anders formuliert. Sie hat jetzt sehr dezidiert gesagt, die Ukraine muss gewinnen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr als Semantik. Es ist zwar Semantik, aber steckt ein bisschen vielleicht eine andere Denke dahinter. Man kann sagen, die Ukraine darf nicht verlieren oder man kann sagen, die Ukraine muss gewinnen. Ist das das Gleiche oder ist das, muss man hier vielleicht bestimmte Akzente setzen? Und wie sieht das in der westlichen Welt aus? In welche Richtung tendiert man da?
Also ich glaube, man ist jetzt so ein bisschen in dem Überschwang des Erfolges der Ukraine, dass man jetzt schon davon träumt, von Gewinnen. Ich glaube, was ganz entscheidend ist, dass weder wir noch Russland eigentlich genau sagen kann, was ist eigentlich Gewinnen und was ist Verlieren. So ist es, insbesondere wenn Nuklearmächte beteiligt sind. Ne? Das ist also so, insofern am Anfang, deswegen der Faktor Zeit wichtig, am Anfang war es für Putin relativ klar, was er wollte. Ja. Innerhalb von 3 Tagen das und das erreicht und dann hätte er gewonnen. Ja. Und hätte auf der Basis vielleicht sogar mehr Dinge machen können. Wenn es das alles nicht mehr gibt, wenn Kiew, der Abzug von Kiew eine Niederlage ist, das wird man so nicht sagen, dann ist die Frage, was bleibt dann noch von einem Sieg? Also insofern, das sind Kriterien, die ganz schwierig sind. Deswegen scheue ich mich so ein bisschen, die jetzt eben zu gebrauchen. Aber trotzdem, da gehe ich nochmal auf die andere Seite jetzt rüber. Ich glaube, es ist schon klar geworden, dass es problematisch ist, wenn Russland verliert. Wie könnte denn ein Angebot aussehen, aus Ihrer Sicht, Frau Klein und Herr Schwalb, dass Russland zum Stopp seiner Angriffe verleitet, das also für ihn akzeptabel ist und das, was wir immer also als Gesichtswahrung bezeichnen, das ihm hilft, sozusagen aus dieser Bredouille, wahrscheinlich hat er sich ja auch ein bisschen verrannt, auch da wieder herauszukommen, zugunsten nicht nur Russlands, aber natürlich auch der internationalen Welt insgesamt. Wie könnte ein Angebot aussehen, das für ihn akzeptabel wäre? Jetzt ganz konkret. Frau Klein, können Sie da etwas sagen? Eine schwierige Frage und ich weiß auch nicht, ob es so eine richtige Frage ist. Ich glaube, er ist der Herr des Narrativs, wie er es framen will, in welchen Rahmen er es setzt. Er kann fast alles als Sieg verkaufen, noch, jetzt noch. Irgendwas müsste es sein, mehr als das, was am 24.02. da war, also das Donbass-Landbrücke zur Krim. Das kann man als großen Erfolg verkaufen, könnte er machen. Aber er könnte auch viel weniger verkaufen, weil er eben im Inneren diese mediale Macht hat. Man muss es dann natürlich vorbereiten. Wir sehen nur im Moment überhaupt keine Schritte in der medialen Aufarbeitung, dass man für irgendein begrenztes Szenario sich vorbereitet, um zu sagen, jetzt reicht, sondern ganz im Gegenteil, man bereitet medial den nächsten Schritt eigentlich vor, wo man argumentiert, man muss mit mehr reingehen, weil man sagt ja jetzt, man kämpft nicht nur gegen die Ukraine, sondern man kämpft in der Ukraine gegen den Westen. Und das ist sozusagen das Nächste, womit man ja eigentlich argumentiert, wir müssen mit mehr rein, weil wir das sonst so nicht schaffen. Also deswegen, ich sehe im Moment nichts, was irgendwo in der russischen Führung auf eine gesichtswahrende, begrenzte Option geht, sondern ganz im Gegenteil, der Versuch eigentlich weiter noch zu eskalieren. Ob das militärisch durchhaltbar ist, ist eine ganz andere Frage, aber medial gar kein Abgehen im Moment. Ja. Herr Schwalb, wie sehen Sie das? Ja. Da stimme ich nicht ganz zu. Ich denke, das, was Präsident Zelensky, ich glaube, am 6. oder 7. März vorgeschlagen hatte, das wäre durchaus auf theoretisch auf russische Akzeptanz gestoßen. Also die Frage einer Neutralität, die garantiert wird, auch durch den Westen. Über Donbass wird später durch ein Referendum und OSZE entschieden, genauso wie über Krim. Nur glaube ich, können wir die Frage trotzdem jetzt so nicht mehr stellen, können Sie natürlich so stellen, weil die Ziele vollkommen unterschiedlich sind. Sie sprachen das vorhin ganz kurz an. Nur noch mal zur Erinnerung. Also das, was der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin gesagt hat, spricht eher für einen langen Krieg, denn militärisch muss Russland weiter geschwächt werden, so dass sie so etwas nie wieder machen können. Was die britische Außenministerin Liz Truss letzte Woche gesagt hat, war wir sprachen über das Wir schon mal, wir müssen Ukraine vollständig befreien, inklusive Krim und Donbass, also den Krieg nach vorne tragen. Das spricht für einen sehr langen Krieg. Wenn, was die Bundesrepublik so ganz genau weiß, aber vielleicht kann das die Opposition nachher beantworten, Herr Kieselwetter, ich weiß nicht. Was die Bundesregierung so ganz genau als Zielsetzung hat, ist mir nicht so ganz klar als strategisches Ziel. Ich denke, man denkt weiter, nämlich, das hat ja der Kanzler auch deutlich gesagt, was ist eigentlich danach? Wie gehen wir danach mit Russland um? Und so sollten wir auch über das Problem reden. Wie gehen wir eigentlich danach mit Russland um? Nehmen wir mal an, Ukraine gewinnt den Krieg, wie immer Sieg aussieht, dann ist das ja nicht vorbei. Ja? Und selbst wenn Russland eingehegt ist,
ist es ja nicht vorbei. Die haben ja weiterhin Atomwaffen, also müssen wir über Rüstungskontrolle wieder neu nachdenken. Zurzeit gibt es kaum einen westlichen Politiker, der zu Herrn Putin fahren wollte und ihm die Hand geben würde, um über Rüstungskontrolle nachzudenken. Also die Fragen, was können wir als Angebot machen, muss dadurch davon beantwortet werden, was wollen wir letztlich erreichen danach, in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren? Ja, das wäre ein ganz tiefes Thema, ganz klar. Wie kann eine europäische Sicherheitsarchitektur der Zukunft, ja, meinetwegen mit oder ohne Putin, unter Einbindung Russlands überhaupt aussehen? Das ist vielleicht würde ich auch noch mal die Frage an die rechte Seite geben. Aber zunächst mal, Herr Adam, Sie sprachen ja vorhin von den, ja, von den drei Optionen, eigentlich, die es so ein bisschen gibt aus ukrainischer Sicht, sozusagen die kleine Option, dass sozusagen der Zugang zum Schwarzen Meer erhalten bleibt, aber Krim und Donbass im Prinzip verloren gegangen ist, und eine mittlere und eine große Option. Sind das eigentlich Fragen, die im Augenblick eine Rolle spielen können, die man nur sozusagen im Hinterkopf behalten kann? Oder mal anders ausgedrückt, welche Chance hat eigentlich Diplomatie im Augenblick überhaupt, um zu solchen Optionen zu kommen? Im Moment hat Diplomatie sehr wenig Chancen, und ich sehe auch keine klare Grenze zwischen militärischen Operationen und Diplomatie. Verhandlungen hängen sehr stark davon ab, wer wem die Pistole an die Schläfe hält. Also dieser Gegensatz, der der deutschen Öffentlichkeit leider viel zu oft gemacht wird, es kann nur eine diplomatische Lösung geben. Unser voriger Außenminister hat sie immer wieder vorgetragen, auch gerade in Nagorno-Karabach, wo gerade die Waffen eine neue Realität schufen. Das ist ein falscher Gegensatz. Natürlich finden immer diplomatische Verhandlungen statt, finden übrigens im Moment auch zwischen Russen und Ukrainern statt, relativ ergebnislos. Die Frage ist, wann kommt man und zu welchen Bedingungen ist ein Ergebnis realistisch? Und jetzt will ich vielleicht noch mal, um zu ergänzen, Sie fragten ja nach den russischen Zielen. Ja. Putin hat uns die Ziele ja in den 2 Verträgen, die er am 17. Dezember veröffentlicht hat, sehr klar vorgetragen. Das ist die NATO zurück auf 1997. Das ist eine Entmilitarisierung, eine Denazifizierung, was immer das bedeutet, der Ukraine, ich kann das nur so verstehen, dass in Kiew eine neue, von Russland eingesetzte Regierung eingesetzt wird, und sozusagen die Anerkennung des territorialen Status quo mit der Annexion der Krim und der Selbstständigkeit, beziehungsweise wahrscheinlich, ich rechne damit, dass Russland im Laufe dieses Monats noch Donetsk und Luhansk annektieren wird. Diese Ziele hat er nicht erreicht. Im Gegenteil, du hast das ja wunderbar vorgetragen, er hat im Prinzip genau das Gegenteil erreicht. Und hier glaube ich, dass das Angebot von Selenskyj unrealistisch ist. Die Ukraine wird nicht neutral oder entmilitarisiert sein. Wenn wir, und ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass diese Vorstellung von Liz Truss eines vollständigen Rollbacks der russischen Streitkräfte, vor allen Dingen von der Krim. Krim ist für die Russen von strategischer Bedeutung für die Präsenz im Schwarzen Meer. Das wäre eine Eskalation der Kriegshandlungen, vor der ich ehrlich gestanden größte Angst hätte, denn dann würden wir russisches Territorium nach russischem Verständnis angreifen, und dann wäre eine Eskalation in ganz neue Höhen durchaus denkbar. Aber das Gleiche, wenn ich mal einhaken darf, Herr Adam, das Gleiche könnte ja im Donbass passieren. Der Donbass ist noch nicht annektiert. Noch nicht, aber das ist ja nur eine Frage der Zeit, möglicherweise. Die Frage ist, gibt es da Verhandlungsmasse, und irgendwann, deswegen bin ich dagegen, von Sieg oder Niederlage oder Gewinnen und Verlieren zu sprechen. Ja. Es wird, nach meiner Vorstellung, wird es sich irgendwo nach vermutlich einem langen Abnutzungskrieg, da bin ich ganz bei Ihnen, glaube wir, müssen uns realistisch darauf einstellen, dass dieser Krieg lange dauert, 1-2 Jahre, vielleicht sogar noch länger. Und dann bin ich ein bisschen nicht ganz bei dir, lieber Karl-Heinz, denn natürlich wird sich Russland schwer tun, neue Waffen zu produzieren. Nur wenn Russland jetzt 600 Kampfpanzer verloren hat, dann behält es immer noch 6.000 Einsatzbereite.
Und wenn es 25.000 Soldaten verloren hat, dann hat es immer noch das Potenzial, 1 Million Soldaten zu mobilisieren. Und da bin ich ganz bei dir, der Zeitfaktor ist entscheidend. Im Moment rüsten wir die Ukraine auf und geben ihnen die Möglichkeiten, sich zu wehren. Aber wir können die Männerverluste, die Verluste an Menschen nicht ersetzen. Und wenn wir tatsächlich uns auf einen langfristigen Konflikt einstellen müssen, dann frage ich mich, wie lange wird die Ukraine durchhalten können? Und dann gebe ich zum Schluss nur noch zu bedenken, wir sollten nicht zu siegessicher sein. Sollte es den Russen gelingen, irgendwo noch einen Brutus in der Umgebung von Selenskyj zu finden und Selenskyj zu töten, und das ist offenbar Ziel der Russen, es hat mehrere Versuche gegeben, Selenskyj auszuschalten, dann weiß ich nicht, wenn diese starke Integrationsfigur, diese Figur, die den strategischen Überlebenswillen des ukrainischen Volkes symbolisiert. Übrigens als Nebenbemerkung, ich persönlich war enorm überrascht, dass die Russen es bisher nicht fertiggebracht haben, irgendeine nennenswerte Zahl von Kollaborateuren zu finden. Ich hatte fest damit gerechnet, 2-3 Tage nach dem Einmarsch präsentieren sie eine Quisling-Regierung, so eine Art Lublin-Komitee wie damals in Polen, und schaffen damit eine Pseudolegitimation. Ist ihnen bisher nicht gelungen. Vielen Dank. Ich würde aber gerne noch mal einen Punkt ganz kurz aufnehmen, dann noch mal anschließend an Sie geben, Herr Kamp natürlich. Aber ich würde gerne Herrn Schwalb jetzt noch eine Frage stellen, die mir gerade in den Sinn gekommen ist, als Sie gesprochen haben. Was kann Russland noch alles sozusagen unternehmen, um seine Kräfte in der Ukraine zu verstärken? Ich spreche jetzt von militärischen Kräften, von den vielen Soldaten, von schweren Gerät und so weiter und so fort. Ist das realistisch? Muss man nicht aber auf der anderen Seite sehen, Russland ist ein riesengroßes Land, das auch viele verwundbare Grenzen hat, dass man nicht einfach sozusagen so überall entblößen kann, um alles in die Ukraine zu werfen. Also inwiefern spielen solche Kräftevergleiche eigentlich eine reale Rolle? Die spielen eine reale Rolle, die sind ganz wichtig. Und Russland, wenn es die Ukraine erobern will und halten will, dann braucht es Landstreitkräfte. Und Landstreitkräfte, also einfach das Heer und die Fallschirmjäger zusammen, sind ungefähr 320.000 einsetzbare Soldaten. Strukturiert in ungefähr 140 Bataillonen, also verstärkten Bataillonen, bataillonstaktischen Gruppen. Davon ist über die Hälfte eingesetzt. Die Russen würden nicht also es wäre strategisch dumm und operativ auch dumm, die würden nicht ihre Kräfte abziehen aus der Region um Murmansk herum, also 2 Brigaden, also 4 bataillonstaktische Gruppen. Die würden nicht die Kräfte abziehen aus Kaliningrad, Armenien, die Brigade wird dort bleiben wegen des Konfliktes vor Ort. Auch im fernen Osten wird man die Kräfte nicht abziehen, denn käme es wirklich zu einem Konflikt mit NATO, dann sind die Militärbasen auf Kamtschatka bedroht, die nuklearen U-Boote sitzen dort und diese Brigaden werden auch nicht abgezogen. Also ich warne davor zu sagen, wir haben Menschen ohne Ende. Es gibt ein Dekret von Putin, auch die Wehrpflichtigen nicht einzusetzen. Einige wurden eingesetzt, aber de facto wurden so gut wie keine Wehrpflichtigen eingesetzt. Grundwehrdienstleister, 300.000. Zeit- und Berufssoldaten, wenn man die zusammennimmt, also da wird das Heer schon mal reduziert auf etwa 200.000 Soldaten. Also ich warne davor zu glauben, dass es sehr viele Soldaten gäbe, die da jetzt noch reingehen könnten. Aber das führt mich zu dieser anderen Sorge, die immer wieder diskutiert wird, aber wo die Diskussion etwas durcheinander geht. Ich sage das mal ganz platt, ein Autokrat mit Nuklearwaffen verliert keinen Krieg, den er selber angefangen hat. Punkt. Und all das, was wir hören von den Propagandisten wie Kissiljow oder Solovyov im Fernsehen, das bereitet Russen natürlich auch darauf vor, das ist nicht an uns gerichtet, das bereitet sie grundsätzlich vor. Wenn wir die russische Nuklearstrategie anschauen, gibt es 3 Gründe, um Nuklearwaffen einzusetzen. Einen der Gründe ist, um einen Krieg schneller zu beenden, ich sage es in meinen Worten. Und das richtet sich nicht gegen NATO, das richtet sich gegen Ukraine. Das muss Ukraine in die eigene Lagebeurteilung mit einbeziehen. Also kommen wir wieder zurück. Dauert ein Krieg so lange? Ja, wenn er so geführt wird mit diesen Zielen, die USA und Großbritannien äußern, ja. Wenn letztlich ist entscheidend, was Herr Selenskyj will und was das ukrainische Volk wollen. Wenn die schnelle Kriegsbeendigung wollen, werden sie einen Verhandlungsfrieden anstreben. Ja.
Herr Kamp, wir haben ja, wenn wir mal den Blick auf Deutschland richten, ja einige unserer Grundsätze in den letzten Monaten durchaus über den Haufen geworfen. Es ist zwar früher auch schon passiert, muss man sagen, aber jetzt ist es natürlich ganz öffentlich groß passiert, also insbesondere Waffenlieferungen in Krisengebiete und alles das. Wir haben jetzt auch wohl uns durchgerungen, auch seitens der Bundesregierung, auch die Unterstützung der Ukraine mit schweren Waffen, mit der Lieferung schweren Waffen zu tragen. Haben wir denn eigentlich noch irgendwelche Schritte darüber hinaus? Haben wir noch einen Eskalationsspielraum, einen Handlungsspielraum von uns eigentlich, um der Ukraine in ihren militärischen Bemühungen, sich zu verteidigen, zu unterstützen? Oder sind wir damit jetzt wirklich ausgereizt, auch mit Blick etwa auf die Frage der Bündnisverteidigung? Nochmal einen ganz kurzen Satz nur vorher zu der Frage Szenarien, was kann eine gesichtswahrende Sache sein? Auch da gilt natürlich der Faktor Zeit. Das, was vor einem Monat eine Option für die Ukraine gewesen wäre, ist es jetzt nicht mehr. Und umgekehrt eben für Russland auch. Insofern ist das ein bisschen eine künstliche Debatte. Richtig. Die müssen Sie im Prinzip jeden Tag neu stellen. Oder die müssen sich Putin und eben die Ukraine jeden Tag neu stellen. Was sind wir noch bereit zu geben und so weiter. Zu der Frage Deutschland, was kann Deutschland machen? Zunächst einmal, glaube ich, ist der Schritt, den Deutschland gemacht hat, also eben die Rede zur Zeitenwende, das war ja keine strategische Entscheidung. Das war sozusagen die letzte Wende um 180 Grad, bevor das Auto gegen die Wand fährt. Deutschland wäre völlig isoliert gewesen mit der vorherigen Haltung. Was man der Bundesregierung zugutehalten kann, der war, dass sie einfach noch nicht mal das, was jede Bundesregierung hat, so die ersten 100 Tage, um sich halbwegs zu sammeln, sondern direkt in diese Großkrise reingeschmissen wurde und dann eben in ihren Reihen Leute zu haben, wie das ein riesen Kröten sind, die es da zu schlucken galt. Punkt eins. Punkt zwei, bei der Frage, was kann Deutschland noch machen, das ist eine politische Entscheidung. Also natürlich, wenn Sie sagen, Sie holen einen militärischen Ratschlag ein zur Anzahl der Panzer, die Sie abgeben können, wenn Sie wollen, dann sagen Ihnen die Militärs natürlich, nein, wir definieren eine Zahl X, die wir als Minimum gebrauchen für eigene Landesverteidigung. Alles darüber kann man geben. Wenn darüber nichts ist, gibt's nichts. Dann können Sie als Politiker sagen, das machen einige Länder ja, indem Sie sagen, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir in den nächsten 3-4 Monaten direkt angegriffen werden. Also setzen wir uns über den militärischen Ratschlag hinweg und geben halt x Systeme davon ab, um entsprechend politischen Gewinn zu zielen, beziehungsweise die Ukraine entsprechend zu unterstützen. Punkt eins. Punkt zwei, Deutschland gibt ja immens viel. Deutschland ist einer der größten Geber überhaupt. Nicht bei Lethal, sondern auch bei Non- oder gerade eben im Bereich Non-Lethal. Also insofern glaube ich, dass die Entscheidung, jetzt schwere Waffen zu liefern, da ist noch eine ganze Menge drin. Und ich habe das Gefühl, dass im Moment noch ein politisches Zögern da ist, das zu liefern, was man liefern könnte. Aber da bitte ich um Verständnis, das ist nun mal, ich werde von der Regierung bezahlt und zwar nicht gut, aber halbwegs und insofern. Also über manche Dinge sollte man auch nicht sprechen, selbst wenn man sie weiß. Genau. Vollkommen klar. Meine Damen und Herren, ich würde jetzt gerne noch den Rest dieser Stunde, die Zeit ist viel zu knapp, noch nutzen, auch um Fragen sozusagen entgegenzunehmen. Vielleicht in der Zeit, dass Sie sich sammeln und überlegen, was Sie fragen, vielleicht doch parallel dazu eine Frage noch an Frau Klein. Ich nehme gleich dann Ihre Meldungen auf. Wirtschaftliche Sanktionen, ein anderes Feld unseres Handlungsspielraums, den wir haben. Hat da schon was gefruchtet oder können wir da überhaupt was erwarten auf dem Feld? Also da muss man wie immer bei Sanktionen unterscheiden zwischen den wirtschaftlichen Effekten, die haben, und die sehen wir schon, und die werden aber erst in der Masse richtig kommen und werden bei allen in der Bevölkerung spürbar sein, werden zu einem Technologieeinbruch führen. Alles ist ja schon ein bisschen angesprochen worden. Die Frage ist, erreicht man damit das politische Ziel, das man damit gesteckt hat, nämlich eine Verhaltensänderung der russischen Führung? Und das wird abzuwarten sein. Wir haben gesehen, dass die Sanktionen 2014 nicht zu der großen Verhaltensänderung geführt haben. Jetzt kann man natürlich sagen, sie haben dazu geführt, dass man noch nicht mit mehr reingegangen ist. Lässt sich aber nicht beweisen, dass es so war. Das ist eine Annahme.
Und sie waren ein politisches Signal, das da ist. Wirtschaftlich werden die massive Verwerfungen in der russischen Gesellschaft und russischen Wirtschaft auslösen. Inwieweit die politische Führung das kontrollieren kann, ob sie, ist es vorher kurz angesprochen worden, Russland sei isoliert, das stimmt ja nicht in Gänze. Es ist vom Westen isoliert, aber es gibt relativ viel Sympathie in vielen Teilen der Bevölkerung. Also man hat es bei den UN-Abstimmungen gesehen, wo, wenn wir es hochrechnen auf die Bevölkerungszahl der Erde, ungefähr die Hälfte eine durchaus andere Position einnimmt. Also afrikanische Staaten, nahöstliche Staaten, China, Indien und so weiter. Also Isolation ist das nicht. Das ist eine sehr starke Isolation von westlichen Staaten. Die Frage wird sein, das sind natürlich keine Modernisierungspartner. Da kriegt man nicht das, was man von Europa oder den USA bekommen würde. Ja, vielen Dank. Und jetzt es ist Ihre Chance, jetzt eine Frage loszuwerden. Ich habe jetzt drei Wortmeldungen. Dann nehmen wir doch mal die drei und ich schlage mal vor, wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir alle drei zusammenfassen und dann versuchen, irgendwie das zu beantworten. Wir haben, also ich fange mal da hinten links an und dann waren hier hinten waren zwei nebeneinander. Bitte schön. Wenn Sie bitte so nett sind und Ihren Namen ganz kurz sagen und zweitens sich, so wie es vorhin auch perfekt gehandhabt wurde, bitte sich kurz fassen, also bitte jetzt keine Co-Referate halten. Es wäre hochinteressant, aber wir haben, unsere Zeit ist leider nur begrenzt. Ja, guten Abend, Thomas Schneider, Sektion Dortmund-Unna. Die deutsche Außenministerin hat sich nach der Verkündigung der ersten vier Sanktionspakete gegenüber der Russischen Föderation in Brüssel vor die Mikrofone gestellt und verkündet, diese Sanktionspakete werden es, meinte Russland, ruinieren. Ich nehme an, dass damit eine wirtschaftliche Ruinierung gemeint ist. Mich würde interessieren, wie die Panel-Teilnehmer darüber denken, welches Interesse seitens Deutschland oder der EU besteht, Russland zu ruinieren, wirtschaftlich zu ruinieren. Danke. Ja, danke schön. Michael Salazar ist mein Name. Ich habe zwei. Das ist jetzt, glaube ich, nicht an. Man hört es nicht im Augenblick. Hören Sie? Ja. Ich habe zwei Fragen zu also zwei Sie bitte noch mal ganz kurz Ihren Namen sagen, bitte. Michael Salazar. Okay. Ich bin vom Fachhaus Schulz der internationalen Politik, Frieden und Entwicklung bei der SPD. Also zwei Fragen. Die erste Frage ist, was ist genau das Ziel der Sanktionen, also der eingeführten Sanktionen gegen Russland? Ich meine, wurde das irgendwo ausformuliert, dass Sanktionen zu Kriegsbeendigung oder zur Schwäche des russischen Staates führen werden. Ich meine, wenn das Ziel nicht klar ist, was die Sanktionen, die wir verhindern, dann haben wir ein Problem. Also Sanktionen als diplomatisches Instrument zur Lockerung anzubieten, um etwas einzufordern. Die zweite Frage ist, Ukraine, der Krieg in der Ukraine offenbart nukleare Abrüstungsbedarf. Und Putins Verhalten und sein Befehl am 27.02. Russland nicht Atomstreitkräfte in hohe Alarmbereitschaft zu setzen, untergräbt den Nichtverbreitungsvertrag NVV und macht den Eindruck, dass also Nuklearwaffenstaaten nicht Nuklearwaffenstaaten mit Atombomben schikanieren können. Und meine Frage ist, welche Strategie hat Deutschland, Nuklearstaaten, also von nuklearen Konfrontationen und Weltkosten fernzuhalten, um das Thema Rüstungskontrolle und Abrüstung wieder auf die internationale Tagesordnung zu setzen? Danke. Ja, danke schön. Und dann haben wir noch eine dritte Wortmeldung. Ja. Bei der Diskussion zu Putins Durchhaltevermögen möchte ich einen ehemaligen Bundeskanzler, der glaube ich nicht mehr lebt, zitieren mit drei Worten. Ich sage nur China, China, China. Müssen wir nicht der Ukraine helfen, damit sie nicht zu einem Beispiel für China wird in Bezug auf Taiwan? Was Konsequenzen für die Zukunft Europas betrifft, denke ich natürlich an Deutschland. Und ich habe mit meinem Nachbarn darüber gesprochen, ob wir nicht die Wehrpflicht wieder einführen müssen. Die ist ja nur ausgesetzt. Bloß wir haben ja alles platt gemacht, womit man die Wehrpflichtigen unterbringen könnte und ausbilden könnte.
Ja, vielen Dank. Ich habe gerade noch eine vierte Wortmeldung gesehen und die nehmen wir jetzt auch noch und dann schließen wir auch gleich, weil ich dann hier am Panel jedem die Gelegenheit gebe, noch zu den Punkten, zu denen Sie etwas sagen möchten, die kurz aufzugreifen. Bitte schön. Guten Abend, hier hinten bin ich, andere Seite, Felix Haufe, Deutscher Bundestag. Ich hätte eine kurze Frage nochmal, um das ganze Thema auf die EU-Ebene vielleicht noch ein bisschen zurückzubringen, weil es geht ja auch um die Zukunft Europas. Und zwar, dieser grausame Krieg gegen die Ukraine hat ja gezeigt, dass die NATO nicht doch so ganz hirntot ist, wie sie von manchen zuvor benannt wurde. Andererseits zeigt es auch, dass die europäische gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik in vielen Teilen natürlich noch in den Kinderschuhen steckt. Und jetzt wäre meine Frage, welche Lehren Sie glauben, könnte insbesondere Deutschland auf europäischer Ebene jetzt aus diesem Krieg ziehen, weil bis jetzt ist ja Deutschland eher als nachgestellter Anführer in dem Bereich hinter beispielsweise Frankreich aufgetreten. Vielleicht an Frau Dr. Klein noch ganz kurz die Frage, haben Sie auch auf europäischer Ebene Daten zur öffentlichen Meinung jetzt hinsichtlich der EU-GSVP? Dankeschön. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir natürlich mindestens 2 Stunden, um das alles zu beantworten. Also ich schlage vor, dass wir eine ganz kurze Runde machen und jeder wirklich nur ganz kurz sich nochmal auf das bezieht, was aus Ihrer Sicht besonders wichtig ist an den Fragen und dann wir sozusagen das dann beenden. Herr Kamp, wollen Sie anfangen? Ja, vielen Dank. Nur 2 Minuten. Die Frage EU. EU ist ein zentraler Akteur der Sicherheitspolitik geworden. In der Krise mit Blick auf Sanktionen, mit Blick auf Hilfe für die Ukraine, sowohl zivil als auch militärisch, mit Blick auf die Energieverteilung etc. Allerdings nicht militärisch, sondern militärisch ist halt die NATO der Akteur. Das heißt, die Lehre ist, die Zukunft ist in der Tat nicht strategische Autonomie. Das werden die Osteuropäer auch nicht mitmachen, weil sie gelernt haben, dass, oder weil es klar ist, dass ohne die USA diese Krise nicht so hätte durchgestanden werden können wie bisher. Insofern liegt die Zukunft in der Kooperation von NATO und EU. Zu Sanktionen ruinieren, das mag eine starke Wortwahl gewesen sein. Ich glaube, dass in der Sache das mit Russland passieren wird, leider Gottes. Nicht, dass ich mir das wünsche, weil ein ruiniertes Russland, was immer das heißt, ruiniert, ist viel schwieriger zu handeln. Aber das Ziel, insofern ist es nicht richtig, dass es keine Klarheit für das Ziel der Sanktionen gibt. Das Ziel der Sanktionen ist es, langfristig dafür zu sorgen, dass Russland nicht erneut einen Nachbarn militärisch grundlos angreifen kann. Das geht blöderweise nicht so schnell, wie man sich das dachte, wie Sie sagen. Also wann auch immer Putin sagt, jetzt reicht, das wissen wir nicht. Wie viel Opfer er... Sie können nicht mit Sanktionen bemessen, wann die Gegenseite ihr Verhalten ändert. Aber langfristig wird es ein Russland nach sich ziehen, dass Putin 2 ganz zentrale Argumente, nämlich ich sagte das eben schon mal, Putin hat am Anfang immer gesagt, die ganzen Jahre, ich bin derjenige, der das Jelzin-Chaos bekämpft hat und der euch zu neuer Größe führt und der einen bescheidenen Wohlstand euch garantiert. Alle 3 Dinge wird es in den nächsten Jahren nicht mehr geben. Ja, dann gibt es noch was Sie noch zu dieser Fragerunde noch gerne loswerden möchten? Ja, ganz kurz. Also ich würde sagen, aus meiner Sicht ist die Lektion für die Europäische Union, wenn es keine Führungsmacht in der Europäischen Union gibt, dann ist die Europäische Union ein guter Koordinierungsmechanismus, aber keine Führungsmacht. Und wir sehen gerade, dass die USA in jedem Konflikt mit Russland den Ton angibt und letzten Endes auch die Entscheidungen trifft. China, gucken Sie sich mal die Geografie von Taiwan an. Ich glaube, die Chinesen beginnen 5-mal darüber nachzudenken, was ein Krieg gegen Taiwan tatsächlich bedeuten würde. Die höchsten Erhebungen, Taiwan ist gebirgig, gehen bis auf 3000 Meter hoch. Und das wird ein Abwehrkampf, wie ihn die Schweiz vorbereitet hat. Das wird sehr, sehr hart werden. Zu den Sanktionen, ich sagte schon, Sanktionen sind ein Mittel. Und überbewerten Sie diese Sanktionen nicht. Sanktionen haben immer den Nebeneffekt, dass sie Schmuggel, Drittländergeschäfte begünstigen. Und vergessen Sie nicht, China, Indien, Südamerika, Südafrika, Brasilien, Mexiko machen alle nicht mit. Also so umwerfend sind diese Sanktionen nicht. Okay.
Also Sanktionen können entweder ein Strafinstrument sein oder ein Instrument zur politischen Verhaltensänderung. Ja. Und beides sind sie letztendlich im Moment. Sie sind eine Bestrafung für das, was passiert. Aber wenn sie auch eine Verhaltensänderung generieren sollen, muss irgendwo klar sein, woran sie geknüpft sind. Und das ist im Moment in gewisser Weise ein bisschen nicht ganz klar formuliert. Sie werden Effekte haben. Und ich, was Sie gesagt haben, was sind so die Pfeiler, auf denen das beruht? Da wird es interessant sein. Wir haben im Moment gesehen, dass die Zustimmungsraten von Putin, auch wenn sie eingeordnet werden müssen, immer hochgegangen sind, wenn er außenpolitische Größe demonstriert hat. Aber das nutzt sich ja irgendwann ab, weil man in der Bevölkerung spürt, dass es nichts mehr gibt, was man von oben zugewiesen bekommt, wirtschaftlich. Wir haben das gesehen nach der Krim, dass es irgendwann nach unten ging mit der Rentenreform zum Beispiel. Und was passiert, wenn es jetzt wieder nach unten geht? Dann kann es wieder einen Anlass geben, nach oben zu eskalieren. Deswegen versucht man die Möglichkeit dazu im Moment natürlich auch kleiner zu machen. Und zu China, wichtiger Punkt zum Militär. Ich würde aber sagen, was wir hier gegenüber China, und ich bin keine China-Experte, glaube ich, viel stärker noch wahrnehmen und lernen müssen, ist, hybride Einflussnahme funktioniert von Russland und China zum Teil ähnlich. Und das ist vielleicht ein Nebeneffekt, den die chinesische Führung vielleicht nicht so gerne sieht, dass man jetzt hier das Spotlight auf diese hybriden Einflussnahmen eben auch legt. Und das, was bedeutet, dass über einseitige ökonomische Abhängigkeiten natürlich Druck ausgeübt werden kann. Und da wird China für uns sicherlich der viel wichtigere, ich will jetzt nicht sagen Counterpart sein als Russland, sondern das ist eine Lehre, die vielleicht ganz gut ist, wenn wir sie jetzt im Moment lernen, weil wir vielleicht noch Zeit haben, auch auf diese Herausforderungen zu reagieren. Ja, danke schön. Ja. Herr Schwalb. Zum ersten Punkt, was die Außenministerin gesagt hat, ich denke, es macht eins deutlich, dass wir eben noch keine wirkliche gemeinsame Strategie im Westen haben. Und das ist so wichtig, haben wir ja vorhin im ersten Panel ja auch festgestellt, dass wir uns wirklich auf eine gemeinsame Strategie einigen, was wollen wir eigentlich mit dem, was wir machen, erreichen. Der zweite Punkt, da halte ich es für ganz wichtig, dass wir wirklich gucken, für das, was danach geschieht. Auf absehbare Zeit wird doch mit Putin keiner mehr reden wollen. Ich wiederhole mich dort. Trotzdem, wenn wir einen neuen Kalten Krieg bekommen, müssen wir doch, weil er zurzeit ohne jegliche Regel ablaufen würde, über Rüstungskontrolle und Abrüstung und vertrauensbildende Maßnahmen sprechen. Das heißt, wir müssen irgendwo wieder verhandeln. Also verhandeln ist wichtig. Verhandeln ist kein Appeasement. Verhandeln ist eine zwingende Notwendigkeit um unsere eigenen Sicherheit willen. Das schließt natürlich nicht aus, sondern schließt ein starkes, konventionelles, militärisches Auftreten auch Europas. Und wenn ich da zum dritten Punkt kommen darf, das ist aber mein ganz persönlicher Wunsch. Ich wünschte mir gemeinsame europäische Streitkräfte unter einem gemeinsamen europäischen Verteidigungsministerium. Ich weiß, dass das sehr für viele katastrophal klingt, das wünschte ich mir trotzdem. Und was das Durchhaltevermögen angeht, ja, China hat zurzeit aus meiner Sicht auch ein Interesse an einem längeren Krieg. Nicht zu lange, aber so ein bisschen Schwächung von Russland schadet schon nichts. Weil Russland sowieso nur noch sich an China wenden kann, aber dann ist Russland ein klarer Juniorpartner. Also die chinesischen Interessen sind da durchaus ein bisschen so, wie unsere es zu sein scheinen zumindest. Ja, jetzt haben Sie uns gleich ein paar ordentliche Hausaufgaben für die nächsten Sicherheitsdialoge der nächsten Jahre gegeben. China ist sicherlich ein wichtiges Thema. Europäische Streitkräfte, kann ich Ihnen nur zustimmen, ist auch ein extrem wichtiges Thema oder generell europäische Handlungsfähigkeit auf diesem Wege. Meine Damen und Herren, heute ist der 5. Mai. In 4 Tagen, am Montag, ist in Russland ein ganz, ganz wichtiger Tag. Der Tag des Sieges, ein historischer Tag. Und viele fragen sich ja, was wird an diesem Tag wohl verkündet werden? Das wäre jetzt meine Frage jetzt in diese Runde. Wenn Sie die Prognose wagen sollten, was Putin da verkündet und das mit einem Wort ausdrücken könnten, dann haben Sie jetzt die Gelegenheit dazu. Herr Schwalb. Befreiung des Donbass. Das ist ein Wort. Nein, es sind 2 Worte. Also akzeptiert. Befreiung. Donbass-Befreiung. Befreiung Donbass plus Landbrücke und vielleicht tatsächlich sind mehr Worte Anerkennung der Volksrepubliken, vielleicht auch von Cherson. Ja. Ja, die Stärke des heiligen Russlands. Ja. Erkannt? Sieg über die USA. Sieg über die USA.
Jawohl, wir haben eine große Bandbreite. Da sehen Sie auch, wie sich die heutige Diskussion, in welchen großen Sphären sich das bewegt. Wir sind jetzt leider am Ende. Ich glaube, wir hätten auch großen Spaß daran, hier zumindest mal hier auf dem Podium da noch weiter zu diskutieren, aber wir können es nicht, denn jetzt kommt als nächstes dann das Panel 3, in dem dann sozusagen die großen Fragen der Zeitenwende mit Frau Nies dann behandelt werden. Bei der Gelegenheit darf ich auch gleich nochmal Herrn Abgeordneten Kiesewetter, ich sehe ihn gerade, es ist ja sehr schwer, es zu erkennen, weil man hier direkt in den Scheinwerfer reinschaut. Ich habe aber vorhin schon gesagt, toll, dass Sie da sind, super, dass Sie gesund und heil wieder von Kiew zurückgekommen sind und ich bin ganz sicher, Sie werden auch von dieser Reise uns noch ein paar Dinge auch noch vielleicht in den nächsten Panel erzählen. Das ist ja bestimmt sehr beeindruckend, aber ganz herzlichen Dank, dass Sie heute gekommen sind nochmal an dieser Stelle auch. Ja, wir werden jetzt sozusagen die Zeit bis zum dritten Panel noch ein bisschen überbrücken. Wir müssen nämlich auch die Mikrofone austauschen. Und in dieser Zeit wird Frau Steinbrecher uns allen dann das Ergebnis der Umfrage dann präsentieren. Ich sage nochmal hier allen Damen und Herren hier auf dem Podium ganz herzlichen Dank für die Diskussion und für die wertvollen Informationen und Erkenntnisse und Einschätzungen, die wir bekommen haben. Und Ihnen sage ich ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie nicht nur Geduld hatten, sondern auch kräftig zugehört haben. Vielen Dank. Bevor Sie jetzt hier alle aufstehen und wegrennen, ich lasse mir Zeit, genau. Wäre es schön, wenn Sie alle nicht aufstehen und einfach wegrennen. Weil wir wollen ja jetzt noch eine ganz wichtige Sache machen, und zwar wollen wir ja die Umfrage auswerten, die jetzt in den letzten gut 2,5 bis knapp 3 Stunden gelaufen ist. Ich würde die Herren dort hinten kurz bitten. Sehr schön. Wenn die Regie so freundlich ist, würde ich darum bitten, dass mal die Ergebnisse eingeblendet werden. Hervorragend. Und zwar, Sie haben ja gesehen, es gab 6 verschiedene Thesen zu 3 verschiedenen Blöcken. Die erste These: Muss man von einem Scheitern des militärischen Afghanistan-Einsatzes auf ganzer Linie sprechen, hat eher eine Zustimmung gekriegt. Aus den Afghanistan-Erfahrungen der vergangenen 20 Jahre folgt, keine deutsche militärische Beteiligung mehr an internationalen Kriseneinsätzen hat wenig Zustimmung gekriegt. Nicht wundern, wenn ich jetzt hier einfach nur mal grob die Sachen vorstelle. Wir wollen die ganzen Thesen und deren Ergebnisse dann in das letzte Panel mitnehmen. Das wäre ja schade, wenn ich dem Ganzen schon alles vorne wegnehmen würde. Nächste Seite bitte. Für eine europäische Sicherheitskonzeption unter Einfluss Russlands gibt es nur noch mittelfristig eine Chance. Dem Ganzen haben nur wenige Leute zugestimmt. Die Aufnahme neuer Staaten, die formell alle Kriterien erfüllen, um in die NATO aufgenommen zu werden, soll fortgesetzt werden, hat sogar, nach dem, was ich gesehen habe, die meiste Zustimmung bekommen. Nächste Seite bitte. Und der letzte Block zur allgemeinen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Deutschland schafft die Zeitenwende in der Sicherheitspolitik. Da waren die Leute sich nicht ganz entschieden, aber es hat eine leicht positive Tendenz. Und ich bin's nicht. Könnten wir noch mal eine Seite zurückgehen, bitte? Deutschland wird längerfristig dem 2%-Ziel der NATO entsprechen, hat sogar auch eine große Zustimmung gefunden. Und jetzt würde ich um die letzte Seite bitten, weil da wird die Auswertung sehr spannend werden. Und zwar
Ich persönlich dachte mir das schon, dass ein Großteil der Leute oder ein Großteil der Personen, die abgestimmt haben, über die Prioritäten zur Zeitenwende der deutschen Sicherheitspolitik gesagt haben, dass es eine deutsche Sicherheitsstrategie benötigt, dann, dass es neue Strukturen in der Bundeswehr benötigt. Und es gibt zwei Punkte, die gerade so gleich auf sind. Und ich würde sie beide eigentlich auch, sage ich mal, im nächsten Panel zur Disposition stellen wollen. Und zwar zum einen mehr Resilienz in der Katastrophenvorsorge und zum zweiten einmal deutlich mehr Geld für die Bundeswehr. Ja, ich würde sagen, die Abstimmung ist halbwegs eindeutig gewesen. Und jetzt freuen wir uns, glaube ich, dann auf das letzte Panel. Wir starten in das letzte Panel des Sicherheitsdialoges der Gesellschaft für Sicherheitspolitik an diesem Abend. Ich bin Jessica Nies, Sektionsleiterin der GSP hier in Berlin und ebenfalls Bundessprecherin der jungen GSP und werde dieses Panel in der kommenden Stunde moderieren. Dieses hervorragend besetzte Panel, muss ich auch dazu sagen. In diesem Panel möchten wir einen Ausblick auf die zukünftige deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik wagen. Wir haben einen Rückblick gemacht zu Beginn, wir haben den Status quo mit dem schrecklichen Krieg in der Ukraine betrachtet und jetzt möchten wir der Frage nachgehen, neue Prioritäten in der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und wie könnten die aussehen? Vielen Dank, dass Sie heute Abend mit dabei sind. Ich möchte kurz die Panelisten vorstellen und zum einen Herrn Generalmajor Andreas Hoppe, stellvertretender Abteilungsleiter Strategie und Einsatz im BMVG und ständiger Vertreter des BMVG im Auswärtigen Ausschuss. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hier zu Gast sind. Vielen Dank. Gerne. Herrn Roderich Kiesewetter, Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU-CSU und Oberst AD. Er ist ordentliches Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages und stellvertretendes Mitglied im Unterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung. Und wie wir heute schon gehört haben von Herrn Lahl, er kam gerade jetzt aus Kiew, wieder aus der Ukraine. Vielleicht haben wir noch ein Minütchen Zeit, in diesem Panel auch über Ihre Eindrücke dort zu sprechen. Vielen Dank, dass Sie mit dabei sind heute. Dann Herrn Generalleutnant AD Rams. Egon Rams, wir hatten nicht? General reicht. Ach so, das war, oh, Entschuldigung, das ist das, was ich gefunden habe über Sie. Hat sie ein Jugendbild gefunden. Das also tut mir leid. Ich kann damit leben. Auf dem Bild bin ich auch schon General. Okay, dann nehme ich das zurück. Dann Herr General AD. Er war schon auf dem ersten Podium mit dabei. Ich sage es trotzdem nochmal für die Gesichter, die jetzt neu mit im Publikum sind. Er war vom Januar 2007 bis September 2010 Oberbefehlshaber des Allied Joint Force Command in Bronzum. Und vielen Dank, dass Sie heute Abend mit dabei sind. Entschuldigen Sie bitte den kleinen Hupfer. Und zuletzt Herrn Dr. Hans-Peter Bartels. Allseits bekannt, denke ich mal, ehemaliger Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages und ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages, ebenfalls ein sehr versierter und geschätzter Sicherheitsexperte. Vielen Dank, dass Sie heute Abend auch mit dabei sind. Starten wir in die Runde mit ein paar allgemeinen Fragen, mit der Bitte, dass wir sie in der Runde besprechen, mit kurzen Statements. Ich weiß, die Zeit ist jetzt nicht immer unser Freund, aber wir werden es versuchen. Zeitenwende in Deutschland, ausgerufen vom Bundeskanzler Olaf Scholz. Könnten Sie uns vielleicht drei konkrete Ziele nennen, die nach Ihrer Meinung dem Begriff einer Zeitenwende auch wirklich würdig sind? Ich würde gerne mit Herrn Dr. Hans-Peter Bartels starten. Also wenn wir die Zeitenwende sicherheitspolitisch verstehen wollen, und ich glaube, das war ja der Anlass für die Regierungserklärung von Olaf Scholz, drei Tage nach dem Beginn des Ukraine-Krieges, dann kann man das in der Tat auf drei wesentliche Elemente konzentrieren. Das erste ist, und das ist ein Bruch mit bisheriger deutscher Philosophie, Waffenlieferungen unmittelbar in ein Kriegsgebiet zur Unterstützung der angegriffenen Ukraine. Das war vorher nicht die Position der Bundesregierung, sondern das Gegenteil. Das haben andere Verbündete durchaus anders gesehen. Aber sozusagen, wir haben die schon zitierte 180-Grad-Drehung gemacht und sind jetzt in der Spur. Das Zweite ist, die Bundeswehr vernünftig ausrüsten. Also nach Jahren des Kaputtsparens,
da würde ich nicht 1990 anfangen, sondern eher später. Also natürlich gab es erstmal eine Friedensdividende, das war ja eine ganz andere Zeit. Wir hatten viel Hoffnung und hatten auch Grund zur Hoffnung, dass das sozusagen auch weitergehen könnte. Aber also spätestens nach, also mit der Reform von 2011, der letzten großen Bundeswehrreform, und General Rams hat es angesprochen, also 2010 beschließt die NATO, kollektive Verteidigung ist wieder ein Thema, und 2011 beschließt die Bundesregierung, damals Minister zu Gutenberg, dann Minister de Maizière, das interessiert uns nicht, wir richten allein auf Afghanistan aus, das spart viel mehr Geld. Und also insofern Vollausstattung der Bundeswehr mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, was ziemlich genau den Fehlbetrag abdeckt, der nötig ist, um das, was ohnehin geplant ist, jetzt auch finanzieren zu können. Und 2% vom BIP dauerhaft, das wird noch spannend, wie das die nächsten Wochen bis zur Haushaltswoche im Juni über die Bühne geht, wo wir dann ja auch die Union brauchen als Oppositionspartei für eine Grundgesetzänderung. Und das Dritte ist, und ich glaube, da stehen noch Entscheidungen bevor, die Bundeswehr muss strukturell jetzt auch auf diese Aufgabe kollektive Verteidigung ausgerichtet werden. Es ist ja noch die Afghanistan-Bundeswehr. Also ohne Strukturreform werden wir wieder viel Geld verbrennen, wenn es in Strukturen gekippt wird, die noch auf was anderes ausgerichtet waren. Also wir brauchen auch eine Umgliederung. Vielen Dank, Herr Dr. Bartels. Herr Rams. Also zwei von den Sachen, die ich mir notiert hatte, sind angesprochen worden. Die werde ich auch nicht wiederholen. Ich werde eine ergänzen, Stichwort Sondervermögen und nachhaltige Finanzierung. Das sage ich aus dem Grunde, weil ich die Befürchtung habe, dass wir über das Sondervermögen möglicherweise die nächsten 5 bis 6 Jahre überbrücken werden, den Haushalt Einzelplan 14 aber nicht aufstocken werden auf die berühmten 70 Milliarden, die er haben müsste. Und dann gibt es 2028 spätestens den totalen Absturz der Bundeswehr mit Blick auf Bundeswehrplanung, Ausrüstung und dergleichen Dinge mehr. Das muss vermieden werden. Solche Erfahrungen hat die Bundeswehr in vergangenen Jahrzehnten schon öfter gesammelt. Ich möchte einen Punkt ergänzen. Es müssen bestimmte gesetzliche Grundlagen geschaffen bzw. verändert werden mit Blick auf das, was man Verteidigungsfall, Spannungsfall und solche Dinge nennt. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Situation, die gestaltet sich völlig anders. Da muss möglicherweise auch über das Thema Befehls- und Kommandogewalt gesprochen werden. Da muss vor allen Dingen aber auch geregelt werden, dass mit Blick auf die Landesverteidigung wir dann auch tatsächlich verpflichtend Reservisten holen können, die vorher sich möglicherweise freiwillig gemeldet haben. Aber sie müssen einberufen werden können. Das Gleiche gilt für bestimmte Leistungen, die auf den materiellen Sektor gebracht werden müssen. Und der allerwichtigste Punkt ist, dass wir unsere Bevölkerung davon überzeugen, dass dies alles notwendig ist. Denn da habe ich Bedenken, dass uns dieses gelingt. Und das kann nur gelingen, nicht durch alternde Generale, die im Fernsehen auftreten, oder durch sonst irgendwelche Leute, Militärs, die sich öffentlich äußern. Wobei ich auch sage, ich würde gerne den einen oder anderen Uniformierten mehr in der Öffentlichkeit sehen und würde gerne hören, dass sie sich dort entsprechend äußern. Da brauchen wir die absolute Unterstützung der Politik, um dieses Ziel, Bevölkerung mitnehmen, zu erreichen zu können überhaupt. Vielen Dank. Herr Abgeordneter Kiesewetter. Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Die Zeitenwende ist ein Spätzünder. Sie wurde 2014 durch Bundespräsident Gauck eingeleitet, indem er bei der Münchner Sicherheitskonferenz zusammen mit den damaligen Ministern von der Leyen und Steinmeier gefordert hat, Deutschland müsse früher, entschiedener und substanzieller handeln. Und Steinmeier ergänzte, Deutschland darf nicht von der Seitenlinie kommentieren. Die Wirkung im Ziel ist 8 Jahre später erreicht worden, nicht durch eigene Einsicht oder Priorisierung, sondern durch Druck von außen, durch den völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine. Und für mich sind in Ergänzung der bereits sehr richtig genannten Dinge 3 weitere, die ich gerne einbringen möchte. Deutschland, ein alterndes Land, muss Prioritäten setzen. Und diese Prioritäten haben Hausnummern und auch Kosten. Deshalb brauchen wir eine nationale Sicherheitsstrategie. Und ich finde es gut, dass die neue Bundesregierung sich vorgenommen hat, eine nationale Sicherheitsstrategie zu entwickeln. Sie hat aber festgestellt, dass das nicht über Nacht geht, sondern voraussichtlich noch etwa 1 Jahr dauern wird. Aber das ist unabdingbar, um die knappen Ressourcen, die wir haben, priorisiert einzusetzen. Das Zweite, was wichtig ist, dass wir mit der alten Legende aufräumen, Deutschland ist von Freunden und Partnern umgeben und wir können uns nur um Diplomatie kümmern und um es selbst. Wir brauchen Smart Power, das, was die Außenministerin Diplomatie und Härte nennt. Und der dritte Punkt, den ich nennen möchte, das klingt aber aus den beiden Einlassungen hervor, ist eine
neue strategische Kultur. Und damit möchte ich ganz konkret einen Punkt ansprechen. Wir brauchen eine Neudefinition von Reserve. Wir brauchen Gesellschaftsunterstützungskräfte, die im Zivilen wie im Militärischen bereit sind, dieses Land widerstandsfähiger, resilienter zu machen. Das bedeutet eine Neubewertung der Blaulichtorganisation und des Dienstes dahin, bis hin vielleicht zur Frage allgemeiner Dienstpflicht oder aber ein hochattraktiver Freiwilligendienst, der von den 700.000 jungen Menschen eines Jahrgangs 400 oder 500.000 begeistert. Und dazu gehört auch, dass wir im Bereich der Resilienz diese Reserve auch beüben. Wir brauchen eine neue Übungskultur, wo Ziviles und Militärisches zusammen gemeinsam gedacht wird und nicht nur Katastrophen, Industrieunfälle, sondern auch die Frage nuklearer Bedrohungen oder chemischer Bedrohungen mit beinhaltet. Das wären meine drei Punkte dafür. Vielen Dank, Herr General Hoppe. Ja, vielen Dank. Jetzt werde ich mal den Versuch wagen, als uniformierter in der Luftwaffe, Herr General, Ihre Anforderungen zu erfüllen. Ist natürlich nicht ganz einfach, als Letzter in der Reihe nach Ihnen dreien jetzt noch irgendwas wirklich erhellend Neues zu bringen. Ich versuche es trotzdem mal. Das Sondervermögen ist schon angesprochen worden. Das wird ja gemeinhin auch in der Öffentlichkeit als eine der Kernaussagen dieser Zeitenwende immer wieder zitiert. Und natürlich begrüße ich das und begrüßen wir das, denn es ist wirklich dringend nötig. Für uns ist aber wichtig, dass dieses Sondervermögen auch tatsächlich komplett für die Modernisierung der Ausrüstung und der Ausstattung der Bundeswehr genutzt werden kann. Und da geht es jetzt nicht darum, die Bundeswehr zu vergrößern oder mehr Waffensysteme oder neue Fähigkeiten sich zuzulegen, sondern es geht vor allem darum, das Material, was wir haben, einsatzfähig zu machen. Das bedeutet in einigen Bereichen, dass es ersetzt werden muss, weil es zu alt ist. Das bedeutet in anderen Bereichen, dass es noch mit zusätzlicher Ausstattung ausgerüstet werden muss, damit es wirklich auch im Krieg eingesetzt werden kann. Und es bedeutet natürlich Munition und digitale Führungsfähigkeit und persönliche Schutzausstattung für die Soldatinnen und Soldaten und so weiter. Und dann hören sich 100 Milliarden zwar sehr viel an, wenn man das aber mal zusammenzählt, was wir wirklich brauchen, dann brauchen wir jeden Cent davon. Und dann können wir nicht irgendwas für andere sicher berechtigte Forderungen hiervon abgeben. Das wäre also die eine Erwartungshaltung, dass dieses Sondervermögen für uns zur Verfügung steht. Das zweite ist das Thema Landes- und Bündnisverteidigung. Seit 2014, in den letzten Jahren immer ein bisschen mehr, ist das ein geflügeltes Wort in der Bundeswehr und im Verteidigungsministerium. Außerhalb können die wenigsten wirklich was damit anfangen. Wenn man in Diskussionen diesen Begriff benutzt, dann kommt schon mal vor, dass man ein bisschen komisch angeguckt wird, als Kriegstreiber oder so etwas. Bei dieser Zeitenwenderede freue ich mich, dass dieser Begriff der Landes- und Bundesverteidigung jetzt mal so offen ausgesprochen worden ist, dass es die ganze Gesellschaft erreicht. Mhm. Denn wie auch richtig schon ausgeführt von Dr. Bartels, die Bundeswehr ist in den letzten 20 Jahren wirklich spezialisiert worden für internationales Krisenmanagement. Das können wir auch wirklich gut. Deswegen diese Umfrage hier, ich habe da nicht mitgemacht, ich habe die eben noch mit einem halben Auge geguckt, hätte ich garantiert anders abgestimmt, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Wir müssen wieder in der Lage sein, diese internationalen Einsätze, die wir auch weiterführen werden, trotzdem die Landes- und Bündnisverteidigung im Bündnis mit der NATO und der EU sicherstellen zu können. Und dass ein Bundeskanzler im Deutschen Bundestag das so klar sagt und dass das auch überall mit Beifall aufgenommen worden ist, ist für mich eine Zeitenwende. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Und das ist für mich ganz entscheidend. Dieser ganze Gedanke und diese Diskussion muss die Gesellschaft erreichen. Denn wir alleine in der Bundeswehr, in der Regierung, im Parlament können das nicht alleine. Die Gesellschaft muss das erkennen, die Notwendigkeit, und sie muss dahinter stehen. Und die Diskussionen, die seit dem 27. Februar geführt werden, in meinem persönlichen Umfeld, in der Öffentlichkeit, wo auch immer, die zeigen, dass das Thema jetzt angekommen ist und diskutiert wird. Man muss da nicht immer in die gleiche Richtung laufen, aber allein, dass diese Diskussion angestoßen worden ist und sich Leute jetzt über einen Gepard-Panzer unterhalten, die vor einem halben Jahr noch nicht wussten, wie das buchstabiert wird, ist für mich eine Zeitenwende und das kann nur positiv sein. Vielen Dank. Da möchte ich auch gleich nochmal nachhaken. Die gesellschaftliche Sphäre. Neben den militärischen Komponenten, strategischen Komponenten,
Wie können wir es schaffen, dass diese Diskussion jetzt auch angestoßen wurde und auch die Zeitenwende, die politisch angestoßen wurde, auch gesellschaftlich getragen werden kann? Wie können wir verhindern, dass es eben keine Eintagsfliege oder gesellschaftlich betrachtet eine etwas kurzweiligere Diskussion ist und bleibt? Herr General Rams, haben Sie da vielleicht ein paar Gedanken zu? Ich hatte ja vorhin schon bei meiner Aufzählung meiner drei Punkte gesagt, A, die Gesellschaft muss mitgenommen werden. Ich hatte angesprochen, zwei Möglichkeiten, die sich gegenseitig unterstützen müssen, um das zu erreichen. Dabei steht bei mir an der ersten Stelle steht die Politik. Ich möchte einen kleinen Einwurf machen gleich, indem ich an den 1. Mai denke und den DGB-Vorsitzenden mit seiner Ansprache nach dem Motto, und unsere Sozialleistungen dürfen nicht zugunsten der Bundeswehr und der Streitkräfte gekürzt werden. Wenn das die Einstellung ist, werden wir dieses Ziel nicht erreichen, schlicht und einfach formuliert. Und ich hatte immer gedacht, dass auch Gewerkschaftsvorsitzende eine gewisse allgemeine Verantwortung in der Gesellschaft tragen. Da scheine ich mich ein bisschen geirrt zu haben. Und der zweite Punkt ist halt eben der, und da erwarte ich dann Reaktionen von der Politik, sage ich in aller Deutlichkeit. Und der zweite Punkt ist der, dass ich halt eben sage, ich möchte gerne, so wie heute Abend im Generalmajor Hoppe hier auf dem Podium, möchte ich gerne mich ersetzt sehen. Ich formuliere das jetzt ein bisschen burschikos absichtlich, beim zweiten deutschen Fernsehen oder anderen Fernsehsendern durch aktive Soldaten, die diese ihre Meinung auch nach draußen vertreten können, damit unser Land lernt, dass es eine Bundeswehr hat und dass diese Bundeswehr gerade zurzeit Verantwortung übernimmt für bestimmte Bereiche und aus dem Grund in der Öffentlichkeit präsent sein muss, schlicht und einfach so formuliert. Das ist Wunschdenken. Ich weiß nicht, ob der alte von der Leyen Erlass noch gilt nach dem Motto Maulkorb. Zumindest müsste das mal gecheckt werden, Herr Hoppe. Vielen Dank. Also ich habe keinen bekommen für heute. Ja, nicht. Darf ich ja noch eine Frage an Herrn Hoppe hinterher schießen? Gerne, ja. Er hat vorhin gesagt, dass das Thema, ich sage das mal vorsichtig, Modernisierung der Ausrüstung kein so großes Thema ist, sondern erst mal Vollausrüstung und dergleichen mehr. Ist das wirklich richtig mit Blick auf Kommunikationsmittel, Cyber und all die anderen Dinge? Sind wir da nicht ein bisschen hinterher? Ja, dann habe ich mich vielleicht ungenau ausgedrückt. Natürlich sind wir hinterher, gerade bei Cyber und bei Kommunikationsmitteln. Wir haben schon mal grob ausgerechnet, dass wir welchen Betrag wir brauchen, um unsere Führungsfähigkeit so herzustellen, dass wir modern mithalten können, auch mit anderen Partnernationen. Da haben wir noch nicht einen einzigen Panzer oder kein Flugzeug auf Vordermann gebracht. Da sorgen wir nur dafür, dass wir vernünftig miteinander kommunizieren können, und zwar so, dass ein potenzieller Gegner nicht mithören kann. Da sind wir hinterher. Ja, also deswegen sage ich ja, Ausrüstung im Sinne von das, was wir haben, so auf Stand bringen, dass wir damit in einem Einsatz auch bestehen können. Okay. Also Vollausstattung soll ja nicht heißen, Funkgeräte von vor 40 Jahren nachbauen, um dann alle zu haben, sondern neue zu kaufen. Und was jetzt State of the Art ist, wäre Modernisierung für die Bundeswehr. Ja. Genau so. Darf ich, ich möchte jetzt nicht in Kleinteile reingehen, aber einen Punkt würde ich gerne noch ansprechen dabei. Und diese Kommunikationswege müssen sicher sein. Punkt. Denn wir kriegen, glaube ich, gerade in der Ukraine vorgemacht, man wundert sich immer über die Zahlen der Generale, die von den russischen Streitkräften oder der russischen Streitkräfte, die getötet worden sind, wir kriegen gerade in der Ukraine vorgemacht, wie man Generale aufklärt und wie man sie dann bekämpft. Also diesen Fehler sollten wir nicht wiederholen oder nicht machen. Alles klar. Achso, war das eine Frage an mich? Ja, nein, ich dachte, dann habe ich dich nicht verstanden. Ich dachte, Sie wollten dazu noch was entgegnen, aber ich würde dann gerne noch mal auf meinen... Ich gebe ihm vollkommen recht. Alles klar. Die russischen Streitkräfte werden zum Teil mit Handys geführt, mit Mobiltelefonen. Und da können Sie feststellen, wo die losgehen und da können Sie feststellen, wo die ankommen und Sie können zum Teil die Daten abfragen. Und die Amerikaner und mit Hilfe der Amerikaner haben die Ukrainer die Mittel und Möglichkeiten, hier relativ schnell sehr genaue Zieldaten zu ermitteln. Und die nutzen sie. Dann ziehe ich doch jetzt einfach nochmal, weil wir jetzt gerade beim Themenkomplex sind, ziehe ich meine andere Frage doch nochmal vor. Wie sieht denn die Bundeswehr der Zukunft aus? Wenn wir jetzt sagen, wir haben das Sondervermögen, wir können erstmal ausrüsten, aber gleichzeitig müssen wir auch den Blick nach vorne wenden.
Wie sieht denn die Bundeswehr der Zukunft aus? Herr General Rams hat schon mal deutlich gemacht, Sicherheit, Cybersicherheit, da müssen wir noch mal ran, da muss noch mal was getan werden. Aber auch aus Ihrer Erfahrung, Herr Dr. Bartels zum Beispiel, als Werbeauftragter, ehemaliger Werbeauftragter, da haben Sie sich ja sicherlich auch schon Gedanken um die Zukunft gemacht, sicherlich auch. Was wären denn Ihre Punkte bezüglich einer Bundeswehr der Zukunft und was muss jetzt innovationsmäßig auch getan werden? Also was wir sehen in der Ukraine ist, dass das klassische Kriegsbild nicht verschwunden ist. Also man hat ja über Jahre so getan, als ob in Zukunft alles nur noch Cyber oder Hybrid sein würde oder irgendwie Terror und Bombenanschläge irgendwo auf dem Marktplatz. Und dafür ist die Bundeswehr auch ertüchtigt worden. Also in der Auslandseinsatzzeit, also diesen 20 Jahren, also ist ja modernes Material gekommen, aber eben auf diese Gefahren optimiert. Also keine andere Nation hat so gut geschützte Fahrzeuge in Afghanistan einsetzen können, auch auf dem Balkan, wie Deutschland mit der Bundeswehr. Aber was wir jetzt brauchen, sind dann offensichtlich jedenfalls auch Fähigkeiten, sich in dem klassischen Gefecht, in der klassischen Situation, wo es eine Front gibt, durchsetzen zu können. Und da sagen mir sozusagen die Verantwortlichen im Heer, das ist in den letzten Jahren vollständig verloren gegangen. Also man hat sozusagen eher die Toolbox. Wir haben gerade noch Brigaden und Divisionen, also auf der Ebene von Stäben, aber Divisionen, die keine Divisionstruppen haben. Sondern da sind dann halt drei Brigaden drunter geschnallt und wenn wir Glück haben, noch eine vierte niederländische, was gut ist. Aber das muss wieder zu organischen Großverbänden werden. Wir hatten mal 12 Divisionen in der Zeit des Kalten Krieges, jetzt reden wir über 3. Drei Divisionen mit jeweils 3 Brigaden und das Heer kriegt im Moment nicht eine Brigade voll ausgestattet für die NATO eingemeldet. Also von da rollen wir jetzt ab und nun muss es schnell gehen. Also das Zieldatum war 2031, bis dahin sollte die Bundeswehr diese NATO-Verpflichtungen erfüllen, also vor allem beim Heer, die 3 voll aufgestellten, also verlegefähigen, kampfkräftigen Divisionen. 4 gemischte Luftwaffenverbände, entsprechend also die Marine mit größeren Gebinden von Schiffen, übrigens eindrucksvoll, wie die Marine jetzt in der Ukraine-Krise, also von einem Tag auf den anderen, ich glaube 25 Schiffe zur See gebracht hat, von 50, die sie haben. Also das war schon gut und zwar erstmal egal, ob die jetzt noch ausgebildet werden müssen und ob die aufmunitioniert sind, sondern zeigen. Das ist ja da, damit kann man sozusagen russische Flottenbewegungen begleiten. Und gucken, also was die machen. Also insofern, wir haben eine Menge, das muss verbessert werden, insbesondere was die Landstreitkräfte angeht. Und deshalb sagte ich Strukturreform, also es wird nicht ohne gehen. Und dann, ja, mein erster Satz als Wehrbeauftragter, als ich gewählt worden bin und mich vorgestellt habe, der Hauptstadtpresse, die mich ja noch gar nicht kannte, na, natürlich wussten die vorher auch schon, nicht? Aber sozusagen mein erster Satz war, es ist von allem zu wenig da. Und ehrlich gesagt war ich so ein bisschen skeptisch, ob jetzt irgendwelche Schlaumeier kommen würden und sagen, naja, aber davon haben wir zu viel und da ist immer noch so. Aber es ist niemand, es hat keiner gesagt, davon haben wir zu viel. Also später habe ich selbst festgestellt, es gibt ein bisschen zu viel Bürokratie. Aber also dieser Satz stimmt eigentlich immer noch. Also das ist das Dramatische. Also ich habe ihn 2015 gesagt, 2014 war die große sicherheitspolitische Wende mit der Krim. Da sind ja auch neue Beschlüsse gefasst worden, die NATO-Beschlüsse von Wales. Kollektive Verteidigung jetzt wirklich wieder ernst gemeint und die Trendwenden, die Frau Ministerin von der Leyen ausgerufen hat, aber passiert ist viel zu wenig. Vielen Dank, Herr General Rams. Also nicht im Sinne von Gegenrede, bitte nicht falsch verstehen, Herr Dr. Bartels. Aber 2014, das sicherlich richtig war, ein Weckruf mit verschiedenen Trendwenden im Bereich Personal, Material, Ausrüstung und dergleichen Dinge mehr. Aber sind wir nicht 2015, 16 dann wieder in unsere friedliche Ruhe zurückgekehrt? Wenn ich an den Verteidigungshaushalt denke, der sicherlich durch den Finanzminister, das war nach meinem Kenntnisstand der heutige Bundeskanzler, immer, ich sag mal, mit der Bereinigungssitzung noch mal so ein bisschen aufgebockt worden ist, muss man zugeben, gar keine Frage. Trotzdem hat er den von uns mal selber versprochenen nicht mal 2, sondern 1,5% nicht entsprochen in dem Bereich. Na ja, gut, es war ein Aufwuchs über fünf Jahren über 40%. Das ist ja nicht wenig. Aber wenn man dann wieder guckt, wie das ausgegeben worden ist, da ist nicht viel zu erkennen an Fortschritt. Das ist, da gebe ich Ihnen recht. Aber trotzdem, ich sage, dieser Bereich muss intensiviert werden. Bei den Strukturen bin ich ein bisschen anderer Meinung als Sie, weil diese Strukturen, die wir haben, ja nicht auf Bataillone optimiert worden sind oder gar Brigaden optimiert worden sind.
die geschlossen in weltweite Einsätze gegangen werden, sondern das passt schon einigermaßen. Da muss vielleicht das ein oder andere Bataillon noch ergänzt werden. Und wir haben ja noch ein Defizit, welches wir als Beispiel, da gibt es sicherlich noch mehr, welches wir am Ende der Zeit 2011, als die Entscheidungen gefällt worden sind für die weltweiten Einsätze, völlig niedergelegt haben. Das ist das Thema Flugabwehr und dass man möglicherweise Flugabwehrmittel, sei es Flugabwehrraketen, sei es Flugabwehrpanzer, egal ob bei der Luftwaffe oder beim Heer, benötigt. Das sieht man im Szenario, was wir zurzeit in der Ukraine erleben. Und ich möchte niemanden bitten oder niemanden auffordern, eine Kampftruppenbrigade, möglicherweise mit 3 oder 4 Kampftruppenbataillonen, Artillerie, Aufklärer noch mit dabei, Pioniere noch mit dabei, ohne den entsprechenden Flugabwehrschutz auf dem Gefechtsfeld in der heutigen Zeit zu schicken. Das wäre, ich sag mal, fast verbrecherisch oder verantwortungslos. Also wir haben Defizite, die müssen gefüllt werden und da müssen wir ran. Und da müssen wir dann möglicherweise auch über die ein oder andere Neuausrüstung nachdenken, wenn wir die letzten verbliebenen 50 Gepard an die Ukraine abgegeben haben. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Kiesewetter. Von allem Material zu wenig, wir müssen alles jetzt mal aufstocken. Ist das auch Ihre Haltung? Also wir müssen aufpassen, dass wir in der sicherheitspolitischen Debatte verständlich bleiben für die Bevölkerung und bei allen technischen Überlegungen und strukturellen Überlegungen daran denken, dass wir die richtigen Offiziere, männlich, weiblich, die richtigen Meister, Feldwebel, und die richtigen Mannschaftssoldaten bekommen. Und das bekommen wir nur, wenn wir in der Bevölkerung nicht nur den Eindruck vermitteln, sondern auch das Bewusstsein, dass die Bundeswehr bestmöglich ausgestattet ist. Und dass dahinter ein Parlament steht und nicht Lippenbekenntnisse. Und das Entscheidende an dieser Zeitenwende sind ja 2 Botschaften. Erstens mit dem 100 Milliarden Sondervermögen die extremen Defizite, die sich über 30 Jahre angesammelt haben, abzuräumen. Und zweitens mit der Absicht, das 2%-Ziel dauerhaft zu erreichen, auch zu zeigen, dass wir ein Interesse haben, nicht nur kurzfristig, sondern überhaupt das 2014 gegebene Versprechen zu erreichen. Von beidem sind wir erstmal ein Stück weg. Für das 100-Milliarden-Vermögen, das man aus bestimmten Gründen ins Grundgesetz bringen will, brauchen wir eine 2/3-Mehrheit. Und da entschieden wurde, dass die 100 Milliarden anrechnen auf das 2%-Ziel, werden sich dieselben Fragen, die sich heute stellen, 2026, 2027, wenn das Sondervermögen verbraucht ist, eben wieder stellen. Und ich glaube, es ist jetzt Aufgabe verantwortungsbewusster Politik und deswegen ist es auch richtig, dass die Opposition erwähnt wurde, weil für eine 2/3-Mehrheit braucht man sie nun mal, dass dieses Sondervermögen die eine Baustelle ist und das andere, wie erreiche ich nachhaltig nicht 2%, wenn die Wirtschaftsleistung extrem sinkt, dann ist man vielleicht froh, dass man nur 2% ausgeben muss, sondern dass der Verteidigungshaushalt mindestens 20% Investitionsanteil hat. Als ich 1997 ins BMVG kam, war die Vorgabe 30% und wir lagen bei 23%. Jetzt liegen wir irgendwo bei 16% oder 17%, also weit weg von den Zielen. Und wenn wir das 2%-Ziel haben wollen, gehört auch dazu, dass die Zusammenarbeit unter den Streitkräften, Thema Interoperabilität, möglich ist. Offensichtlich gelingt das der russischen Streitmacht nicht. Aber uns können wir solche Fehler nicht durchgehen lassen. Und dazu kommt auch die Forderung nach Standardisierung. Warum sage ich das? Wenn wir wollen, dass die Ein-Kind-Familien in Deutschland ihrer Tochter oder ihrem Sohn überzeugend sagen, ja, es ist gut, geh einige Jahre zur Bundeswehr, dann können wir uns das nur leisten, wenn die Bevölkerung auch weiß, dass die ganzen Hauptquartiere, Ämter, Streitkräfteämter, Unterstützungskommandos und so weiter und so fort reformiert werden, dass die Truppe in die Lage versetzt wird, Landes- und Bündnisverteidigung auch zu leisten, rein durch die Strukturen. Wir haben heute genauso viele Generale wie 1990, 220. Nur, dass wir damals 12 Divisionen, 3 Korps, 36 Brigaden, eine funktionierende Reservestruktur hatten, die 2003 aufgelöst wurde. Und ich habe ja nichts dagegen, dass wir weiterhin 220 Generale haben. Die NVA im Verhältnis, viel kleiner als wir, hätte die Bundeswehr 800 Generale haben müssen. Also wir sind sparsam in den Generalsposten. Aber ich möchte, dass Generale Brigaden führen
und nicht Oberste, die dann irgendwann in der Zweit- oder Drittverwendung, nachdem sie B3 waren, irgendwann B6 und dann General werden, als Unterabteilungsleiter irgendwo. Ich möchte, dass diejenigen, die Truppe führen, auch sichtbar was auf der Schulter haben. Und ich möchte, dass wir im internationalen Vergleich auch attraktiv sind für unsere jungen Offiziere, wo die anderen Streitkräfte eben ein oder zwei Dienstgrade mehr auflegen, nicht aufs Konto, aber auf die Schulter, dass sie auf Augenhöhe mit Franzosen, die immer mit einem Stern mehr herumlaufen, auch auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Das Militärische ist sehr stark auf Strukturen, auf Äußerlichkeiten, auf Formales gerichtet. Und das begreift man oft im Parlament nicht, dass wir unseren Streitkräften etwas Gutes tun, wenn sie in internationalen Verhandlungen der Stellvertreter des Generalinspekteurs auch als Viersterner geht. Oder wenn die großen Flächenländer als Landeskommandeure Generale haben. Nordrhein-Westfalen hat es, Baden-Württemberg nicht, Bayern hat es. Also wir haben da eine Struktur, die irgendwo nicht mehr nachvollziehbar ist und ungeheuer verschachtelt. Und als junger Mensch, meine Tochter ist bei der Bundeswehr, mein Schwiegersohn auch, kriege ich natürlich mit, wie die jungen Menschen ticken. Ich bin kein junger Mensch, bin Opa. Aber davon abgesehen, wenn wir wollen, dass junge Leute, und zwar die Besten, zu den Streitkräften gehen, dann brauchen wir auch noch eine Durchlässigkeit in den drei Säulen, die wir in Deutschland haben. Seit 1990, aufgrund der starken wirtschaftlichen Entwicklung, können wir es uns leisten, dass es kaum mehr einen Austausch zwischen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft gibt. Und es wäre sehr gut, wenn wir die Neuausrichtung der Reserve, auch die Professionalisierung der Reserve, in enger Abstimmung mit der Wirtschaft haben, funktionsbezogen, dass eben junge Wirtschaftsführer mit einer vernünftigen Ausbildung Reserveoffiziere sind, männlich, weiblich und umgekehrt, dass wir auch Spitzenoffiziere für einige Zeit in die Wirtschaft schicken, wie die Niederlande es machen, um in der Lage zu sein, die Bedürfnisse der Wirtschaft, übrigens auch der Rüstungsindustrie, viel stärker zu verinnerlichen. Also hier gibt es eine Menge Reformbedarf und da ist das Thema Zeitenwende eine Chance, auch verkrustete Strukturen aufzubrechen und wieder dafür zu werben, dass die Truppe dafür da ist, wofür sie gebraucht ist, nämlich das sicherheitspolitische Instrument des Landes neben den diplomatischen und entwicklungspolitischen und anderen Instrumenten, die wir haben. Und das besser vernetzt. Deswegen eben nochmal mein Plädoyer für eine Neuausrichtung der Reserve, zivil wie militärisch, und einer entsprechend ausgerichteten, ressourcenorientierten nationalen Sicherheitsstrategie, die aber praktikabel sein muss und nicht wie das Weißbuch dann leider eben nicht mit Weißbuchreferaten renoviert wurde, sondern leider als Standalone-Projekt innerhalb der Bundeswehr nicht. Da gibt es die Konzeption der Bundeswehr, die Eingeweihten wissen das alles. Aber in der nationalen Sicherheitsarchitektur leider als Standalone-Projekt dasteht. Und das müssen wir neu machen. Das gehört auch zur Zeitenwende dazu. Vielen Dank für diese Ausführungen. Herr General Hoppe, haben Sie zum Thema Strukturreform, das hatten Sie auch kurz erwähnt, vielleicht noch ein, zwei Sätze? Ja, gerne. Also die Kernfrage war ja, wie stelle ich mir die Bundeswehr der Zukunft genau, vor? Genau. Das hat nicht nur was mit Strukturen zu tun, aber ich möchte gerne damit anfangen. Ich glaube nicht, dass wir eine Strukturreform auf der Ebene der Truppe unten brauchen. Aber wir brauchen sie in den Führungsstrukturen. Da müssen wir führungsfähiger werden und mit führungsfähig in diesem Kontext meine ich nicht unbedingt IT und Funkgeräte, sondern meine ich Strukturen, die darauf optimiert sind, die Truppe zu führen. Ja, die ganzen Kommandos und, Unterstützungskommandos und Hauptquartiere. Die entsprechenden Kommandos, aber auch die Abgrenzung der Kommandos. Denn, und jetzt komme ich zur Bundeswehr der Zukunft, wie ich sie mir vorstelle, wir haben ja eben schon besprochen, eine Aufgabe wird mit Sicherheit oder ist die Landes- und Bundesverteidigung. Die zweite, die dürfen wir nicht vernachlässigen, ist immer noch das internationale Krisenmanagement. Das werden wir nicht komplett abgeben. Die beiden Aufgaben müssen wir irgendwie gleichwertig bedienen können. Vielleicht nicht gleichzeitig, aber gleichwertig. Dann kommt noch eine dritte Aufgabe dazu, die selten, in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Durch die Veränderungen der europäischen Sicherheitsstruktur ist Deutschland ja nicht mehr Frontstaat, das dürfte jetzt für niemanden Neues sein, sondern wir sind Drehscheibe, also wir nennen das eine Drehscheibe. Wenn im östlichen Bündnisgebiet ein Konflikt, eine Krise aufzieht, und das haben wir jetzt ja schon erlebt, dann werden Truppenverstärkungen ja nicht nur durch uns an die Ostflanke verlegt, sondern durch andere europäische Nationen oder durch die Amerikaner oder die Kanadier. Und die landen dann irgendwo an der deutschen Nordseeküste oder auf Flughäfen in Deutschland zu Hunderten, zu Tausenden mit dem entsprechenden Material und wollen weiter nach Osten. Das muss ja gemanagt werden. Das kann man ja nicht den Truppenteilen selber überlassen. Das ist eine riesige Aufgabe, der wir uns gerade stellen, wo wir zusätzlich jetzt auch, man möge jetzt schmunzeln, Kommandobehörden einrichten,
Das ist aber zwingend erforderlich, weil das kann keiner nebenher machen. Wir sind ja bekannt dafür, dass wir viele Aufgaben in Dritt-, Viert- oder SIP-Funktionen übernehmen. Ich finde es positiv sehr gut, dass wir hierfür extra Strukturen einrichten, die das für die NATO, aber auch für Deutschland machen, um diese Aufgabe, die wir der NATO gegenüber angezeigt haben, auch erfüllen zu können. Dann über Ausrüstung, über Führungsfähigkeit an sich haben wir eben schon gesprochen. Ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für mich, was die Zukunftsfähigkeit der Bundeswehr ist, und der Abgeordnete Giesewetter hat es eben angesprochen, das sind unsere Menschen, das ist das Personal, das sind die Soldatinnen und Soldaten, die wir in der Bundeswehr haben. Hier ist es aus meiner Sicht das Essentielle, dass wir hier qualitativ hochwertiges und vor allem hochmotiviertes Personal finden, gewinnen und an uns binden, die begeistert sind von dem, was sie bei uns tun. Das heißt, wir müssen attraktiv werden, noch mehr als wir sind. Ich meine damit nicht die Attraktivitätsprogramme der letzten Jahre, sondern ich meine ganz einfach klassisch Attraktivität dadurch, dass wir unseren Auftrag erfüllen können, dass ein Panzer fährt, ein Flugzeug fliegt und ein U-Boot taucht und was sonst noch alles. Wenn die jungen Leute zur Bundeswehr kommen und merken, im ersten halben Jahr geht erstmal gar nichts, und im nächsten halben Jahr werde ich vielleicht ausgebildet. Nein. Und dann dauert das nochmal 2 Jahre, bis ich meine endgültige Ausbildung kriege. Und bis ich das erste Mal in einem Kampfflugzeug sitze, bin ich schon 7 Jahre bei der Bundeswehr. Dann ist das nicht attraktiv. Und wenn ich dann noch merke, ich sitze in diesem Kampfflugzeug und mir fehlen da Dinge, um wirklich in den Krieg zu gehen. Das Gleiche gilt mit Sicherheit für U-Boote, Schiffe, Panzer. Das weiß ich jetzt nicht genau, bei Fliegern kenne ich mich ein bisschen aus. Dann ist das nicht attraktiv. Und da müssen wir ran. Deswegen auch, ich sage mal, so eine Art Spin-off-Effekt, wenn wir die Ausrüstung auf Vordermann bringen und einsatzfähige Waffensysteme haben, dann ist das das größte Attraktivitätsprogramm, das man sich vorstellen kann. Dann haben die Leute wieder Interesse, zu uns zu kommen. Wenn ich in meinem Umfeld, ich habe 2 Töchter, wenn ich da so im Umfeld rede, dann kommt immer, ja, wenn ich jetzt zu euch komme, dann warte ich erst mal ein halbes Jahr auf den Lehrgang, dann warte ich noch 3 Jahre auf den nächsten Lehrgang und hinterher sitze ich irgendwo und es funktioniert nichts. Ich gehe lieber zur Telekom, zu Ford oder zu Bayer. Da müssen wir hin, dass es attraktiv ist, zur Bundeswehr zu kommen, um die Leute an uns zu binden, die wir haben wollen. Und deswegen ist das ein zusätzlicher Punkt, was dieses Ausrüstungsthema angeht. Und wir müssen uns, denke ich, fokussieren auf das, was wir leisten wollen und das dann richtig gut können. Und das fordert auch eine Priorisierung von Mitteln, von Gedanken, von der ganzen Aufstellung. Vielen Dank, Herr General Rams, Sie hatten sich gemeldet. Also, alles unterschrieben, insbesondere das, was mit Blick auf Attraktivität, Nachwuchs und dergleichen geht sofort. Ein Panzerfahrer will Panzer fahren und nicht Unimog oder sonst irgendwelche Dinge mehr, um das so einfach zu formulieren, aus der Heeresbrille. Gilt für den Piloten bei der Luftwaffe, für den Soldaten bei der Marine in gleicher Art und Weise, keine Frage. Nur wir müssen auf einen Punkt müssen wir achten. Sie haben richtig dargestellt, wir haben im Prinzip 3 parallel laufende Aufgaben. Das ist einmal das Thema Landes- und Bündnisverteidigung. Das ist das Thema möglicherweise weltweite Stabilisierungseinsätze. Und das ist das Thema, was ich für sehr wichtig halte, Drehscheibe Deutschland. Weil dieser Bereich wirklich dafür notwendig ist, um die Alliierten dorthin zu bekommen, rein mechanisch dorthin zu bekommen, wo sie hinterher gebraucht werden, sprich an der Ostgrenze Polens oder oben in dem Nordostzipfel der baltischen Staaten, vielleicht auch demnächst als Verstärkungstruppenteil in Finnland und in Schweden und dergleichen mehr, wobei ich dann eher auf Finnland und Norwegen gucken würde, denn Schweden liegt für mich in der 2. Reihe, aber das ist ein anderes Thema. Aber das sind die wichtigen Punkte. Nur, da müssen wir uns auch darüber im Klaren sein, zurzeit sieht die Planung so aus, dass wir bis zu 185.000 Soldaten haben sollen. Ich weiß nicht, wo die 203.000 im Augenblick rumschwimmen, ob die noch valide sind, aber ich vermute ja. Das heißt, es bedarf noch eines personellen Aufwuchses von, ich sag mal vorsichtig, mindestens 20.000 Soldaten, Soldatinnen in der Größenordnung. Und da muss man auch ziemlich genau hingucken, dass wir uns mit diesen 3 Aufgaben, die Sie gerade beschrieben haben und die ich gerade nur wiederholt habe, nicht irgendwo anfangen, einen Bruch zu heben. Das heißt, wir müssen im Prinzip, egal was die Soldaten hinterher machen, bei dem aktiven Personal mit Blick auf weltweite Einsätze auf das Dispositiv zurückgreifen, welches auch für Landes- und Bündnisverteidigung vorgesehen ist. Wir können nicht 2 verschiedene Säulen oder 3 verschiedene Säulen aufbauen, sondern wir müssen die Soldaten sicherlich spezialisieren, keine Frage. Für mich ist Landes- und Bündnisverteidigung, sage ich jetzt mal, Sie können mir gerne widersprechen, die Aufgabe, die am höchstwertigsten ist,
und der sich andere unterzuordnen haben. Das kann möglicherweise bedeuten, ich sage das mal ganz einfach, dass ich mich dazu entscheide, einen Stabilisierungseinsatz im Land X, irgendwo im Horn von Afrika oder dergleichen mehr zu beenden, weil ich in eine Landes- und Bündnisverteidigungssituation reinkomme. Das heißt aber auch noch was anderes. Das heißt nämlich auch noch, dass ich einen wahnsinnig hohen Einsatzbereitschaftsstand meiner Streitkräfte haben muss. Denn wenn eine solche Situation kommt wie die Ukraine, auch wenn ich, sage mal in meinen Worten, die Vorwarnzeit aufgrund des Verhaltens der Russen fast ein Jahr betragen hat, also die ersten Truppenteile aus Nowosibirsk und Nordkaukasus haben sich in Richtung Ukraine im Februar 21 bewegt, damit wir uns auch da richtig verstehen, das ist die Situation. Aber wir werden trotzdem kurze Reaktionszeiten haben. Und wenn ich an die VGTF denke oder vergleichbare Truppenteile, dann reden wir irgendwo zwischen 5 bis 10 Tagen oder dergleichen. Das heißt, das verlangt einen Einsatzbereitschaftsstand, der sehr hoch sein muss. Auf der anderen Seite aber auch eine Belastung für die Soldaten und Soldaten. Vielen Dank. Sie wollten noch was entgegen? Wenn ich darf, würde ich das direkt gerne kurz aufnehmen. Ja, die Reaktionsfähigkeit, das ist eine der größten Herausforderungen. Ja. Dafür, dass wir noch nicht, ich sage mal vorsichtig, perfekt dafür aufgestellt sind, waren wir aber ziemlich gut. Also wenn ich mir angucke, wie schnell wir reagiert haben und zusätzliche Truppen zum Beispiel nach Litauen versandt haben, wie schnell die Luftwaffe in Polen, Rumänien und der Slowakei Flagge gezeigt hat und eben wurde es ja schon angesprochen, wie schnell die Marine in der Ostsee unterwegs war und eine entsprechende Aufstellung eingenommen hat. Da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Da kann man noch besser werden, brauchen wir uns nicht zu verstecken. Ich wollte ganz kurz was zu dem Personalthema sagen. Ja, die 203.000 sind noch in den Papieren. Ich bin da jetzt nicht direkt der Zuständige für, aber das weiß ich. Die muss man aufschlüsseln. Etwa 3.000 davon sind Reservisten. Viel zu wenig, da gebe ich Ihnen recht. Und 185 Berufs- und Zeitsoldaten. Die anderen sind freiwillig Dienende in der Regel Mannschaftsdienst gerade. Da sind wir ungefähr dran. Eine große Herausforderung ist, das einfach zu regenerieren. Die Bundeswehr braucht im Jahr in etwa 30.000 neue Soldatinnen und Soldaten, um sich einfach nur zu regenerieren. Wenn Sie jetzt rechnen, dass wir sagen, wir wollen vielleicht eine Auswahl, eine Bestenauslese machen mit einem Faktor 1:4, dann brauchen Sie etwa 120.000 junge Männer und Frauen, die sich im Jahr bei der Bundeswehr bewerben. Bei jährlichen Schulabgängen, und die weiß ich jetzt, weil die Leute sind schon da kommt nichts Neues dazu, von 600.000 bis 800.000 pro Jahr, bedeutet das, dass im Schnitt jeder Fünfte sich bei der Bundeswehr bewerben muss. Wie realistisch das ist, überlasse ich jetzt jedem Einzelnen. Und das ist das, wo wir ran müssen, das zu erreichen, dass es attraktiv ist, sich bei uns zu bewerben, sodass wir auch in der Lage sind, das beste Personal auszusuchen, die dann in eine attraktive Verwendung zu führen, um sie auch bei uns zu halten. Und damit durch die Motivation und alles, was die bei Twitter, Facebook und sonst wo dann an begeisterten Kommentaren über die Bundeswehr rausbringen, ist der beste Werbeträger, den wir haben können. Vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr möchte ich... Und darf ich noch eine Frage stellen? Ist mein Kenntnisstand richtig, obwohl Sie jetzt nicht der Zuständige sind, wie Sie gerade gesagt haben, dass die Bewerberzahlen mit Blick auf die Offizierlaufbahn, Unteroffizierfeldwebellaufbahn und Mannschaftslaufbahn relativ stark variieren? Dass es bei den notwendigen Bewerbern, bei den Mannschaften langsam zu einem Verhältnis 1:1 kommt, bei den Feldwebel 1:3 oder 1:4 und bei den Offizieren, glaube ich, 1:5 oder 1:6. Ja. Also die Zahlen, die ich nannte, sind geglättet über alle Laufbahnen, da gebe ich Ihnen recht. Da gibt es bessere und schlechtere Schnitte, vollkommen richtig. Insgesamt kann es aber nicht zufriedenstellend sein. Und eine Erhöhung dieser Zielvorstellung, also der Zahlen, die ich nannte, 185.000, 203.000, haben wir geprüft, überlegt, aber zu den Akten gelegt, weil wir einfach sagen, in der jetzigen demografischen Situation in Deutschland ist das unrealistisch, das zu erreichen. Und es macht ja keinen Sinn, zu sagen, ich plane jetzt auf 250.000 oder 300.000 Soldaten, plane die Strukturen aus und dann habe ich irgendwo ein Bataillon, jetzt mögt man mich schlagen mit 800 Leuten, die das haben müssen, aber es sind nur 500 da. Dann hilft uns das auch nicht weiter. Deswegen ist es schon sinnvoll, das realistisch auszuplanen, was wir erreichen können und dann das Beste dran zu tun, das mit qualifiziertem Personal zu füllen. Vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr möchte ich noch einen Themenkomplex ganz kurz ansprechen. Und zwar, es wurde jetzt schon mehrfach in dieser Runde genannt, einmal die nationale Sicherheitsstrategie. Und da würde ich ganz gerne Herrn Dr. Bartels einmal fragen, eine Strategie, eine neue nationale Sicherheitsstrategie,
Ja, nein, oder ist es halt wieder ein Papiertiger, der irgendwo in der Schublade verschwindet? Kann sowas uns in dieser Situation eigentlich helfen oder weiterbringen, uns auch strategisch besser aufzustellen? Das würde uns schon helfen und es ist eigentlich ein Anknüpfen an Zeiten, wo wir mit regelmäßigen Weißbüchern ja auch eine Fortschreibung von, also was ist die Aufgabe der Bundeswehr, wie ist sie strukturiert, was muss passieren, hatten. Nicht? Das letzte Weißbuch aus der Zeit des Kalten Krieges ist 400 Seiten stark, von 1985, und 300 Seiten davon beschäftigen sich mit der Struktur der Bundeswehr, also wie viel Personal hat sie, wo ist es eingesetzt, also wie viele Leute mussten umziehen aufgrund von Beförderung, also wirklich detailliert, also was ist der Zustand, was sind die Probleme der Bundeswehr, und auf 100 Seiten, was ist die sicherheitspolitische Lage im Bündnis gegenüber dem Warschauer Pakt und so. Also das gab es ja schon mal und ich würde sagen, das hatte sozusagen den Charakter einer nationalen Strategie. Also mit den Weißbüchern ist es dann nach 1990 nicht mehr so doll gewesen. Nicht? Das letzte von 2016, also enthält zum Beispiel die Begriffe Heer, Luftwaffe und Marine schon gar nicht mehr. Also die Bundeswehr kommt da praktisch also mit ihren Strukturen nicht mehr vor. Nicht? Also Resilienz hingegen, was ja auch ein wichtiger Begriff ist, kommt da 60 Mal vor. Aber jetzt mal zu Strategie. Der Begriff Strategie ist im Moment total schick, übrigens schon vor dem Ukraine-Krieg. Im Koalitionsvertrag ist es, glaube ich, der am meisten strapazierte Begriff. Also für alles, was man politisch vorhat, soll eine Strategie entwickelt werden, also auch für die Sicherheit, was ich richtig finde. Ich glaube, worum es da geht, ist nicht in erster Linie das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, sondern der Paradigmenwechsel, den wir erleben, ist ja der wieder hin zu einer wehrhaften Demokratie. Zur Wehrhaftigkeit der Demokratie. Also Freiheit muss verteidigt werden. Ich meine, das, was hier die GSP als Motto hat, nicht, dass man jetzt Freiheit überhaupt wieder für einen Wert hält, also um den man sich sorgen muss, der nicht sowieso selbstverständlich ist. Das ist schon was. Und übrigens auch im Koalitionsvertrag steht der Begriff Systemwettbewerb. Mhm. Ich glaube, inzwischen würde man das ein bisschen zugespitzter Systemkonflikt formulieren. Und Olaf Scholz hat auch letzte Woche in der Welt einen Aufsatz veröffentlicht, wo er also diesen Systemkonflikt beschreibt zwischen der demokratischen und der nicht-demokratischen oder antidemokratischen Welt. China ist ein totalitäres Land. Ich meine, da müssen wir uns nichts vormachen. Ja, nicht einfach nur irgendwie autokratisch, sondern ein totalitäres Land. Russland bewegt sich in die Richtung, ist allerdings außenpolitisch noch viel aggressiver. Also das ist die Auseinandersetzung, vor der wir stehen. Und deshalb ist sozusagen also sich der Demokratie, also der Werte, der Grundlagen der Demokratie zu vergewissern und dann zu ihrer Wehrhaftigkeit zu stehen, so extrem wichtig. Und zum Beispiel heute in der FAZ war, und das hat mich gefreut, ein Interview eines stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD, also der Bundestagsfraktion habe ich ja viele Jahre angehört. Und also da gibt es unterschiedliche Stimmen aus dem Bereich, aber hier war völlig klar, neue Wehrhaftigkeit. Also, dass dieser Begriff sozusagen jetzt benutzt wird und also von allen Lagern, von Grünen, von Sozialdemokraten, von Christdemokraten sowieso, nicht? Also benutzt wird, ist wichtig. Das ist ein Teil dieses geistigen Paradigmenwechsels, des Mentalitätswandels, der aber, glaube ich, in der Bevölkerung also nicht irgendwie durchgeboxt werden muss, sondern da ist schon eine Menge Bewusstsein da. Ich meine, wer jeden Abend die Bilder sieht, wie Freiheit, also zerschossen wird in der Ukraine, der hat ungefähr eine Vorstellung davon, also dass das eine Reaktion braucht, dass das sozusagen Power braucht. Und wenn Gewerkschaften also dagegen Diskussionen anfangen, würde ich sagen, ja, die Diskussionen müssen wir führen. Also ich habe in meiner Zeit als Wehrbeauftragter mal einen Termin gehabt, also einer der sonderbaren Termine, also eingeladen vom DGB-Bundesvorstand. Das sind ja im Prinzip nur 5 gewählte Mitglieder des DGB-Bundesvorstands, hauptamtliche Mitglieder, plus all die Sekretäre. Und wir haben dann 1,5 Stunden diskutiert über den Zustand der Bundeswehr. Das wollten die wissen. Und das konnte ich ja gut erzählen. Und sozusagen, man ist da ja auch Katastrophenmeldungen gewohnt. Also insofern, da kam sozusagen auch viel Mitgefühl. Also für den Zustand der Bundeswehr und dass man da was ändern muss. Das Bewusstsein war absolut da. Nicht? Bis hin zu der Frage, also kann man nicht eigentlich auch mal eine Wehrübung machen, so eine Kennenlernwehrübung, dass man überhaupt mal dieses, also das Interesse ist ja da. Wir müssen jetzt wirklich die Diskussion führen.
Nicht? Auch die Diskussion genau deshalb führen, weil es unterschiedliche Meinungen in der Gesellschaft gibt. Der Aufruf von Alice Schwarzer, also mich irritiert und bestürzt, ja, weil also den haben ja Leute unterschrieben, also die ich grandios und großartig finde. Juli C., Reinhard May, das sind auch tolle Leute, warum unterschreiben die sowas? Ich will mit denen diskutieren. Vielen Dank, Herr Kiesewetter. Sie hatten sich. Ich möchte das gerne aufgreifen, den Gedanken, und auch mal aus der praktischen politischen Arbeit zwei Punkte ansprechen, die ja Hans-Peter Bartels sehr gut kennt als langjähriger Abgeordneter. Das ist die Frage der Wettbewerbsfähigkeit und der Strategie. Die europäische Wettbewerbsfähigkeit, unabhängig von dem Krieg gegen die Ukraine, wird sich in der systemischen Auseinandersetzung mit China entscheiden. Aber bevor wir überhaupt in diese Auseinandersetzung weiter einsteigen und überlegen, wo und wie, werden wir 2024 mit der Frage konfrontiert, wer führt künftig die Vereinigten Staaten von Amerika? Wird ein Trump zurückkommen, der sagt, ich habe es euch doch gesagt, ihr habt die 2% nicht erreicht, ihr habt das nicht geschafft, ich kopple mich von euch ab. Im Übrigen ist Putin ein feiner Kerl. Oder besteht die Möglichkeit, dass wir weiterhin uns transatlantisch definieren? Und ich kann nur raten, dass wir als Europäer alles tun, dass die transatlantische Verbindung nicht verloren geht, weil dann reicht uns kein 2%-Ziel, wenn wir unsere Sicherheit definieren wollen und leisten wollen, dann brauchen wir 5-6%. Das werden wir gesellschaftspolitisch nur sehr schwer durchhalten. Also ist das der erste Schritt, den USA jetzt auch im Rahmen der Lastenteilung strategisch deutlich zu machen, wir sind für euch Partner, wir entlasten euch, wir halten euch auch in Europa, in der Mittelmeer-, nördlichen Afrika-Region den Rücken frei, dass ihr innerhalb des Pazifik schaut, dass Länder wie Australien, aber auch Japan, Südkorea zusammenarbeiten. Wir haben nämlich da eine Riesenherausforderung, weil Indien vor 10 Jahren von uns die kalte Schulter gezeigt hat und rüstungspolitisch jetzt mit Russland kooperiert. Da sehen wir, welch langer Atem auch Rüstungspolitik hat. Aber zum Thema Wettbewerbsfähigkeit, die von Europa, sage ich ganz bewusst und zuspitzend, entscheidet sich in Afrika. Wenn wir in den nächsten Monaten dem russischen Druck nachgeben und sagen, ja, es bringt nichts, wir wollen Russland nicht weiter provozieren und was ist, wenn Putin in die Enge getrieben wird? Wir liefern der Ukraine keine weitreichenden Waffen mehr. Wir helfen auch nicht, dass die Ukraine als Staat überlebt, sondern wenn wir beschwichtigen und dann der Krieg ein Ende findet, dann werden Staaten in Afrika erkennen, dass die Europäer nicht in der Lage sind, Länder, die zur regelbasierten Ordnung gehören wollen, die Ukraine, die Teil von EU und NATO werden will, wo Deutschland und Frankreich 2008 und 2014 alle Beitrittspläne in NATO und EU abgelehnt haben. Zweimal Merkel, einmal Sarkozy, einmal Macron. Wenn Sie sehen, dass wir nicht bereit sind, Länder, die zu unserer Werteordnung gehören wollen, auch zu unterstützen gegen Aggressoren, warum sollen dann afrikanische Staaten mit der Europäischen Union zusammenarbeiten? Dann arbeiten Sie doch gleich mit dem systemischen Wettbewerber China zusammen, weil der guckt nicht nach guter Regierungsführung, nach Vielfalt, nach Frauenrechten, nach Minderheitenrechten, nach Kampf gegen organisierte Kriminalität und Korruption, sondern sie suchen nach Bodenschätzen, Absatzmärkten, weil die afrikanische Bevölkerung sich verdoppelt bis 2050, vervierfacht bis Ende des Jahrhunderts, sondern sie schauen dann gleich danach, dass sie natürlich im Preis gegen Militärhäfen und Flughäfen militärischen, dann aber wenigstens eine ressourcenbasierte Wirtschaft haben. Das heißt also, die Zeitenwende bedeutet auch, wie positionieren wir Europa im Wettbewerb? Sind wir weiterhin Partner der USA? Können wir verhindern, dass Trump sich von Europa abkoppelt? Und sind wir in der Lage, im Wettbewerb die afrikanischen Staaten zu überzeugen, dass sie mit uns politisch kooperieren? Dann müssen wir aber Afrika nicht mehr als Ziel von Entwicklungshilfegeldern und als Quelle von Migration und großen Sorgen sehen, sondern auf Augenhöhe behandeln, die Märkte öffnen und vieles andere mehr. Also damit wird deutlich, dass diese strategischen Fragen, die Hans-Peter Bartels gerade ansprach, unsere Existenz, die Überlebensfähigkeit unserer beruflichen und auch sonstigen sozialen Sicherheit eindeutig beeinträchtigen, wenn wir nicht die richtigen Antworten finden. Also insofern sehr strategisch dieser Punkt. Vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt gerne das Panel öffnen für die Fragen aus dem Publikum. Also wenn Sie, liebes Publikum, Fragen haben, gerne melden. Auch hier, wie auch bei den anderen Panels zuvor, der Hinweis, bitte keine Co-Referate oder eigene Lebensläufe und Erinnerungen vortragen. Vielen Dank. Hier vorne einmal, ist es okay, wenn wir die sammeln, die Fragen, wenn mehrere kommen? Alles klar, einmal hier vorne. Sektion Schwerin.
das Problem ist vielleicht zu lösen, dass man sich Gedanken macht über eine Wehrpflicht oder etwas Ähnliches. Und da wollte ich gerne mal von Ihnen hören, wie Sie darüber denken. Denn ich bin 1955 zur Bundeswehr gekommen und habe erlebt, was es bedeutet, wenn Soldaten aus dem Ruhrgebiet zu uns nach Schleswig-Holstein gekommen sind, dort ihren Dienst machen und wie die Eltern dann zu Besuch kamen. Dadurch waren sie integriert. Und diese Integration in unsere Bevölkerung, die fehlt im Augenblick. Und ich weiß nicht, wie Sie die lösen wollen, obwohl Sie viel darüber sprechen. Da muss Personal sein, da muss weiß ich was. Aber wir brauchen diese jungen Menschen. Danke. Hier vorne rechts war noch eine Frage. Ich werde an den GSB Siegen. Statt einer Frage würde ich vorschlagen, dass Herr Kiesewetter von... Einen Moment, warten Sie bitte noch mal kurz ans Mikrofon. Also geht's mit Sie mal. Ich heiße Ferdi Heimel, GSP Siegen. Statt einer Frage möchte ich vorschlagen, dass Herr Kiesewetter von seiner Reise berichtet. Ich würde vorschlagen, wir gehen trotzdem noch mal in die Beantwortung der Fragen über, wenn es für Sie in Ordnung ist. Ja, was das Verhältnis der Gesellschaft zur Bundeswehr, zu den Soldatinnen und Soldaten angeht, kann man sagen, es ist ja nicht schlecht. Also sozusagen, wenn Umfragen Wahrheit zum Ausdruck bringen, dann ist das Vertrauen in Soldaten als Menschen, als Berufsstand relativ hoch, höher als bei vielen anderen Berufsgruppen. Polizisten sind noch ein bisschen drüber, aber Bundeswehr ist gut. Als Institution, also großes Institutionenvertrauen in die Bundeswehr. Aber es ist natürlich was dran an der Frage, weil die Bundeswehr wird dem Zivilen langsam immer fremder. Nicht dem Soldaten wird das Zivile fremd. Der Soldaten sind alle ganz gut integriert in ihre Umfelder, auch engagiert. Also viele Soldaten engagieren sich im sozialen Bereich, also in Sport, Kirche, Parteien. Also das ist nicht das Problem. Aber es gibt ja nicht mehr so viele Soldaten. Insofern, dass das zivile Leben auf das Militärische trifft, kommt immer seltener vor. Das Bahnfahren ist schon mal ganz gut, nicht? Jetzt in Uniform, also dann sieht man wieder ein paar mehr Soldaten und weiß, es gibt ja doch eine ganze Menge, aber es sind eben nur noch 185.000 und nicht mehr 500.000 wie zu Zeiten der großen Wehrpflichtarmee. Insofern, da muss mehr passieren, aber dafür gibt es zum Beispiel ja auch solche Organisationen wie die GSP, nicht? Oder den Reservistenverband oder den Bundeswehrverband, die in der Öffentlichkeit auch versuchen, diese Beziehung herzustellen. Vielen Dank, Herr General Hoppe, Sie hatten sich... Ja, ich würde das gerne aufnehmen zu dem, was wir eben im Rahmen der Diskussion zum Thema nationale Sicherheitsstrategie besprochen haben. Aus meiner Sicht, und ich habe das vorhin ja schon mal gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir eine Diskussion und diese Debattenkultur in die Gesellschaft reintragen. Das ist die Aufgabe einer GSP und ähnlichen Veranstaltungen, auch Reservistenverband und Bundeswehrverband, haben wir schon gesagt. Aber es ist auch die Verantwortung der Parlamente, und zwar nicht nur des Bundestages, sondern auch der Länderparlamente, bis runter in die Gemeinden, dass man offen über diese Themen spricht. Und gerade bei der Erarbeitung einer nationalen Sicherheitsstrategie finde ich, ist es extrem wichtig, dass man die Gesellschaft komplett mit einbindet. Denn landläufig wird in der Regel so eine Sicherheitsstrategie mit der Bundeswehr irgendwie verknüpft. Es gibt aber unglaublich viele andere Instrumente, die in eine Sicherheitsstrategie mit reinspielen. Fast jedes Ressort hat da seine Zuständigkeiten. Das Militär ist eins von vielen Instrumenten. Es wird bei der Sicherheitsstrategie darauf ankommen, wie kann ich diese Elemente aufeinander abstimmen und gemeinsam zur Wirkung bringen. Und das muss ich auch in jeder Situation anders bewerten. Und dieses zu diskutieren, auch in der Gesellschaft, denke ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt, um diese Verankerung in der Gesellschaft, die Sie als Fragesteller eben angemahnt haben, zu fördern. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie zwischen den Zeilen eigentlich hätten fragen wollen, führen wir die Wehrpflicht wieder ein? Das war eben bei einem anderen Panel ja auch kurz die Frage. Wir werden es nicht können und es würde uns überfordern. Ich gebe Ihnen aber recht, dass natürlich das ein wesentlicher Vorteil der Wehrpflicht die bessere Integration war. Aber über sowas brauchen wir nicht nachdenken. Wir müssen andere Wege finden, da gehören Foren wie diese dazu, da gehören auch alle anderen Träger in der Gesellschaft dazu, dass sie
offen diese Themen in der Gesellschaft diskutieren, auch gegen Widerstand. Und dann kann man auch komplett anderer Meinung sein, das alles ablehnen. Aber das Wichtigste ist, dass wir die Debatte führen. Und dann ist die Gesellschaft auch an dem Thema dran. Vielen Dank, Herr General Rams. Sie hatten sich auch noch gemeldet und danach würde ich auch gerne auf den Herrn Kiesewetter. Herr Hoppe hat mir alle meine Argumente geklaut, von daher werde ich die jetzt nicht wiederholen. Dann gerne, Herr Abgeordneter Kiesewetter, wenn Sie dazu was sagen möchten, aber auch gerne auch, wie gewünscht, vielleicht ein paar Eindrücke aus Ihrer Reise in die Ukraine. Wie haben Sie es wahrgenommen, die Situation? Danke. Sehr gerne. Der Herr Aussiegen, mache ich gerne. Nur kurz noch etwas auch aus der praktischen Politik zum Thema Wehrpflicht. Als wir sie ausgesetzt haben, hatten wir 750 Kasernen. Heute haben wir 250. Damals hatten wir 6 und 8 Mannbuden. Heute haben wir 2 Mann und 2 Frau Zimmer. Und wenn wir jetzt das machen wollten, wäre das ein hoher zweistelliger Milliardenbetrag, der in Infrastruktur zu investieren würde. Vergessen wir die Debatte über Wehrpflicht. Denken wir darüber nach, ob wir einen allgemeinen Pflichtdienst machen, wo die Bundeswehr ein Teil ist, eine Hightech-Armee, wo wir Spitzenleute brauchen, oder ob wir einen ausgeweiteten Freiwilligendienst bekommen. Denn unser Land deckelt doch auf Bundes- und Landesebene die Dienste bei 180.000 und ein Geburtsjahrgang hat 600.000, 700.000 Menschen. Und wenn wir eine Pflicht machen, dann müssen wir Sinn vermitteln. Und das gilt für Frauen und Männer. Deswegen bin ich sehr vorsichtig. Aber wir müssen es debattieren, da halte ich sehr viel von. Aber bitte in Smart Power investieren und nicht in Beton. Das ist wirklich wichtig. Ja, ganz kurz zur Reise. Also was war eine 48-Stunden-Reise mit dem Zug? Die Rückreise war extrem gehandicapt, weil der gesamte zivile Zugverkehr gestoppt wurde aufgrund von erheblichen Luftangriffen und Luftalarmen. Und da wir einen Sonderzug hatten, also Sonderzug heißt ein Zug, ein Waggon, wurde der über Riesenumwege geleitet, sodass wir nicht in beschossenes Gebiet gekommen sind. Aber statt 11 Stunden dauerte der Rückweg dann 14 Stunden. Und wir haben überall die Anspannung gemerkt. Ich will sehr positive Dinge berichten. Erstens, der Präsident Zelensky, dessen Treffen mit uns nicht angekündigt war, hat sich über eine Stunde Zeit genommen und hat, ich will jetzt erstmal die Emotionen beiseite lassen, das war sehr bewegend, hat 3 Dinge gefordert. Das Erste, was er sagte, ist, Sie brauchen Sicherheitsgarantien. Er war bereit, Folgendes aufzugeben. Die Krim, den Willen, NATO-Mitglied zu werden, und Donetsk und Luhansk in den Grenzen vom Anfang Februar diesen Jahres. Das Einzige, was er wollte, war EU-Mitgliedschaft. Aber durch die fürchterlichen Verbrechen in Butscha, in Mariupol und woanders, hat er gesagt, Russland will ja gar nicht verhandeln. Die wollen uns vernichten. Und so ist es auch, das wurde vorhin ja in der vorherigen Diskussion auch sehr klar angesprochen. Also, das Verhandlungsangebot steht, aber nicht in der Weise, da sie wollen deshalb in jeder Linie, was die Sicherheitsgarantien angeht, keine Sicherheitsgarantien von Russland, sondern einen doppelten Vertrag, Sicherheitsgarantien mit europäischen und auch vielleicht USA, Kanada, die aber unbedingt militärischen Beistand beinhalten und vielleicht auch sogar Schutz vor Massenvernichtungswaffen. Das Zweite war die EU-Perspektive, dass in diesem Jahr noch der Kandidatenstatus ausgesprochen wird. Warum? Dass die Bevölkerung der Ukraine eine Rückkehrsperspektive hat und eine Bleibeperspektive, dass sie sehen, die EU, deren Teil sie ja mal werden wollten, gibt sie nicht auf. Und der dritte Punkt sind weitreichende Waffen. Da haben wir gefragt, was heißt denn weitreichende Waffen? Und das verknüpfe ich jetzt mit sehr emotionalen Punkten, die nicht schön sind. Er sagte, ihre Erfahrung ist, dass wir alles tun müssen, dass Russland nicht mehr in Dörfer und Städte kommt und dass sie aus Städten und Dörfern vertrieben werden. Fürchterlichste Kriegsverbrechen gegen Frauen, gegen Kinder, gegen alte Leute. Und es wurde uns mehrfach berichtet von Fällen, dass die Mütter getötet wurden, deren Säuglinge oder 2-jährige Kinder ihnen mit Klebeband auf den Bauch geklebt wurde. Und die, die kamen, um sie zu retten und mit Messern die Klebebänder abschnitten, lösten damit einen Zünder auf, der zwischen Kleinkind und Mutter war. Und dann sind auch die Helfenden ums Leben gekommen. Und diese Brutalität hat die Ukraine dazu geführt, dass sie sagen, über was wollen wir denn verhandeln? Und deswegen ist für sie auch ganz wichtig, dass zu den Sicherheitsgarantien gehört, dass man der Ukraine Rückendeckung gibt, zu verhandeln mit Russland, wenn es soweit ist, die Grenzen, die Aufarbeitung der Kriegsverbrechen und die Reparationen. Es sind etwa Schäden von über 1 Billion entstanden. Es sind über 250.000
Ukrainer, Zivilisten ums Leben gekommen. Und dann abschließend, wir haben gesprochen mit auch Opposition, mit Timoschenko und Poroschenko, die alle ihre Geschichte haben und auch Milliarden veruntreut haben, aber die alle an der Seite von Selenskyj stehen und versuchen, dass dieses Land einen Weg in die EU bekommt und auch bereit sind, ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten. Aber am bewegendsten war das für mich das Gespräch mit zwei Bürgermeistern, mit Vitali Klitschko und mit dem Bürgermeister von Alexei von Irpin. Irpin war die Stadt, wo der Krieg um Kiew eine Wende genommen hat. Irpin hat 40.000 Einwohner, davon sind 95% evakuiert worden. 90% der Gebäude sind zerstört, 50% davon irreparabel. 40.000 Einwohner, eine Stadt wie bei mir Heidenheim im Wahlkreis. Und dann kommt eben noch eines dazu, sehr viele zivile Opfer von denen, die geblieben sind und ganz viele Soldaten, sie haben dort gegen eine 12-fache Übermacht gekämpft. Aber weil die Russen Irpin nicht nehmen konnten, ich habe mir das auf dem Rückweg angeschaut, aus Irpin nach Kiew ist nach einer Brücke, die die Ukrainer gesprengt haben, eine freie Fläche und eine vierspurige Allee, die mit Drohnen und mit Luftnahunterstützung, also Kampfhubschraubern, dazu geführt hätte, dass die Russen quasi vierspurig nach Kiew reingefahren wären. Man hätte sie nicht mehr aufhalten können. Und dieser Bürgermeister war zugleich Kampfgruppenkommandeur, ausgebildet von Klitschko, der über 1000 Bürgermeister in der Zivilverteidigung, im Heimatschutz und in der Reserve militärisch in den letzten 5 Jahren ausgebildet hat. Und der hat mit seinen Leuten den Kampf geführt und war zugleich Bürgermeister und Kampfgruppenkommandeur und hat sehr eindringlich berichtet, in welcher Art und Weise sie dort waren. Wie wird Deutschland wahrgenommen? Sehr, sehr gut kam an der Bundestagsbeschluss von letzter Woche, die dieser Bundesregierung Rückendeckung gibt, dass sie neben schweren Waffen alle zivile Unterstützung, Wiederaufbau der Infrastruktur, Aufarbeitung von Kriegsverbrechen leisten kann. Egal, mit wem wir gesprochen haben, sie kannten die Abstimmungszahlen mit über 400 Stimmen, die dafür gestimmt haben. Sie wussten, dass die 4 staatstragenden Parteien dahinter standen. Und es war wirklich bewegend, das mitzubekommen. Ich will auch sagen, Selenskyj hochfokussiert, sehr zugewandt und auch jemand, der sehr wohl wusste, dass sein Land noch einen weiten Weg in die EU vor sich hat, aber eben alles tun will, nicht Teil der Russischen Föderation zu werden. Und dafür sind die Leute bereit zu kämpfen. Frau Timoschenko wies uns darauf hin, dass sie fürchtet, dass Nuklearwaffen eingesetzt werden. Und zwar nicht, um einen militärischen Sieg zu erzwingen, sondern um Massenvertreibung, Massenmigration zu erzeugen. Zurzeit sind 13 Millionen Menschen auf der Flucht, 7 Millionen innerhalb des Landes, 6 Millionen außerhalb. Und die große Sorge ist, dass durch einen Chemieunfall, durch Angriff auf ein Kernkraftwerk oder den Einsatz von niedrigschwelligen taktischen Nuklearwaffen die Menschen gehen. Und wenn jetzt von uns gesagt wird, wir liefern keine schweren Waffen aus Angst vor einer nuklearen Eskalation und dann Putin noch mit so einer Sache droht oder sie auch wahr macht, dann werden 20, 25 Millionen Menschen die Ukraine verlassen, weil sie wissen, unser Land wurde aufgegeben. Und deshalb verdient die Ukraine jegliche Unterstützung, zivil, infrastrukturell und auch militärisch, dass Russland seine Kriegsziele nicht durchsetzen kann. Das ist in Nutshell und sehr kurz und zusammengefasst das Ergebnis des zweitägigen Besuchs. Herzlichen Dank, dass ich das Wort haben durfte. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Kiesewetter. Ich glaube, diese Eindrücke haben noch mal besonders gezeigt, wie grausam und was für Gräueltaten dort passieren. Das ist grausam. Es lässt mich persönlich sprachlos immer wieder zurück. Also vielen Dank, dass Sie das geteilt haben, auch noch mit dieser knapp bemessenen Zeit. Ich weiß, Sie müssen gleich zum Folgetermin. Aber dennoch vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Mit dem letzten Blick ins Plenum, ich sehe jetzt keine Frage sonst noch, würde ich auch im Einvernehmen des Panels hier die Diskussion schließen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Beiträge, für Ihre Zeit, dass Sie hier waren. Und ich würde mich freuen, Sie vielleicht in einer anderen Konstellation demnächst in einer GSP-Veranstaltung auch wieder zu begrüßen. Und in diesem Sinne vielen, vielen Dank. Gerne. Und ich beende das Podium.
an. Mikrofon an, ja. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben einen wundervollen Nachmittag erlebt. Wundervoll im Sinne dafür, dass diese nicht die Strategie, die Putin gerade verfolgt, sondern wunderbar im Sinne von, dass hier exzellente Beiträge geliefert worden sind in den drei Panels. Wir haben ja ein ganz breites Spektrum beackert, sage ich mal, von Afghanistan bis zur Ukraine und bis zu den Konsequenzen, die sich daraus für die Bundesrepublik Deutschland ergeben. Wobei immer der Nachteil ist, dass wir uns mit dem Gedanken, glaube ich, anfreunden müssen, dass es Spieler und Spielerinnen in der Weltgeschichte gibt und die auch immer noch geben wird, die das Völkerrecht hinten anstellen, wenn sie Interessen verfolgen und diese mit diplomatischen Mitteln nicht erzielen können, dass sie diese dann auch mit Gewalt durchzusetzen versuchen. Und ich glaube, das führt uns zum letzten Panel, dass wir uns nicht der Illusion hingeben, wie wir es, ich sage, seit 1990 getan haben, dass wir nur von Freunden umgeben sind und dadurch unsere Abwehrbereitschaft für eine wehrhafte Demokratie vernachlässigt haben. Und ich glaube, die letzten 20 Jahre haben dazu geführt, dass wir tatsächlich, wenn wir alleine denken, auch nicht mehr abwehrbereit wären. In dem Fall, insofern habe ich hier auch entnommen, dass alle für die 100.000-Euro-Frage sicherlich positiv eingestimmt sind und auch, dass wir damit im Jahre 2018 nicht aufhören dürfen, die Bundeswehr entsprechend auszurüsten, sondern dass wir Nachhaltigkeit in diesem Bereich sicherstellen müssen, wie der General Rams richtig sagte. Wir haben auch festgestellt, dass der vernetzte Ansatz, nachdem wir eine realistische Zielvorstellung entwickelt haben, natürlich alle Ressorts übergreifen muss, aber natürlich auch einer Führung bedarf. Die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers wurde von General Rams angesprochen. Insofern, aber die Vernetzung läuft nicht nur innerhalb einzelner Ressorts in der Bundesrepublik Deutschland, sondern sie muss natürlich auch mit allen beteiligten Nationen laufen. Das heißt, wir können nicht, wie Herr Nachtwey richtig sagt, nur einen Beitrag liefern in diesem Mal, sondern wir müssen dann mit allen anderen Nationen auch zusammenarbeiten und die Zielsetzung gemeinsam entwickeln und die Zielsetzung auch gemeinsam durchsetzen und sie mit den nötigen Kräften und Mitteln versehen. Was die Ukraine betrifft, da möchte ich dem Abgeordneten Kiesewetter nichts hinzufügen. Er hat das sehr gut umschrieben, wie momentan die Situation da ist und was wir eventuell tun können, um die Situation dort für die Ukraine sicher zu gestalten. Und mir ist in der Diskussion über die Ukraine aufgefallen, dass öfter, wenn die Ukraine Krieg führt, das Wort wir hier in der Diskussion fiel. Insofern fühlen wir uns ja quasi als Partei, wenn auch nicht als Kriegspartei. Und insofern hoffe ich, dass wir die Nachhaltigkeit in der Bundeswehr weiter beibehalten, dass wir aber auch möglichst ein Kriegsende haben, das sowohl für die Ukraine als auch für uns akzeptabel ist in diesem Bereich, besonders aber natürlich für die Ukraine. Wir haben gerade gehört, was sie bereit ist aufzugeben, eventuell in dem sicher wird es auf einen solchen Kompromiss hinauslaufen. Und wir können nur hoffen, dass dieser Krieg nicht langfristig, wie angedeutet ist, sondern bald zu Ende geht und mit für die Ukraine ein befriedigendes Ergebnis hat. Damit beende ich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen an den drei Panels. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich möchte mich auch noch ganz herzlich beim General Lahl bedanken, der wie immer diesen Dialog hervorragend vorbereitet hat. Und auch des Weiteren sicherlich die Dialoge in der nächsten Zukunft gestalten wird. Vielen Dank, Kersten, für die Arbeit, die du reingesteckt hast. Und dieser Dank gilt natürlich auch allen Mitarbeitern, die an dieser Arbeit beteiligt waren. An der Spitze Herr Schlüter und Herr Wenes, die dort stark beteiligt waren, aber auch die junge GSP, die sich dort stark eingebracht hat. Vielen Dank und vielen Dank und die Diskussionen können ja gern weitergeführt werden, jetzt bei einem Umtrunk und bei ein paar Häppchen, wie ich mir habe sagen lassen, die jetzt zur Verfügung stehen. Vielen Dank und schönen Abend noch.